Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute da draußen. Es ist die Gamevasion. Und was wäre eine Gamevasion ohne eine Ausgabe von Pen & Paper? Es freut mich sehr, euch heute wieder hier begrüßen zu dürfen an unseren 5 Spieltischen, die wir hier zusammengesammelt haben. Denn jetzt am Ende des ersten Tages, ne, die ersten Schlachten in Hamburg vs. Spandau sind geschlagen. Jetzt wollen wir noch mal drunter kommen, wollen hier ein bisschen zusammensitzen in ruhiger Atmosphäre, vielleicht das eine oder andere Warsteiner trinken und Spaß haben. Und das wollen wir hier gemeinsam mit euch natürlich, aber auch gemeinsam mit 4 fantastischen Spielern, die ich hier zusammengesammelt habe. Zu meiner Rechten, Maxim Markov. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo, Herr Steffen. Ich darf mich begrüßen. Mein Name ist Maxim Markov. Guckst du in die richtige Kamera? Ja, oh, ich sehe richtig gut aus. ich freue mich übelst, oder? Soll ich sagen, wer ich bin? Das machen wir gleich. Geil. Erstmal nur, ob du dich freust oder nicht. Das ich freue mich mega. Ich habe ein bisschen Erfahrung, ganz wenig. Aber werde diesen Erfahrungsschatz heute komplett auffüllen. Genau, was wir gleich spielen werden, werde ich gleich noch sagen, verraten. Wie ist es bei dir aus, Kalle? Du kannst auf jeden Fall Kunststückchen, liegen dir so? Kunststückkalle. Achso, ja, ich bin auch dabei. Ja, ich freue mich mega auf den D&D-Abend heute, weil ich ein absoluter Pen-and-Paper-Fan bin tatsächlich. Ich komme nur selber nie dazu zu zocken. Und damals aus meiner Clique von euch wurde ich rausgekickt, weil ich zu viel RP'd habe tatsächlich. Das, okay. Ja. Das ist ja, neben der Bibel, die ich heute Abend nicht haben. Ja, ja. Ist das so, Bart? Nein, ist das die Geschichte? Es ist eine eiskalte Lüge. Wie ist die Geschichte? Er hatte wirklich keine Zeit. Dann haben wir einfach gesagt, er hat außerdem selbst seinen Charakter umgebracht damals, einfach um das zu beenden und Schlussstrich zu ziehen, der sehr konsequent. Ja, ich möchte nicht drüber reden, es war für alle ein sehr trauriges Erlebnis. Hm. Habt ihr ihn beerdigt? Klar. Ich meine das. So wie es hey, natürlich. War, ne? Mit einer Verbrennung, oder? Das ist ein Ort, nett. Ja, genau das. Beerdigt mit einer Verbrennung. Kriegt man da Loot aus dem raus? Der erst verbrennt und dann verbrennt. Wie auch immer. Lass uns nicht über die Vergangenheit reden. Nils, du bist auch mit dabei. Hallo. Hi. Hallo Leute, ich freue mich sehr, ich bin Nils. Das ist mein erstes Pen & Paper Abenteuer, ich bin ein bisschen aufgeregt. Du sitzt doch zum ersten Mal hier links an meiner Seite. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt für uns beide, müssen wir beide sagen. Definitiv, ne? Schön, dass auch du dabei bist. Und Bart, wir haben dich gerade schon gehört, du bist quasi der D&D-Profi. Muss ich noch viel mehr sagen? Nee, nicht wirklich. Nee, ich habe ein bisschen mehr gespielt als die anderen, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung. Aber es macht, also ich habe mega Bock hier zu sein, weil ich bin eigentlich immer DM gewesen. Und jetzt bin ich Spieler mit den Leuten, das wird sehr interessant. Sehr schön. Es freut mich, dass ihr alle da seid. Es freut mich sehr, dass ihr alle Bock habt. Und wir werden uns heute eine ganz besondere Pen & Paper Session zusammenreimen, kann man sagen. Wir haben natürlich auch wieder fantastische Partner, die uns da unterstützen. Zum einen AMD, die uns wundervolle Laptops zur Verfügung gestellt haben. Also wenn ihr Bock habt, mir vor allem in diesem Fall, ihr braucht keine. Wenn ihr Bock habt und sagt, hey, so ein neuer Laptop, egal zum Gaming oder zum Pen & Paper spielen oder wozu auch immer, dann Ausrufezeichen AMD in den Chat und schon kommt ihr auf die Seite, wo ihr alle wichtigen Informationen über unter anderem diesen wundervollen Laptop hier findet. Und als zweiten Partner heute an Bord, und auch das, was wir heute Abend spielen werden, das bekannteste und Pen & Paper Urgestein der Welt, Dungeons & Dragons, werden wir heute spielen. Vielen Dank an die Kollegen von Wizards of the Coast, die uns das ermöglicht haben. Geile Leute. Geile Leute, ja, muss man wirklich sagen. Ne? Geile Leute, die machen nur gute Sachen. Magic the Gathering. Und was man auch noch sagen kann, wirklich. Was man auch noch sagen kann, alles gut. Dieses Abenteuer, was wir heute machen, was ich geschrieben habe, basiert auf dem neuen Basisset, welches schon bald vorbestellbar sein wird. Und das ist der perfekte Einstieg, wenn ihr sagt, ihr wollt mal Rollenspiel spielen, wollt mal Dungeons & Dragons euch ein bisschen angucken, dann geht einfach auf rbtv.de/dnd oder gebt in den Chat rein Ausrufezeichen DND. Da ist es auch, das wunderbare Basisset erscheint jetzt neu auf Deutsch. Also zugreifen, geht einfach auf den Link, dort könnt ihr manche der Sachen schon vorbestellen, die anderen werden bald vorbestellbar sein. Und sobald dieses wundervolle Basisset draußen ist, werden wir auch unser Abenteuer, was wir heute spielen, euch kostenlos zur Verfügung stellen. Und dann könnt ihr das einfach nachspielen. Ja, geile Stadt, geil, oder? Super geil. Cool. Hammer. Mach Bock. So, und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, wen wir hier noch an Bord haben, was ihr so für Charaktere spielt, liebe Leute. Keine Sorge für alle Leute da draußen, die absolut jetzt gar keine Ahnung haben, was zum Henker ist eigentlich Pen & Paper. Es ist im Endeffekt wie ein Computerspiel, wie ein Computerrollenspiel, wie WoW oder was auch immer. Und letzten Endes ist es aber so, dass hier alles in unseren Köpfen stattfindet, durch die Kraft der Fantasie. Und ich bin der Spielleiter, ich werde euch durch dieses Abenteuer führen. Ich bin quasi eure Umwelt, aber auch eure Gegner, eure finsteren Albträume. Der Cheater, ja, der Cheater bin ich ebenfalls. Mhm. Und ihr seid die Helden unserer heutigen Abenteuergeschichte. Und was für Helden ihr seid, das werden wir kurz einmal vorstellen. Maxim, willst du anfangen? Wen spielst du heute Abend und was kann diese Person? Hallo, mein Name ist Maxim. Ich spiele heute Jochen. Na, Jochen ist ein Schurke. Schurke der Stufe 3 tatsächlich. Ich habe so ein paar Sachen drauf. Ich neige dazu, so ein bisschen, nur ein kleines bisschen zu reden, als wenn ich im Büro wäre.
Ne? Ich hoffe natürlich, dass er kein Hund ist. Na, gönne ich mir nicht. Ich bin Spion, was man natürlich in der Sprachgewandtheit dann merkt, falle nicht auf. Na, also das ist wirklich, sobald ich den Mund öffne, weiß jeder. Alter. Ist ja geil. Na, ich passe natürlich optisch dazu. Habe hier zwei Booby Swords. Na, die kann ich dann zwei Deutsche. Kann ich durch die Kante werfen. Habe eine kleine Machete dabei. Bin gar nicht so schlecht ausgesehen. Die Stats darf ich nicht ganz verraten, aber ich fühle mich wohl. Wie du magst, ja. Ich fühle mich leider schlechter als Nils tatsächlich. Bin in Draw, Sonnenlicht, lass es weg. Also das passt auch wie in der reellen Natur. Und bin absolut ready. Ich freue mich. Ich darf backstabben. Genau, du kannst Leute von hinten abstechen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du machen Das ist das Wichtigste. Ich werde mich immer abstechen. Was hast du für eine Waffe? Ich habe zwei Dolche. Haben die auch einen Namen? Dolce und Gabbana? Nee. Oh! Würfel mal auf Humor! Heute gar nicht. Nein. Oh, schade, ich bin richtig viel. Humor wird es bei mir nicht geben, Maxim. Das ist gut. Nee, also das sind dann deine Booby Swords, ne? Muss man den Namen geben? Kann ich auch machen. Das sind die Mächtiger, hat man gesagt. Das ist wirklich? Es gibt so eine Legende, wenn man seinen Schwertern und seinen Waffennamen gibt, dann sind die Mächtiger. Dann mache ich das natürlich. Dann überleg dir mal deinen Namen und wir gehen rüber zu Kalle. Wen hast du heute mitgebracht? Hallo, ich bin Kalle. Aber heute bin ich Terkack. Da schreibt man T-H-E-R Kack. Und ich bin ein Halborg. Ich bin ein Wandererkrieger. Ich wandere durch die Gegend. Und ich kann mit Tieren sprechen. Ich habe eine große Axt im Rucksack. Und die Axt heißt Kiba. Meine Axt Kiba, die kann ganz schön zulangen. Aber die ist auch ein bisschen verspielt. Ja, da muss ich aufpassen. Aber ansonsten habe ich noch eine tolle Fähigkeit, die sich Kampfrausch nennt. Mit der kann ich dann auch noch mehr Schaden machen im Kampf. Kann ich auch öfter aktivieren am Tag, by the way. Und ich freue mich richtig darauf, jetzt hier ein großes Abenteuer zu erleben. Ich bin ein Halborg, ich bin ein Wanderer, ich heiße Terkack. Und du bist ein Barbar. Ich bin ein Barbar. Richtig. Ein Barbar. Totenkrieger. Barbar. Jetzt, um mal so ein bisschen rüberzukommen von den Charakteren zu den Wen hast du mitgebracht? Ich bin ein Barde. Mein Name ist Andreas Bardet. Aber meine Freunde und meine Fans nennen mich bei meinem Künstlernamen Kajakos von Bimsenstein. Und ich würde euch auch bitten, dass ihr mich Kajakos von Bimsenstein nennt, es sei denn, ihr seid weder Freunde noch Fans von mir. Okay, warte, ich muss jetzt aufschreiben. Kajakos. Kajakos von Bimsenstein. Schreibe ich mir auf. Oder aber immer den gesamten Titel, oder was? Wie bitte? Feinde. Gesamte Titel oder nur Kajakos? Wird schon komplett mit. Okay. Wie jetzt? Ja, okay, kann schon. Ich nenne dich auch nicht Steh. Ich hab's gehört. Was soll denn das? Ja, ich bin Bade halb elf. Ich bin Entertainer, steht hier bei mir, Stufe 3. Und ich mach Musik. Ich bin Entertainer. Ich bin aber auch für die gute Laune da. Ich bin auch mal für die Witzchen da. Ich kann zum Beispiel auch ein paar Gags einstreuen. Zum Beispiel, Bart, frag mich mal, wie spät ist es? Wie spät ist es? Halb elf. Oh, yes, so. Oh mein Gott, oh, ich hab's gesagt. Aber ich bin auch, ich hab Intelligenz minus eins. Das war, ich hab den echt nicht viel verstanden. Tatsächlich. Also ich hab den aber auch schlecht. Der war gut. Ja. Ach, weil er ein Halbelf ist. Ja. Das wird eine super Runde mit euch. Ja. Ich bin guter Dinge, das könnte alles nur gut werden. Sehr gut. Und dann zum Schluss der Profi Bart, was hast du mitgebracht? Mein Name ist Bron. Ich bin Zwerg. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, was passiert ist in meinem Leben. Ich habe vor kurzem mein Gedächtnis verloren, weil ich von einem Blitz getroffen wurde. Woher weißt du, dass du nur dein Gedächtnis verloren hast? Hallo, mein Name ist Bron. Ich habe vor kurzem mein Gedächtnis verloren, weil ich von einem Blitz getroffen wurde. Und ich weiß nicht, was ich vorher mit meinem Leben gemacht habe. Mein Name ist Bron. Klassische Hintergrundgeschichte. Und du spielst einen Zauberer und nicht nur einen, sondern einen sogenannten Wild Mage. Kannst du uns kurz erklären, was es damit auf sich hat? Manchmal, ich weiß nicht warum, kommen Zauber aus meinen Händen und aus meinem Körper heraus. Und die passieren. Einfach. So. Gut. Das freut uns. Wie ist dein Name nochmal? Bron. Du musst achten auf die R. Bron. Bron. Hey Bron, warum bist du denn so hässlich? Also bitte. Also das war jetzt ein bisschen angenehm. Der Blitz. Okay. So, hier. Damit habt ihr da draußen hoffentlich alle Leute kennengelernt, die hier an den Tischen sitzen. Und kurze Regelkunde können wir ja noch machen. Regeln. Es gibt Regeln bei Dungeons & Dragons, wer hätte es gedacht? Oh nee. Auf euren Charakterbögen findet ihr sowohl Attribute als auch Fertigkeiten. Und denen habt ihr wurden jeweils sogenannte Modifikatoren zugeordnet. Die gehen von -2 bis +5. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich euch sage, würfelt mal eine Probe auf Klettern oder so, nehmt ihr diesen wunderschönen 20-seitigen Würfel, der sieht so aus wie ein kaputter Fußball, und würfelt den und zählt den Modifikator dazu, den ihr in der jeweiligen Fertigkeit habt.
20? Ja. 20 ist immer ein kritischer Erfolg. Das war so sehr gut, Maxim. Aber das werde ich nie wieder. Eine 1 ist immer ein kritischer Misserfolg. Das heißt, je höher ihr würfelt, desto besser. Und wenn es zum Kampf kommt und so weiter, das erklären wir dann alles. Zauber und so weiter, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Ne? Sehr gut. Also, da können wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Und für alle die Experten da draußen, noch einmal der Hinweis, wir spielen eine Anfängerrunde. Ne? Also wir versuchen schon, die Regeln natürlich zu beachten, aber wenn uns vielleicht die ein oder andere Regel so links oder rechts runterrutscht, vielleicht auch mit Absicht, nehmt uns das bitte nicht übel. Und für euch natürlich auch, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, haut sie einfach raus. Es gibt hier keine blöden Fragen, wie damals in der Schule. Mhm. Also fragt mich einfach und ich sag euch die Antwort. Geil. Und wir machen das hier ganz entspannt. Ne? Aber was ich euch sagen kann, ihr müsst euren Hass, den ihr jetzt bei Hamburg jetzt spannender aufgebaut habt, müsst ihr jetzt wieder zur Seite legen, denn ihr werdet hier nur gemeinsam überleben. Ich glaub, das ist gut, dass du Bart anguckst. Ja? Ja. Das ist Bart, das ruhig nicht meint. Ich habe gemacht viele Spiele. Gut. Ich habe gewonnen. Hast du mitbekommen? Bei PUBG habe ich einen Triple Kill gemacht. Das ist gut. Vielleicht kannst du es jetzt auch schaffen mit einem Triple Kill. Wir werden mal sehen. Aber, ja, aber ihr kämpft kein zusammen. Bonus, das will ich noch einmal kurz sagen. Naja, aber ich habe gewonnen. Okay. Gut. Habt ihr Fragen oder wollen wir loslegen? Wie sieht's aus? Ich bin bereit. Let's go. Let's go. I'm so excited. Oh, ja, sag das doch. Bock. Dann lass mich mit einer ganz kurzen Einleitung beginnen. Aber gerne. Vorher gehen wir kurz in die Werbung und sind gleich wieder da und machen unser Abenteuer. Bis gleich. Geht's weiter. Hallo. Da sind wir wieder, liebe Leute, bei unserer Pen-and-Paper-Runde. Wir spielen Dungeons & Dragons. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir wollen natürlich auch die Social-Media-Kanäle so ein bisschen übernehmen, ne? Also, wenn ihr Bock habt, Fanart oder so, oder lustige Geschichten, lustige Memes aus unserer Geschichte heute, haut's raus, Hashtag Gamevasion, Hashtag Gamevasion PNP, damit ich nachher den Erfolg auch für mich verbuchen kann. Ne? Ist wichtig. Das ich muss ja nachher mein Gehalt irgendwie, ist wichtig und auch ne, rechtfertigen über ja. Nils zum Beispiel. Ne? Das ist krass. Ne? Das ist eine Herausforderung. Ja. Aber jetzt, ohne weitere Umschweife, würde ich sagen, beginnen wir. Ich mache eine kurze Einleitung. Ihr kennt euch übrigens alle schon. Ihr seid schon länger unterwegs. Mhm. Ihr habt euch lieben gelernt. Ihr habt in mehreren öfters im gleichen Bett zusammen geschlafen. Geil. Habt euch gegenseitig gestreichelt und seid Freunde geworden. Bruder. Und jetzt seid ihr auf einer Reise. Und was für eine Reise, das erkläre ich euch jetzt. Vor über 500 Jahren schmiedeten zwergische Clans und Gnome einen Pakt. Gemeinsam wollten sie in einer Mine schürfen, die sie in den Schwertbergen fanden und die erfüllt war von magischer Energie. Und so schürften und schürften die Zwerge und Gnome immer weiter und immer weiter. Eines Tages tauchten menschliche Zauberer auf und gemeinsam mit den Zwergen und Gnomen fokussierten sie die magischen Energien der Mine in einer magischen Schmiede, die in der Lage war, mächtige magische Artefakte zu erschaffen. Doch das Glück der Menschen, Zwerge und Gnome sollte nicht von langer Dauer sein. Am Horizont sahen sie Rauchschwaden aufsteigen. Orks kamen in ihre Länder. Und mit der Hilfe eines mächtigen Zauberers griffen die Orks die magische Schmiede an und schlugen die Verteidiger zu Boden. In einem letzten Aufbäumen der Verteidiger wurde die Schmiede und die Mine zerstört und die Trümmer begruben jeden und alles unter sich. Nur wenige Orks, Verteidiger und magische Gegenstände schafften es hinaus. Die Geschichte um die Mine und die magische Schmiede ging verloren, genauso wie ihr tatsächlicher Standort. 500 Jahre später seid ihr unterwegs in die kleine Grenzstadt Phandalin. Mhm. Ihr habt gehört, dass einst in den Bergen um Phandalin Zwerge am Werk waren, die unfassbare Schätze dort versteckt haben sollen. Und so habt ihr euch auf den Weg gemacht, um euer Glück in Phandalin zu finden. Ihr seid auf dem Weg. Ihr seid schon relativ lang unterwegs. Wir befinden uns, für alle Leute, die sich auskennen, in den vergessenen Reichen südlich von Neewinter, einer relativ großen Stadt. Und ihr seid jetzt seit ein paar Tagen unterwegs gemeinsam, hattet euch natürlich Vorräte eingepackt, ein schönes Liedchen auf den Lippen, gen Süden. Und der Weg ist nicht mehr weit. Ihr seht Phandalin schon in der Ferne. In Richtung Süden seht ihr die Berge, die am Horizont erscheinen. Und euer Weg führt euch einen kleinen Hügel hinab, an einem kleinen Wäldchen vorbei. Der Weg führt dann direkt nach Phandalin, da seid ihr euch sicher. Und das Wetter ist gut an diesem Nachmittag. Allerdings zieht von Westen so in der Ferne schon so ein leichtes Gewitter auf, welches sich an den Berghängen entlang Richtung Phandalin bewegt. Also ihr habt das Gefühl, so langsam, ja, so ein Dach über dem Kopf wäre vielleicht nicht schlecht, damit auch die Ukulele nicht so nass wird. Und der Weg an sich ist relativ gut. Sieht also aus, als würden hier regelmäßig Leute vorbeikommen. Und ihr seid jetzt aber gerade alleine auf dem Weg unterwegs. Wie sieht das denn aus bei euch? Wer geht denn bei euch vor? Wie ist eure Reisegruppe so aufgeteilt? Wie reist ihr denn in der Regel? Naja, also ich bin ja, also wir kennen uns ja alle schon lange. Ja, ich kenne das schon. Ich bin ja naturkundig. Mhm. Ich kann mit Tieren sprechen, wie schon erwähnt. Deswegen
Ich meine, wenn der Weg sowieso schon vor uns liegt, dann müssen wir uns ja nicht orientieren, offensichtlich. Korrekt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr d'accord seid, aber ich würde jetzt mal behaupten, ich würde mich immer so ganz knapp vor euch auch bewegen, weil ich auch der Stärkste von uns bin, ne? Und das auch empfinde. Ich bin sehr langsam. Deswegen laufe ich sehr weit hinten. Achso, die Rolle würde ich nur spielen, wenn ich die spiele. Wie du das kannst du sehr gerne tun. Gut, weil sonst nervt es, glaube ich. Natürlich. Auch. Natürlich. So. Ja, ich würde mal direkt hinter Kalle laufen, na, beziehungsweise hinter Terkak. Terkak? Terkak ist nämlich sehr groß und wirft einen fantastischen Schatten, na, unter dem ich mich begebe, weil Sonne suckt mega ass für mich. Ne, deswegen bleibe ich da direkt dahinter und genieße tatsächlich auch seinen Geruch. Ja, dann tänzel ich leichtfüßig in halbelbischen Schritten, natürlich dann direkt so leicht versetzt von dir, weil ich habe einen Heidenspaß damit, in deinem toten Winkel dich aufzuhalten. Ja, sehr gut. Und dich permanent nervös zu machen. Ah, warum? Ja, weil mir das einfach Spaß macht. Okay. So, dass du so halb immer, dass du immer so ein bisschen eingespannt bist. Ja. Und so geht ihr die Straße herab und vor euch macht der Weg eine kleine Biegung, ein Waldstück vorbei. Und ihr riecht schon in der Luft seltsame, leicht faulige Gerüche. Ihr seht schon irgendwas durch die Bäume dort stehen am Wegesrand. Und ihr hört Klappern, ihr hört Kratzen und ihr hört seltsame Geräusche. So etwas wie ein Nee, nichts mehr da, nichts mehr da, alles schon weggeräumt. Vielleicht das hier? Nee, guck den doch mal an. Und ihr wisst, das bedeutet Ärger. Wir sollten versuchen, leise zu sein. Ja, dann fang doch bei dir an. Wir sollten versuchen, leise zu sein. Ich bin ja nach wie vor in der Kalle. Mhm. Na, und ich habe ja sehr viel Wahrnehmung. Mhm. Na, ich krieg das so mit, so ein bisschen so. Ich riech aber irgendwie ein bisschen anders als sonst. Kalle, bleib mal stehen. Ich riech's auch, Jochen. Oh. Oh nee, das ist nur Kaka. Oh, ja. Stimmt, ja. Hast recht. Aber hier ist noch was anderes. Hier ist noch was anderes. Also ich würde sagen, wir schicken den Kompaktesten nach vorn. Ne? Der auch so ein bisschen was aushält. Wer ist das noch? Ja. Brun. Wie gehst du? Brun! Komm mal her, schließ mal auf. Ich spring nach vorne. Als ihr anfangt zu rufen, hört ihr plötzlich... Hey, das gehört. Ich mach's weiter. Verdumm. Lass mich hin. Als ich neben euch ankomme, sage ich, wir sollten versuchen, leise zu sein. Oh, okay. Wieso sollen wir leise sein? Ich verstehe das nicht. Was hat er gesagt? Pack schnell die Sachen zusammen. Schnell zusammenpacken. Ich schleiche mich mal so, ich flankiere so ein bisschen leichten Schrittes. Okay. Du flankierst leichten Schrittes, alles klar, kommen wir gleich zu. Ich habe das wahrgenommen. Mhm. Wir haben nur Scheiße gerochen. Dann habe ich gehört, ich mache meine erste Aktion und mache mich und denke so, oh, hier ist auf jeden Fall einer. Hier ist auf jeden Fall einer. Ich mache mal unsichtbar. Okay, ich pack schon mal fangen wir doch mal an mit euch beiden, Maxim und Nils. Ihr beide bitte mal Heimlichkeit würfeln. Das heißt, ihr nehmt den 20-seitigen Würfel, guckt, was ihr bei Heimlichkeit steht. Ne? Genau, richtig. Du gehst hinzu. 16. Plus. Oh. Bei Heimlichkeit? Achso, warte, das ist ja hier. 2. Das heißt 18, das ist sehr gut. Wie viel machst du jetzt? 11 plus 5. Okay. Ihr verschwindet so ein bisschen im Wald hinter so ein paar Bäumen und schleicht euch so langsam nach vorne. Was machen Terkak und Bronn? Bronn währenddessen. Danke. Bronn. Was wollen wir tun? Ich wage zu bezweifeln, dass wir beide gut schleichen können. Meine Axt heißt ja Kiba. Mhm. Kiba, mach ruhig. Wir werden schon nicht aufgefressen. Brun, mach doch mal ein bisschen Licht hier. Ich verstehe gar nicht, was hier auf einmal passiert. Die anderen beiden sind weg. Wo sind sie hin? Bleibt ihr stehen und unterhaltet euch oder geht ihr weiter vor? Ich weiß gar nicht, warum wir stehen geblieben sind. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Geradeaus. Gut, Brun, gut. Ja, das machen wir. Ihr geht weiter den Weg entlang, während ihr beide euch durch den Wald schleicht. Ja. Und ihr beide erblickt zuerst ein Schlachtfeld am Rand des Weges, ein kleines Schlachtfeld. Ihr seht einen Wagen, einen zweiachsigen Wagen, der umgekippt am Straßenrand liegt, so halb gegen einen Baum gelehnt. Das Tier, was anscheinend diesen Wagen gezogen hat, ist weg. Überall auf der Straße verteilt liegen Fässer, die aufgesprengt worden sind.
Überall liegen Kisten herum, die geöffnet worden sind. Überall liegen, liegt Blut auf dem Boden und andere Gegenstände liegen wild durch die Gegend verstreut. Und ihr seht auch drei Leichen, ein Zwerg und zwei Menschen, die dort liegen. Und auf der Tragfläche dieses Wagens seht ihr, jetzt könnt ihr erkennen, da sind drei kleine Gestalten mit grünlicher Haut, spitzen Ohren. Einer trägt so etwas wie einen großen Sack auf dem Rücken. Goblins, die anscheinend sich gerade über diesen Wagen hermachen. Und ihr beide kommt dann auch den Weg entlang, Ron und Herr Kack. Und ihr seht das dann auch. Noch scheinen euch die Goblins nicht erspäht zu haben. Wir sollten leise sein. Und ich ziehe meinen Hammer. Okay, sind wir leise, Ron. Aber dann guck mal, die haben einen richtig fetten Sack am Start. Den können wir uns holen. Aber wo sind unsere Freunde hin? Können die uns nicht helfen? Ah ja, 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 die anderen beiden. Kajakus und Jochen. Kajakus, ich hab keine Ahnung. Und Jochen, ihr seht jetzt auch, wie einer der Goblins eine schwere grüne Kugel, etwas ähnliches, in diesen Sack reinstopft. Wirklich mit viel zu viel Mühe. Und in diesen Sack reinstopft und dann versucht, diesen Sack auf den Rücken zu nehmen. Er fällt erstmal einmal um, steht dann wieder auf und okay, wir können los. Und versucht jetzt diesen wirklich viel zu schweren Sack für ihn von dieser Ladefläche zu schleppen. Ich gehe einfach auf ihn zu, ganz freundlich. Mhm. Hey! Goblins gucken alle drei auf. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Sie sind doch Herren, oder? Ja, Sie sehen richtig. Ich bin es, Kajakus von Bimsenstein. Die gucken so auf deine Ukulele. Ich habe einen von unseren Freunden wiedergefunden. Ich dachte, wir wollen leise sein. Ich habe einen von unseren Freunden wiedergefunden. Und einer der Goblins springt von der Ladefläche herunter, zieht einen Säbel, einen schartigen, rostigen Säbel. Hey damit! Was genau meinst du denn, mein Freund? Na, das da. Das. Die Gitarre. Währenddessen. Ja. Schleiche ich mich näher ran an die ganze Situation. Mhm. Das sind ja drei Stück. Ja. Na, das bedeutet, ich komme von hinten an einen ran, nehme meinen GG-Dolch und bleib aber, also nehme ihn quasi so ein bisschen in den Griff. Okay. Und ich würde quasi einen von denen so ein bisschen bedrohen. Ey, bleibe mal ruhig, Bruder! Okay, also ihr beide seht, Terkak und Bron, ihr seht, wie Kajakus so ein bisschen den einen Goblin und die Goblins ein bisschen ablenkt. Währenddessen schleicht sich euer Freund Jochen von hinten an den Wagen heran, ja, bleibt stehen und ist kurz davor, einen der Goblins zu schnappen. Wollt ihr reagieren? Ich würde den hintersten nehmen. Okay, alles klar. Ich würde noch was sagen wollen. Gerne. Bron, ich bin jetzt nicht der Schlauste von uns vier. Ich auch nicht. Aber das mit dem leise bleiben und so, weiß ich nicht, wie gut das jetzt funktioniert hat. Ich glaube, wir sollten versuchen, leise zu bleiben. Kiba! Und dann greife ich nach meiner Axt. Kiba, ich glaube, es gibt Ärger! Ich schreie das richtig laut raus. Okay, alles klar. Los geht's, Hammer. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal einen Kampf. Damit würfeln wir jetzt erstes Initiative. Initiative funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt wieder einen D20 und ihr habt einen Initiativbonus bei euch auf dem Charakterbogen. Den addiert ihr hinzu. Das Ergebnis sagt ihr mir. Oh, 20! Das heißt, was hast du bei Initiative? +3. Also 23, das ist ziemlich gut. Ich habe 21. 21, alles klar. Ich habe 18. 18 im Bart. Oben in der Mitte. Entschuldigung. Genau. Achso, da habe ich eine 17. 17 und maximal 23, ne? Ja. Das ist verdammt gut, liebe Leute. Nicht schlecht. Gucken wir, was die Goblins haben. Alles klar, die Goblins, ich sag euch das einfach mal, haben 17. Scheiße. Loser. Wir machen es aber folgendermaßen. Ihr habt eine Überraschung, denn der gute Jochen hat sich angeschlichen. Ja. Und du darfst zuerst agieren. Du hast pro Kampfrunde eine Aktion und eine Bewegung sozusagen frei. Ja. Und du kannst ihn jetzt greifen, du kannst ihn auch sofort messern. Was hast du vor? Was willst du machen? Der hat ein schartiges Schwert an der Seite. Der hat ein schartiges Schwert an der Seite. Ich habe jetzt schon, habe ich schon mein Dolch genommen? Ja, ich habe mein Dolch gedrückt, aber bin schon nah dran. Du bist schon ready und bist schon in Schlagdistanz. Aber kann ich als, zählt das als hinterlegiger Angriff? Absolut zählt das als hinterlegiger Angriff. Absolut. Ja, dann würde ich natürlich, weil sie ja so ein bisschen die Waffen ziehen wollen, na, würde ich schon sagen, Leute, ich mache mal den ersten. Na, und würde sofort mit dem Crit ansetzen und seine Kehle versuchen zu malträtieren. Alles klar, dann wirf mal bitte einen Angriff. Und mit dem 20-seitigen Würfel, genau. Ja. Du addierst dazu deinen Geschicklichkeitsmodifikator. Oh, der ist richtig hoch, Bruder. Der ist richtig gut. Und du darfst zweimal würfeln und das bessere Ergebnis nehmen. Finde ich auch gut. 1. Das ist nicht so gut.
4. Das ist nicht so gut. Plus 3. Das ist nicht so gut. Den 7. Du willst gerade den Stich ansetzen, als plötzlich der Goblin, du merkst, seine Ohren stellen sich nach hinten. Ja. Und er duckt sich weg unter dir. Und du schlägst ins Nichts. Und er dreht sich einmal um und guckt dich mit großen Augen an. Hier ist doch jemand! Hier ist doch jemand! Hilfe! Shit. Aber, wenn du willst, du hast auch eine zweite Waffe. Du darfst mit der zweiten Waffe vielleicht nochmal angreifen. Ja, ich nehme, ich habe Ja in der Hand. Mhm. Nehme GG in die andere Hand. Und darf ich werfen? Der steht direkt vor dir, das macht keinen Sinn zu werfen. Also, ich dachte ein bisschen zurückgeschickt. Ich versuche mit der zweiten Hand, mit der nächsten Waffe noch ansetzen. Noch einen normalen Angriff. Diesmal ist es kein hinterhältiger Angriff. Alter Bruder, ich muss gut würfeln. Ja. 1. 14. Das ist gut. Plus was? Plus 3. Okay, alles klar. Ich sag's einmal transparent, damit ihr wisst, was passiert. Der Gegner hat eine Rüstungsklasse von 15. Das heißt, du musst 15 oder höher würfeln. Ja. In dem Fall hast du eine 18. Das heißt, passt. Ja. Du triffst, du darfst Schaden machen. Du stichst ihn dem Dolch in die Seite. Ja. Ich darf noch auf einen Viererwürfel nehmen? Ja. Mhm. So, oder? Das ist der hier, ne? Das ist die kleine Pyramide. Ich habe hier wirklich ganz kleinen Dolch genommen, tatsächlich. So, ich habe ein D3, ein D4. Du kannst aber mit einem Kurzschwert zustechen. Ich kann auch mit Kurzschwert zustechen. Geht auch, ja. Du kannst auch doppelt nutzen. 6 Würfel, tatsächlich. Das ist ein bisschen besser. Wo ist denn der? Der hier, das ist der normale. Wow. Den solltest du erkennen, ja. Eine 2. Das heißt? 2 plus 3 sind 5. Nee, du machst nur. Ah, doch, du hast recht, ja. 5 Schaden, okay. Du stichst ihm das Schwert voll in die Seite und er schreit auf. Blut läuft aus seiner Wunde und er ist auf jeden Fall ziemlich angeschlagen. Sieht nicht mehr ganz so fit aus. Wir machen weiter mit. Lass mich kurz in die Initiative gucken. Mit Bron. Nee, gar nicht. Mit. Nee, haben wir. Mit Andreas Bade. Vor dir steht ein. Mhm. Ein Goblin. Der ist nicht in Nahkampfreichweite mit dir, aber ist jetzt ein bisschen verwirrt und würde wahrscheinlich auf dich zulaufen. Wird dich bedroht. Wie weit, also von der Reichweite, wie viel? Welche Reichweite? Er ist nicht in Nahkampfreichweite, sondern in Fernkampfreichweite. Also könntest du jetzt nicht. Ah, das ist interessant. Okay, das heißt, ich könnte jetzt einen Dolch schmeißen. Du könntest einen Dolch werfen, genau. Du könntest auch einen Zauber einsetzen oder was auch immer. Ne? Kann der dann in seinem nächsten Zug. Kann der aber nicht mich angreifen, dann muss er erstmal die Distanz zurück. Genau, das kann er aber. Er kann sich bewegen und angreifen, das geht. Und ich kann das aber nicht. Du kannst es auch. Du kannst dich jetzt wegbewegen und kannst zum Beispiel einen Dolch werfen, das geht alles. Hm? Also könnte ich jetzt auch den Dolch werfen und noch einen Schritt nach hinten gehen? Ja, kannst du machen. Hm? Ja, okay, dann will ich den Dolch werfen und einen Schritt nach hinten gehen, okay. Damit er mich nicht erwischt. Dann wirf mal bitte mit deinem Geschicklichkeitsmodifikator. Das ist W20, oder was? Genau. Hm? 14. Plus deine Geschicklichkeit, was hast du da? 15 plus 2, nee, was? 2? Plus 2 reicht. Was ist das? Das ist auch der Multiplikator. Das ist der Multiplikator. Okay, das ist 16. Das heißt, 16 passt genau. Dann darfst du Schaden machen. Mit einem, da muss ich mal gucken, das ist ja der Dolch im Fernkampf, also ein D. 4. Mhm. Ein D4. Das ist diese 2. kleine Pyramide. Ah, das ist ja sehr wenig. Ist nicht so stark, es ist halt ein Dolch, ne? Den du brauchst. Ist halt wirklich unangenehm. Es ist halt. Pieks! Es ist halt ein kleiner Dolch. Ja, 3 plus 2, ne? Ja. Auch du lässt deinen Dolch fliegen, der genau in der Schulter des Goblins stecken bleibt, der auch aufschreitend nach hinten, sich so ein bisschen nach hinten bewegt. Und du willst dann zurücklaufen, zum Beispiel zu deinen Freunden? Oder? Ja, ich will natürlich mich jetzt außerhalb seiner Reichweite bewegen. Klar. Also gehe ich kein Problem. Zurück. Darf ich mich auch noch bewegen? Du darfst dich auch noch bewegen, du bist aber gerade im Nahkampf. Das Problem ist, wenn du dich wegbewegst, ist im Nahkampf, knackt er dich an. Ah, okay. Aber du hast eine Bonusaktion und kannst disengage tatsächlich. Das kannst du machen. Ja, kann ich das auch auf dem Baum machen? Na, hast du das schaffe ich nicht, ne? Nee, das schaffst du nicht. Dann renne ich noch ein paar Meter zurück. Okay, du rennst einfach schon. Na, ich mache einmal kurz den. Und dann, weil ich den ersten verkackt habe. Und kein Problem. Das kannst du machen. Dann rückwärts. Und dann haben wir als nächstes Brunnen. Ist irgendjemand von denen in Reichweite für mich, in Nahkampfreichweite? In Nahkampfreichweite? Ich kann nur 7,5 Meter weit laufen. Ah, das ist nicht das so viel. Aber du kannst in die Reichweite von dem Goblin kommen, der Nils angegriffen hat. Dann würde ich genau dahin gehen. Alles klar. Du läufst zu dem Goblin, der gerade einen Wurfdolch in die Schulter bekommen hat. Was möchtest du machen? Ich werde tatsächlich die Kraft beschwören, die in den Blitz oder durch den Blitz in mich gefahren ist. Und ich werde Schockgriff benutzen. Okay. Das ist praktisch ein kleiner Zauber, ne, mit dem ich ihn anfassen kann, wie der Imperator, ne? Do it! Ja. Und genau, ich würde den praktisch greifen, an der Stelle, wo der Dolch ist. Mhm. Und dann würde ich dadurch Elektrizität leiten. Alles klar. Wir sagen, die großen Mächte des Sturms fahren durch mich. Und dann würde ich versuchen, ihn anzugreifen. Dann versuche ich ihn anzugreifen. Mit einer 14 plus 4. Das reicht. 18. Ja, das macht Schaden. Ein D8 Schaden. Das ist die doppelseitige Pyramide. 5.
Okay. Der Strom fährt durch den Goblin, ein blauer, greller Blitz zischt durch deine Hand und in den Dolch hinein und du versenkst ihn in den Goblin und er schreit auf und fällt zu Boden und ihr riecht nur noch den Geruch von verbranntem und verrostetem Fleisch. Torkak, guck hier, bitte. Hör gemacht, Brun, jetzt bin ich dran. Genau. Einer steht noch auf dem Wagen oben drauf und einer hat gerade von Jochen von hinten ein Messer in die Schulter gekriegt. Die sind auch beide nicht in Nahkampfreichweite. Nee, du kannst zu den beiden hinlaufen, das ist kein Problem. Dann würde ich auf den Wagen rollen. Du willst auf den Wagen springen, kein Problem. Der mit dem Sack, ne? Ja. Yeah. Das ist der mit dem Sack. Ne? Du nimmst Anlauf und springst auf dem Wagen, landest direkt neben dem Goblin mit deiner großen Axt und. Hau zu! Gut! Fieber sauer! Klar. Dann hau zu. Das ist nicht gut. plus. Welchen Wert? Stärke ist das. Achso, Stärke plus. Plus die 8, die du gerade gewürfelt hast. Ich habe eine 3 gewürfelt. 3 hast du gewürfelt. Oh, ja, schwierig. Ich habe 17 plus 3. Du kannst Folgendes machen: Du hast als Barbar die Fähigkeit, einen wilden Angriff zu machen. Das bedeutet, du kannst im Vorteil sein. Mhm. Dafür ist aber, wenn der Gegner dich dann angreift, ist er auch im Vorteil. Das ist ein bisschen rücksichtsloser Angriff, heißt das. Willst du das machen? Das würde dir, dann könntest du nochmal würfeln. Ja. Dann mach das. Also nochmal würfeln. Ja, würfel einfach nochmal, genau. Das ist eine 6. Eine 6 plus. Das reicht trotzdem nicht, leider. Du schwingst deine Axt und lässt sie runterfliegen und der Goblin weicht aus und die Axt landet in den Brettern des Wagens. Kiba, was machst du denn? Mann, ey! Der Goblin lässt seinen Sack fallen und holt einen kleinen Dolch raus und steht so vor dir und versucht dich anzugreifen. Was hast du für eine Rüstungsklasse? 15, ne? So, 15. Okay, das heißt, der Goblin muss eine 15 oder höher haben. 18. Er sticht dich in die Kniescheibe. Oh. Und du kriegst 5 Schaden. Oh! Das hat ein bisschen gekitzelt. Und, gekitzelt? Ich weiß gar nicht. Bisschen, ja. 5 Schaden, komm, du hast 32 Lebenspunkte, das reicht. Und der andere, der bei Jochen war, der guckt dir so ein bisschen hinterher, ist schon ziemlich angeschlagen und nimmt die Beine in die Hand und läuft. Oder weg. Hat gar keinen Bock mehr. Bah. Jochen ist auch wieder dran. Der eine läuft weg, der eine Goblin. Und einer steht noch zusammen mit Terkak oben auf der Ladefläche des Wagens. Ja. Und hat gerade Terkak einen Dolch in die Kniescheibe gerammt. Den kriegen wir schon. Dann nehmen den anderen. Ja, ich würde ja schon den nehmen, der low ist. Ne? Ich habe ihn ja schon ein bisschen low gemacht. Ja, den, der wegläuft. Den, der wegläuft? Ja, ja. Der ist der low. Oh, das ist der low. Das ist wirklich gefährlich. Ich kann nur einen Angriff machen, ne? Du kannst 2 Angriffe machen, aber du könntest jetzt zum Beispiel einen Wurf machen und den anderen Wurf auch. Du hast noch 2 Wurfmesser. Ja, genau. Das ist die Option. Und hole ich ihn ein zu Fuß? Was hast du für Bewegungsreichweite? 9 Meter. Wo steht das? Bei Bewegung 30 wahrscheinlich auch, ne? 30 Fuß ist das. Bewegungsgrad ist 30. Du kannst ihn einholen, ja. Ist genauso schnell wie du. Stimmen wir das demokratisch ab? Nee. Nein. Nein. Nee. Ich mach das keine Zeit. Was würde Jochen tun? Was würde Jochen tun? Das musst du immer denken. Ich würde sagen, wir rennen dem Bastard hinterher. Okay, Alter. Du rennst dem kleinen Goblin hinterher. Ich renne hinterher. Ich habe noch Holy Shit in der Hand. Ja, Entschuldigung. Ja, wie viele? Ich hab ja GG. Ja, GG. Na, und ich habe Holy Shit. Das ist das Kurzschwert. Ich renne hinterher. Mhm. Na, weil ich bin ja fast as fuck. Na, und die Sonne hat auch aufgehört. Ist ja Wald. Es ist Wald, genau. Oh, sehr gut. Ja. Das heißt, ich jiete hinterher. Kriege ich da einen Crit, weil der wegrennt? Weil er Angst hat? Nee, du hast keinen Vorteil in diesem Fall. Nein. Ich habe keinen Vorteil tatsächlich. Bleib stehen! Er hört nicht auf dich. Boah, unangenehm. Ich zuck mein Schwert. Ja, und ich nehme Holy Shit und steche ihn in den Rücken. Gut, dann Geschicklichkeit, bitte. So. 20. Guck mal. Ja, genau. Irgendwie 20 plus Geschicklichkeit. Bitte. Boah, ist eine 6! Oder eine 9? Das reicht nicht. Genau, eine 9. Nee, ist eine 9. So 9. Plus, wie viel hast du? Plus 3. Das reicht nicht. Ah, oh, die Rüstung. Du stichst daneben, er springt vor dir weg. Ja. Und du triffst ihn leider nicht. Du kannst aber auch ein zweites Mal angreifen. Ich kann noch ein zweites Mal probieren? Ja, du hast ja 2 Waffen, dann kannst du auch 2 Mal angreifen. So, okay, dann ist er schon zu weit weg, also muss ich werfen? Nee, kannst auch normal stechen. Ich kann auch stechen. Bei dir ist genau das Gleiche. Das ist das Gleiche, ne? Was du stylischer findest. Ich werfe. Okay, er läuft ein Stück weg und du zückst dein Wurfmesser und guckst so und wirfst. Tut mir leid, Freunde, ich so viel tatsächlich. Muss ja auch gut aussehen dabei. Ne? Aber den treffe ich, ja. Dart-Weltmeister. Gib 8. Ich nehme den Buch. Jetzt bin ich gespannt. Bitte wenigstens zweistellig. 5! Dein Dolch landet in einem Baum. Aua! Achso. Du hörst noch ein Quieken und wie ein Eichhörnchen sehr erbost
Dart nicht anguckst. Meine Freunde, ich habe das Abendessen schon mal besorgt. Na? Du hast es eigentlich nicht verfehlt. Das hast du auch verfehlt. Ich hab auch verfehlt. Wir machen weiter mit Kajakus. Wie befinde ich mich in der Situation? Tatsächlich bist du ganz entspannt, musst du sagen. Mhm. Oben auf dem Wagen steht noch Terkak mit einem Goblin im Nahkampf verwickelt. Und hinten siehst du einen Goblin weglaufen, der gerade von Jochen verfolgt wird und der gerade ein Wurfmesser in das Gebüsch geworfen hat. Wie weit ist der weg, der wegläuft? Weit genug, damit du angreifen kannst. Okay. Dann greife ich ihn an mit meinem Rapier. Also, ja, okay. Du kannst ihm hinterherlaufen? Ja, kannst du machen. Hm? Oder wie? Dann müsstest du ihm hinterherlaufen. Oder soll ich das, oder kann ich noch werfen? Habe ich noch einen Dolch? Nee, den einen Dolch hast du ja schon versenkt. Genau. Du kannst ihm hinterherlaufen, den anderen Goblin, und ihn mit dem Rapier angreifen. Ist kein Problem. Ja, dann mach ich das. Gut. Du läufst dem anderen Goblin hinterher, dem Fliehenden, und darfst mal würfeln mit Geschicklichkeit, bitte. Das ist W20, ne? Ganz genau. Oh, eine 7. Plus, wie fährst du? 2, ne? Auch das reicht nicht. Auch du stürmst dem Goblin hinterher, aber auch du verfehlst. Dein Rapier bohrt sich in den Boden und der Goblin läuft weg. Goblin ist ganz schön zäh heute, meine Güte. Ja. Broden. Ich habe leider nicht so viel Fernkampfsachen. Deswegen steige ich zu meinem guten Freund Kack. Nein. Nee, okay, mache ich nicht. Ja, mach ruhig. Doch, ich steig da hin. Ich heiße aber Terkak. Terkak? Ja. Ich steig da hin und stell mich neben den Goblin und versuche ihn festzuhalten. Kein Problem, ja. Damit er ihn leichter. Dann, du darfst mich Kacki nennen. Wirf mal bitte eine Stärkeprobe. Natürlich. 19 plus 3, also 22. Du hältst den armen Goblin, kleinen Goblin fest. Ich nehme ihn links und rechts an den Arm. Vor ihm so ein riesiger Ork steht. Jetzt hast du es leichter zu treffen. Schlag zu. Danke, Brot. Danke, Brot. Darf ich? Du darfst. Hat er einen Nachteil jetzt oder so? Du hast einen Vorteil. Lass doch mal würfeln, das bessere Ergebnis nehmen. 20. Ah, er ist so tot. Jäger. So, Kiba, jetzt aber mit voller Wucht. Du würfelst jetzt deinen Schaden aus. Ach so. Es wird wahrscheinlich. Aber wir gucken mal, was es ist. So, das ist jetzt hier ein D12 plus 3. Den würfelst du zweimal. Mhm. 4. Mhm. 5. Das heißt, das ist jetzt 9 plus 3 sind 12. Mhm. Jetzt darfst du nochmal würfeln. 5. 17 Schaden machst du. Alter, Kiba! Der arme Goblin steht vor dir und du hältst einfach die Axt. Fing! Und er fällt einmal zwei Hälften um. Jetzt kommt er los. Hackfleisch! Cool, Kiba. Toll gemacht. Ja, und der andere Goblin verzieht sich tatsächlich ins Gebüsch und verschwindet vor euch. Den habt ihr leider entkommen lassen. Aber ihr habt den Kampf gewonnen und der Sack liegt auf der Ladefläche direkt vor euch beiden. Ich stehe noch. Du hast schon die beiden so eine Hand. Einfach beide helfen. Welchen findest du besser? Ron, welche Hälfte gefällt dir am besten? Ich würde diese nehmen. Dann würde ich ihm die andere gerne aus der Hand reißen und einfach wegschleudern. Ja, du schleuderst die halbe Goblin-Leiche ins Gebüsch. Ja, ich würde gerne meine Messer wieder einsammeln. Kein Problem, auch du kannst dein Messer wieder einsammeln. Schafft ihr ohne. Ich frage mal, Bron? Ja, das kann ich würdig tun. Wärst du so freundlich und ziehst mir meinen Dolch wieder aus dem Gedärm des Goblins? Natürlich, der ist eventuell noch etwas warm, pass auf. Ja, ist. Kannst du einmal pusten, bitte? Ah ja, danke schön. Durch die Blitz, die so schön prickelt in meine Schulter, ja. Ist aufgeladen. Und in deinem Bauchnabel. Und in meinem Bauchnabel. Warsteiner. Ja, hier, ich würde den dort. Den Sack hätte ich mir gerne mal genommen. Aber natürlich. Ich will natürlich wissen, was in diesem Sack und was diese grüne Kugel ist. Also ich würde gerne die Kugel. Aber da würde ich gerne einschreiten. Und das ist aber noch voll weit weg. Dann von weitem schreien, fass das ja nicht an, du. Wäre mir aber egal. Gut, wenn es egal ist, du guckst in den Sack hinein. Weil ich bin ja nicht so der Schlaus. Ja. In dem Sack liegen so ein paar Goldmünzen, zwei Stück. Immerhin, ne? Ein bisschen Kleingeld kann man immer gebrauchen. Und außerdem ist da eben diese Glaskugel. Das ist eine grüne Glaskugel, die aussieht, als wäre sie extrem zerkratzt worden. Mhm. Und die ist auf einem steinernen Sockel. Du kannst lesen. Auf dem Steinsockel ist eingraviert worden, von Toretrick für Cannelia, möge dies dir in Phendalin immer eine Heimat bieten. Und ein Brief befindet sich noch in dem Säckel. Ich würde, also in einer Hand habe ich schon die Kugel, oder? Mhm. Dann würde ich den Brief noch nehmen und würde ihn so, Brun, Flaschenpost, und würde ihn so zuschnipsen, so quasi. Der Brief fliegt durch die Gegend und landet auf dem Boden. Ich versuche ihn natürlich zu fangen. Mhm. Genau. Du schaffst es gerade so. Okay. Ja, ich will mir den angucken. Mhm. Ist ein ganz kurzer Brief. Mhm. Drin steht nur, bitte bringt dieses Artefakt, welches als das Auge von Thagul bekannt ist, zu Fisala Flinkfinger nach Phendalin. Sie wird euch reich belohnen.
Es sieht so aus, als wäre das ein Auge. Während er das aber sagt, würde ich das andere Ding, weil mich ja Jochen noch ermahnt hatte, das einfach rücksichtslos in seine Richtung werfen wollen. Einfach so, hier fang, Jochen! Jochen, wirf mir bitte plus Geschicklichkeit. Ja. Danke. Oh, du warst ja lieb von dir! Oder? Kannst du bitte so werfen? Oh shit. Kobi! Kobi! So, okay, 20er? Ja. Seltene Wolle. 16. Gut. 60 habe ich gewürfelt. Er wirft die Kugel und du fängst sie aus der Luft ganz elegant und bekommst das Auge von Thagul. Bitteschön. Oh. Oh nein, ich hab's weggeschmissen. Die Eisenkarte hat er weggeworfen. Das gibt's noch nicht. Ich hätte sie dir vorgeben sollen. Ja, tut mir leid. So. Jetzt, wo ich weiß. Ja, die verpacke ich jetzt hier. Danke dir. Euch sonst noch genauer angucken. Während die Herren beschäftigt sind, sich gegenseitig irgendwelche Kostbarkeiten zuzuwerfen, würde ich doch mal schauen, ob bei den Hinterbliebenen sonst noch etwas zu finden ist. Ja, du guckst dir die anderen Hinterbliebenen so ein bisschen an. Die scheinen anscheinend schon ausgeplündert geworden zu sein. Also siehst keine Waffen mehr oder so. Die beiden Menschen sehen allerdings aus, als wären sie gerüstet gewesen, haben aber überall Stich und Pfeile im Körper stecken. Und neben dem Wagen lehnt noch ein Zwerg, der ein bisschen gekleidet ist wie ein Händler, könnt ihr euch vorstellen, in so einer roten, längeren Robe. Ein bisschen Ausrüstung hat er dabei, aber jetzt nicht für den Kampf gerüstet. Und auch der hat zwei Pfeile in der Brust stecken und ist tot. So wie ich die Szenerie hier beurteile, wurden diese Herren nicht von den Goblins da niedergestreckt. Die hatten ja keinen Bogen dabei. Aber es sind Goblin-Pfeile tatsächlich. Ich korrigiere mich. Was denn nun? Sie wurden offensichtlich von Goblins niedergestreckt, denn dieses sind ja wohl Goblin-Pfeile. Wieso waren das die drei Goblins? Da frage ich mich natürlich, warum der Goblin nicht mit einem Pfeil und Bogen gearbeitet hat, als er auf Distanz zu uns stand. Na, das hat er wohl vergessen in dem Moment. Wie kann dieser Goblin so dumm sein? Dummer Goblin. Zum Glück sind wir deutlich klüger als Goblins. Mein Fuß steckt noch in dem Wagen fest. Ich komm nicht raus. Warte, ich helf dir. Also kein Loot, ne? Nichts hier, nein. Tatsächlich kein Loot. Gut, tut mir leid. Du ziehst deinem Kumpan aus dem Wagen heraus. Und ja, ihr guckt euch ein bisschen um und es ist wirklich nichts mehr zu finden. Also es lohnt sich nicht mehr. Der rote Mantel von dem, ist der noch tragbar? Der ist tragbar, klar. Dann würde ich den nehmen, die Ärmel abreißen und mir das anziehen. Du hast einen schicken neuen roten Mantel. Geil. Ist ganz ordentlich. Aber das waren jetzt tatsächlich die Goblins. Ja, das sieht so aus. Ja, ihr guckt euch die an, das sieht relativ nach einem typischen Goblin-Überfall aus. Schreib mir jetzt den roten Mantel auf, ne? Schreib dir den roten Mantel auf. Gibt's das Eichhörnchen noch bei dem Messer, was ich vergessen habe? Ja, es ist weggelaufen. Ich hab's verfehlt. Das war ja komplett los. Er hätte nur vielleicht mit ihm reden wollen, deswegen. Nee, es hat tatsächlich Angst und ist weggelaufen. Hatte keinen Bock mehr auf euch. Ja. Verständlich. Ich glaube, wir sollten. Ich halte den Brief hoch. Das Auge, was ihr gefunden habt, mit in die Stadt bringen. Wo wir ja eh hinlaufen. Ja. Ich würde sagen, wir packen es zurück in den Sack. Nicht, dass wir unliebsame Augen aufmerksam machen auf uns. Ja, ist eine gute Idee. Ich würde das Säckchen einfach... Wie groß ist das Ding? Die Kugel ist ungefähr so groß wie ein Handball ungefähr, kannst du sagen. Oh. Und die ist relativ schwer. Mein lieber Kaya Kusse vom Bimsenstein. Ne? Ich würde sagen, ich bin ja hier... Bin ja auch gut, tatsächlich. Ne? Ich würde es bei mir einpacken wollen. Den Sack lassen wir mal lieber hier liegen. Mir ein bisschen zu verdächtig. Ein zu preisgefüllter Sack kann Aufmerksamkeit. Meiner Tasche. Ich will mir die letzten Münzen aus dem Sack noch rausnehmen. Ja, und einstecken. Kein Problem. Wer weiß, ob wir das noch brauchen, Freunde. Geld kann man wieder brauchen. Okay. Wie viel ist denn das? 2 Gold. Wie viel ist denn das? Kannst du dir, auf der rechten Seite sind so kleine Felder für Gold. Genau. GM? Ja. GM? Ja, GM. Ich hab noch gar kein Geld gehabt? Nee, ihr seid ziemlich broken. Nee, das ist leider, deswegen seid ihr unterwegs. Dann ist wichtig, dass wir jetzt. Dann würde ich den Sack mitnehmen. Ja, den Sack nimmst du. Kann man eigentlich. Könnte ich mit Pfeil und Bogen umgehen? Ja, kannst du. Dann kann ich ja die Pfeile einsammeln und den Bogen nehmen von dem ollen Gob. Ja, tatsächlich, kannst du machen. Ja, mach ich. Kriegst einen Kurzbogen. Ja. Oh, ich habe die noch einen. Nach, was du hast. Haben wir noch einen? Haben die noch einen? Nee. Ja, die Goblin-Waffen sind wirklich Schrott, also ihr seht euch was die an. Was mit dem Metall? Das Metall von den Rädern. Ich hätte nicht sagen sollen, dass ihr broken seid. Das Metall von den Rädern, die Nägel aus dem Wagen. Wir nehmen alles mit, was irgendwie wertvoll ist. Alles klar, ich hab's verstanden. Und ihr zieht weiter Richtung Phandalin. Ja. Nach einem kurzen Marsch erreicht ihr das Dorf. Wie hieß die Dame nochmal? Fisala Flinkfinger. Okay. Nach einem kurzen Marsch erreicht ihr das Dorf. Der Himmel hat sich mittlerweile zugezogen. Findest du ganz geil. Und es beginnt leicht zu regnen. Das Dorf selbst besteht aus rund 2 Dutzend Häusern, die lose um einen zentralen Platz angeordnet sind. Das Dorf ist umgeben von den Überresten einer Steinmauer. Mhm. Und auf einem Hügel im Osten des Dorfes zeichnet sich die Ruine eines großen Anwesens ab. Und ihr lauft in das Dorf hinein. Ihr seht auf dem Weg so ein paar Leute, ein paar Menschen, ein paar Zwerge, ein paar Gnome, die euch freundlich zunicken. Also es scheint so, als würden jetzt hier Fremde nicht unbedingt
sofort abgewiesen werden. Rechts von euch ist eine Schmiede, wo ein großer, eine große Frau tatsächlich auf einen, so eine Sichel, so eine Sense quasi einhackt, um die auszubessern. Und die grüßt euch auch freundlich und ihr gelangt auf einen großen Platz. Und auf der linken Seite befindet sich eine Taverne mit dem Namen Stonehill Inn, könnt ihr draußen sehen. Auf der rechten Seite befindet sich ein kleiner, so ein kleiner Holz, so ein kleiner Steinbau. Wenn ihr euch den genauer anguckt, das könnte so eine Art Schrein oder sowas sein. Von Weitem. Und ansonsten besteht das Haus so aus Holz und aus Steingebäuden. Sieht so ein bisschen aus, als wären das teilweise Steingebäude, die schon sehr alt sind, auf die da nochmal was draufgebaut worden ist. Also ein paar der Steine sind uralt, sehen wirklich sehr, sehr alt aus. Und ein paar der Steine sind neu. Das Holz sieht auch relativ frisch aus. Das sieht so aus, als befindet sich dieses Dorf gerade so ein bisschen im Aufbau. Ich bin ja ein Zwerg. Ja. Weiß, also kann ich mir das Gestein so ein bisschen angucken und schätzen, wie alt das ist? Also das eine Gestein ist bestimmt über 500 Jahre alt. Okay. Und die jüngeren Sachen, die sind vielleicht, die sind frisch geschlagen. Das sieht alles sehr, 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 sehr frisch aus. Ihr habt doch gehört, Phandalin soll auf den Ruinen des alten Dorfes Phandalin aufgebaut worden sein. Ja, ich geh da so hin, leck einmal an so einem Stein so 500 Jahre. Mindestens. Neben dir steht ein kleines Menschenkind, was dich komisch anguckt. Wahrscheinlich ist es genauso groß wie ich, weil ich ein Zwerg bin. Richtig. Was guckst du so? Nicht. Ich schmecke Stein, das ist normal. Brun, Mama, der hat an dem Stein geleckt. Und er geht weiter. Brun, ärgern dich die Alice schon wieder? Soll ich mal Kiba rausholen? Ich würde Kiba noch stecken lassen. Okay. Jetzt kannst du sie rausholen. Hallo Kiba! Da Leute gucken dich sehr verwirrt an. Du kannst wieder wegstecken. Okay. Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr machen? Ich würde gerne. Ich hab sehr viel Selbstvertrauen verloren. Alles verkackt. Nur daneben geworfen. Saufen. Ja. Ich würde gerne in die Taverne gehen und sagen, Leute, ich würde sagen, wir haben einen epischen Sieg heute errungen, eine Kugel. Du hast übelst verkehrt. Einen Sack. Na, aber ich hätte ja richtig Bock auf ein Bierchen tatsächlich. Na. Ich würde sagen, wir gehen in die Taverne, ein bisschen chillen, ein bisschen abhängen. Dabei. Gibt's da Warsteine? Wahrscheinlich ja. Dann komme ich mit. Sehr gut. Ron? Dieser Stein schmeckt wahr. Oh mein Gott! Das nehme ich jetzt als ja. Oh Gott. Wo habe ich mich hier eingelassen? Ich, ja? Und ist ich da von Bimsenstein? Ne? Zu einem kühlen Getränk sage ich niemals nein. Herr von Bimsenstein. Ich soll jetzt gehen. Ihr betretet die Taverne. Ein großer Raum mit jede Menge Tischen. Sogar einer kleinen Bühne befindet sich dort. Oho. Und hinter dem Tresen steht ein großer, breitschultriger Mann mit Glatze, der euch freundlich zunickt und euch zuruft. Willkommen im Stonehill Inn. Ich bin Toblen. Was darf ich euch bringen, werte Wanderer? Ihr seht durstig und hungrig aus. Wie wär's mit ein bisschen Schweinshaxe und ein kühles Bierchen für die Kehle? Und ein Salat. Und ein Salat. Kommt sofort. Ich würde ein Bier nehmen. Setzen Sie sich doch schon mal, kein Problem. Wie viel Bier bekomme ich für diesen Sack? Ah, ich geb Ihnen eins, komm. Sehr gut. Geben Sie mir den Sack her. Ich schmeiß zwei Gold auf den Tisch. Oh. Und sag, ich lade alle ein. Trinkt so viel ihr könnt. Oder wie viel wir für zwei Gold kriegen. Ja, da können wir ein paar Lokalrunden von ausgehen, sage ich euch. Ne? Ein paar Leute hinten in der Ecke prosten dir zu. Sind schon ein bisschen länger da, so wie es aussieht. Und in einer Ecke sitzt eine ältere Gnomendame, die besorgt aussieht, kann man sagen. Hat graue, melierte Haare, in so einer grünen Reisekleidung sitzt sie dort. Und sie scheint auf jemanden zu warten und guckt, als ihr reinkommt, so ein bisschen in eure Richtung. Und ja, ihr setzt euch an einen Tisch, ihr werdet köstlich bewirtet mit Speis und Trank, je nachdem, was ihr wollt. Auch die anderen bekommen ordentlich was zu trinken. Du kriegst eine größere Portion, gar kein Problem. Und nach kurzer Zeit kommt die Gnomendame auf euch zu, die ist wirklich sehr klein, geht also vielleicht gerade mit dem Kopf bis zur Theke. Entschuldigt, werte Herren, darf ich Sie kurz stören? Hier, unten. Was ist das denn? Hallo. Entschuldigen Sie, ich bin eine Gnome. Wie auch immer. Haben Sie zufällig jemanden auf dem Weg gesehen? Ich erwarte eine Lieferung. Ah, was für eine Lieferung denn, mein Schatz? Ein Relikt aus der Vergangenheit. Ein Relikt? Ja. Was darf das denn für ein Relikt sein? Vielleicht werden Sie etwas konkreter. Schließlich wimmelt es hier nur so von Relikten. Zum Beispiel ihn hier. Es ist eine, nicht so etwas. Es ist eine grüne Kugel. Die hat er in seinem Sack. Hey, haben Sie die gefunden? Tatsächlich habe ich so eine gefunden. Ich bin bereit, Ihnen natürlich das entsprechende Geld, was ich dem Händler geben wollte, dazu anzubieten. Ja, aber wir mussten etliche Gefahren erringen, um diese Kugel zu bekommen. Zwei Gold. Geld spielt keine Rolle.
Macht drei. Oh. Eine Frage habe ich noch. Wie ist denn Ihr Name? Fisala Flinkfinger ist mein Name. Fisala Flinkfinger, aha. Wie ist denn Ihr Name, mein Herr? Mein Name ist Kajakus von Bimsenstein. Ich glaube, habe ich den... Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie kennen mich sicherlich. Ich habe hier schon häufiger gespielt. Einer meiner größten Hits war zum Beispiel... Ja? Der ist verboten mittlerweile, das Song. Ah ja, vielleicht habe ich das in meiner Jugend mal gehört. Ja, das kann gut sein. Mein Name ist Bron. Wie ist euer Name? Fisala Flinkfinger. Ja, mein Name ist Bron. Ich bin Terkak. Hallo, Terkak. Kak, ja. Kannst auch Kaki zu mir sagen. Und Sie? Ja, ich bin der Juren. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Also, es war ja ordentlich Geleitschutz dabei. Was wollen Sie damit tatsächlich? Es sieht ja schon sehr, sehr wertvoll aus. Es ist wirklich von unfassbarem Wert. Unfassbar. Mindestens 4 Gold. Wirklich. Von wie viel Gold sprechen wir denn hier? Also gerade ich muss da eine enorme Leistung aufbringen. Wenn Sie mir helfen, ich kann jedem von Ihnen jetzt bereits schon einmal 15 Gold anbieten. Und ich habe vielleicht noch, Sie sehen aus wie wackere Recken, die vielleicht ein Abenteuer erleben wollen. Würfel mal auf Schmeichelei. Fühlt sich nicht geschmeichelt. Ja, wir brauchen natürlich einige Informationen. So wie ich das sehe, sind doch einige arme Seelen gestorben bei dem Versuch, diese grüne Kugel von A nach B zu transportieren. Sie scheint mir nicht ganz ungefährlich zu sein. So setzen Sie sich doch hin, werte Frau, und erzählen uns einmal die Geschichte dieser grünen Kugel. Meine Herren, ich würde das vielleicht bei mir zu Hause lieber erzählen. Du hast sie. Jungs, ich komme gleich wieder. Aber hier... ist schon einmal das Geld und sie gibt jedem von euch 15. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich die Würde bezahle. Kannst machen, wenn du willst. Mach mal. 15 ist aber ganz schön wenig. Würfel erst mal. Wirf mal ein Plus Karten. Du musst 3 Goblins vernichten. 20er? Ja. Und 11. 11 plus Geschicklichkeit? Nee, Charisma. Charisma. Plus 2 sind 13. Na gut, 20 für jeden. Aber dann ist auch Schluss. Danke sehr. Gut. Das sind 10-mal so viel, wie ich wollte. Ihr könnt in Ruhe aufessen und trinken. Und, das sind 2 nicht weniger. Ich wohne im Süden, in dem kleinen Häuschen. Ihr werdet es gleich erkennen. Am Rande von Fendel. Und Sie geben uns einfach so jetzt 60 Gold? 80, du Doofi. Wir haben unser Leben riskiert. Und Sie kommen zu mir und ich erzähle mir... Naja, was machen Sie denn, wenn wir jetzt einfach weiterziehen? Sie sehen wie ehrenwerte Leute aus. Und Sie kenne ich doch. Von daher glaube ich, dass es... Aber muss ich das jetzt geben direkt? Muss. Bringt es bitte einfach gleich zu mir und ich werde euch alles erzählen, ich verspreche es euch. Wo wohnen Sie denn? Im Süden, ich habe gerade Süden der Stadt. Im Süden der Stadt. Wir klingeln einfach in jedem Haus im Süden, bis wir sie gefunden haben. Mein Name ist Bron. Gut, dann bis gleich. Und sie tippelt aus der Taverne. Wir sollten unbedingt versuchen, diese Fisala Flinkfinger zu finden, um ihr diese Kugel zu bringen. Lieber Bron, hör mal zu. Wir trinken jetzt erstmal noch ein Bierchen. Oh ja. Dagegen habe ich nichts anzuwenden. Prost. Und dann gehen wir ein bisschen spazieren, würde ich sagen. Ihr trinkt und esst und lasst es euch gut gehen und macht euch dann auf den Weg zu Fisala. Wollt ihr eventuell noch ein Lied spielen, wenn ihr in dieser Stadt so bekannt seid? Kannst du machen. Ich will nochmal... Wer trinkt so viel Blut wie ein Vampir? Mein Rapier, mein Rapier, mein Rapier. Würfel bitte auf Auftreten heißt es, glaube ich. Deutsch. Was hab ich? Ja. Ist es Auftreten? Ja, Auftreten. Ja, würfel mal mit Auftreten, bitte. 17. Und da habe ich aber noch was drauf. Plus 7. Die werden 4 Goldmünzen auf die Bühne geschmissen. Warum so geizig? Das ist ziemlich viel Geld. 20 Gold, was mache ich noch in diesem Abenteuer? Ja, das sage ich euch. Was mache ich eigentlich? Okay. Ihr geht los zu Fisala. Ich will noch mal was fragen. Ja. Eine Frage hätte ich gerne. Ja. Jochen. Terkak, mein Bruder, was ist los? Zieh mal. Terkak, nicht Kerak. Jedenfalls, wenn die uns so viel gibt. Ja. Da, wo das herkommt, ist noch mehr. Das ist tatsächlich meine Vermutung. Warum? Die kennt uns gar nicht. Warum will die uns so viel? Naja, sprich bitte nur für dich. Die kennt mich gar nicht. Warum gibt die mir so viel Geld? Das ist total in Ordnung. Einige Menschen sind nun mal sehr spendabel. Und wo so viel Geld ist, ist ja theoretisch noch mehr. Das kennen wir uns. Da kann man nämlich noch mehr Bier kaufen.
Oh ja, mehr Warsteiner. Also nicht du. Ja. Und Kiba sieht außerdem schon ein bisschen fertig aus. Dann kommen wir ein bisschen schleifen. Ja, Kiba braucht einen neuen Stein zum Schleifen. Das stimmt natürlich. Wir haben hier einen guten Bimsenstein. Oh, das ist krass. Mit diesem Witz geht ihr aus der Taverne heraus und in Richtung des Hauses von Fisala Finkfinger. Das gemütlich aussehende Haus liegt im Süden des Dorfes. Ist ein Fachwerkhaus, welches über und über mit Efeu bewachsen ist. Alles scheint ein bisschen kleiner zu sein als in den anderen Häusern, aber eine Gnomin braucht einfach auch nicht so viel Platz. Die Haustür hat neben einer Tür in Menschengröße noch eine weitere, kleinere Tür drin. Und als ihr klopft, öffnet sich die kleine Tür zuerst. Die kleine Gnomin guckt heraus. Oh, ja. Die Tür geht wieder zu und ihr hört einen Riegel. Die große Tür wird geöffnet. Und ihr seht Fisala dahinter auf so einem kleinen Treppchen stehen, wie sie die Tür aufgeschlossen hat und euch in ihrem Heim willkommen heißt. Willkommen, willkommen. Kommt doch herein. Ich fürchte, es ist ein bisschen eng, aber dafür ist es gemütlich. Ich würde mich gerne umschauen. Ja. Und genauer gucken, wer das eigentlich so ist und ob wer es wirklich mit dieser Frau zu tun hat. Bisher haben wir ja gut eingecasht. Dann würde ich dir einfach mal kurz erklären, was es aussieht. Und dann kannst du gleich mal auf Motiv erkennen würfeln. Machen wir gleich. Genau. Achso, nee, kann ich nicht zuerst die Umgebung, bevor ich die Frau durchmotive? Kannst du auch. Okay, ich würde mich erstmal in dem Häuschen hier umschauen. Ja. Bitte. 12. Plus? Plus 4. Okay. plus 4. Ihr kommt in ein gemütliches Wohnzimmer. Relativ eng. Dort steht ein gemütlicher Sessel in Gnomengröße, ein größeres Sofa und ein paar Stühle. An den Wänden hängen überall seltsame Gegenstände, die du als alte, also historische Gegenstände, also siehst du so eine alte Spitzhacke und so, die auf jeden Fall sehr, sehr alt aussieht. Und ein riesiges Gemälde. Neben dem Gemälde hängen zwei große Schwerter, die anscheinend von Orks stammen. Und dominiert wird das Wohnzimmer eben von diesem großen, riesigen Gemälde, wo ein hübsch aussehender Zwerg zu sehen ist, der eine Harfe hält. Und darunter steht auf einer Plakette Toretrek Eisenstimme. Hier sehen wir ihn auch. Das Bild selbst sieht auch extrem alt aus, sieht aber gut gepflegt aus. Und wenn du dich so weiter umguckst, Jochen, die Dame ist jetzt nicht super reich, aber da geht's auch nicht schlecht. Die scheint tatsächlich so einen Hang zu alten Dingen zu haben, irgendwie zu so alten, zu Geschichte und so. Ja. Ist auch in einem Regal überall so Bücher, alte Bücher, so alte Schriftrollen. Die scheint auf jeden Fall ja ein historisches Interesse zu haben. Ich würde fragen, Frau Flinkstein. Frau Flinkfinger, Sie haben sich ja tatsächlich sehr, sehr, sehr schön. Darf ich fragen, was Sie machen? Also, wie verdienen Sie denn Ihren Unterhalt so? Ich bin Historikerin. Ich erforsche die Vergangenheit dieses Ortes und schreibe die Geschichte auf für die Nachwelt. Ich würde mich währenddessen versuchen, mit gewisser Geschwindigkeit in diesen Gnomensessel zu setzen. Mhm. Einfach so. Dies ist, Vorsicht bitte, das ist ein Erbstück. Der ist ein bisschen klein für Hocker ist es eher. Das ist für dich so eher so ein Hocker und es knarzt sehr, sehr laut. Ja, was machst du? Bist du schon wieder müde? Okay, gut. Ich habe ein bisschen viel getrunken vorhin, ich habe ja ausgegeben. Oh. Wie auch immer, bleiben Sie ruhig sitzen, ist alles in Ordnung, ich kann mich ja auch auf das Sofa setzen. Ihr wolltet die Geschichte dieser Kugel hören, habe ich recht? Unbedingt. Und ich habe ein Angebot für euch. Denn da, wo die 20 Gold sind, da ist noch mehr. Das kann ich euch schon einmal sagen. Diese Kugel, sie bittet sie, dich auf den Tisch zu stellen. Ja, das mache ich sehr gerne. Ist auch bekannt als das Auge von Thargul. Und sie stammt aus der Zeit des Pakts von Fendelver. Und damit ist die Kugel mindestens 500 Jahre alt, wenn nicht sogar viel älter. Oh, darf ich einmal daran lecken? Wenn Sie wollen? Oh, das würde ich schon gerne sehen wollen. Schmeckt die wie der Stein? Auf Natur. Die auf Natur? Mhm. Und du kriegst darfst deinen doppelten Übungsbonus aufaddieren. Also minus 2 statt minus 1? Ja, dann ist es minus 1. 17 minus 1. Okay. Der Stein ist uralt, der unten an der Kugel dran ist. Mhm. Die Kugel selbst ist kein Stein, das ist irgendwie so ein Glasding. Ja. Aber der Steinsockel kommt auf jeden Fall aus der Gegend. Der ist von hier. Dieser Stein stammt von hier. Genau. Wir sollten diesen Stein zu Fisala Flinkfinger bringen. Oh, mein Lieber, das haben wir tatsächlich geschafft. Ich? Oh, schön. Naja, bisschen vergesslich, der Gute, oder? Naja, ich bin ja auch manchmal ein bisschen zerstreut. Naja, wo war ich? Ach ja, genau. Die Kugel
ist seit dem Angriff der Orks auf die Stadt verloren gegangen. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, sie von einem Sammler zu erwerben. Und sie haben sie mir hergebracht. Naja, also streng genommen haben sie noch nichts erworben, außer dass wir hier zu Besuch kommen für 15 Gold pro Person. Dazu komme ich gleich. 20. Haben Sie einen größeren Stuhl? Ja, das Sofa vielleicht. Das ist ein bisschen gemütlicher für Sie. Dann gehe ich da hin und versuche mich da einfach drauf zu legen. Ja, das ist gemütlich. Das ist gut. Oh, endlich kann ich mich ausruhen. Ich chill einfach hart. Der letzte Besitzer der Kugel war ein Zwerg namens Toretrik Eisenstimme. Sie sehen ihn hier, ein berühmter Barde. Ich kenne ihn. Tatsächlich kennst du ihn. Aber es ist ein bisschen old-fashioned für dich. Also, ja. Und angeblich war er kurz davor, das Rätsel der Kugel zu lösen. Aber dann wurde er getötet. Und alle bisherigen Versuche, die Kugel zu öffnen, dort soll sich ein großer Schatz drin befinden, sind fehlgeschlagen. Und ich habe allerdings vielleicht eine Möglichkeit gefunden, diese Kugel zu öffnen. Und ich möchte Sie vier dazu einladen, mir dabei zu helfen. Denn Sie sehen mich an, ich kann das einfach nicht mehr. Ich würde gerne versuchen, das Motiv deiner zu erkennen. Das macht mich sehr stutzig. Mhm. Wenn du das probierst, sage ich zu Terkak. Wir könnten probieren, Terkak draufschlagen zu lassen. Er ist sehr hart und wenn da ein Schatz drin ist, dann wird er ihn rausholen. Ich glaube, das ist eher metaphorisch gemeint, mit dem Schatz drinnen. Oh shit. Das ist eher ein magisches Etwas, glaube ich. Ich habe eine starke Faust, ich kann mal draufhauen. Sie können es versuchen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich würde einfach ausholen und... Du haust auf die Kugel, die grün aufleuchtet. Du hast keine Kerbe reingemacht, aber der Tisch darunter ist zerbrochen. Es gibt einen lauten Krach. Frau! Das war antik. Ja, ich würde so in meiner Tasche wühlen und... Gib sie mir Gold zurück. Ich würde in meiner Tasche wühlen und zieh so eine Jägerfalle raus und reich sie. Reicht das als Gegenleistung? Ich würde schon reichen. Ja. Du wolltest das Motiv erkennen. Ja, ich habe eine 8 plus 2. Ja, also du nicht, ne? Findest jetzt nicht, dass die lügt oder so. Die scheint dir glaubwürdig. Okay. Also, haben die Herren Interesse? Wie gesagt, ich würde ihnen etwas noch viel Wertvolleres geben als Gold. Liebe? Oder nein. Musik? XP? Ein Wunsch. Sind Sie magiebegabt? Ich nicht, aber es heißt, dass diese Kugel Wünsche erfüllen kann. Könnten wir damit mein Gedächtnis wiederherstellen? Zum Beispiel. Oder so viel Bier, wie Sie wollen. Warum gucken Sie mich jetzt so an? Sehen mir wieder Bier-Konnoisseur aus. Ja, haben Sie irgendwie recht. Also, meine Herren, haben Sie Interesse? Dann würde ich Ihnen mehr als erzählen. Also, ich bin einem guten Abenteuer nicht abgeneigt. Schließlich verbirgt sich hinter jedem Abenteuer auch ein gutes Lied. Und ich, ja. Das ist korrekt. Und ich habe das Gefühl, da könnte ein bisschen mehr Kohle drin sein, tatsächlich. Ja. Eventuell. Mein Name ist Bron. Ich nehme das als ein Ja. Also, ich muss noch mal überlegen, was ich mir dann wünsche, aber... Können Sie sich auch eine größere Axt wünschen? Nein, Kiba ist mein Ein und Alles. Gut. Spinnst wohl. Also, wenn du so jetzt anfängst, aber wenn die anderen mitfallen, gehe ich mit. Gut. Sie geht zu dem Gemälde und schiebt das so ein bisschen zur Seite und dahinter befindet sich eine kleine Nische. Und sie holt daraus ein Buch und einen Brief, so wie es aussieht, oder ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Und sie setzt sich zu euch und sagt, mein Urgroßvater, mütterlicherseits, hat zusammen mit Toretrik Eisenstimme ebenfalls Abenteuer erlebt. Und er hat ihm einen Brief hinterlassen, der es bis zu mir geschafft hat. Und diesen Brief möchte ich euch jetzt einmal vorlesen. Mein guter Freund Bidirist, das ist mein Urgroßvater. Ich lasse diese Zeilen zu Papier bringen, da mein Ende naht. Es ist meine Schuld, dass es so weit gekommen ist. Doch das ist für dich unerheblich. Etwas muss ich dir aber übergeben, bevor ich aus dem Leben scheide. In meinem Besitz war eine Glaskugel, die gemein als Auge von Thagul bekannt ist. Sie enthält einen großen Schatz und ihr Andenken muss weiterleben. Ich werde die Kugel nicht mehr öffnen können, doch jemand anderes vermag es, den Schatz zu heben, und der sich im Inneren befindet. Vier Wünsche sollen jenem zuteil werden, der es vermag, das Rätsel zu lösen. Ich habe ein Lied geschrieben, was euch helfen soll, alles Nötige zusammenzutragen. Nehmt mein Liederbuch und entfernt den Umschlag. Dort findet ihr ein letztes Lied. Es beschreibt euch, welche drei Dinge ihr neben meinem Liederbuch benötigt. Bringt die Dinge um Mitternacht zum Vollmond, zum alten Menhir im Süden, legt sie an die Kugel und spielt dann mein Lied auf meiner Harfe und das Geheimnis der Kugel wird sich offenbaren. Versprecht mir, dass ihr alles in eurer Macht Stehende tun werdet, um mir diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Bezeichnet Toretrik Eisenstimme. Und sie entfernt von diesem Buch, was auf dem Tisch liegt, ein Liedbuch, so wie es aussieht, den Umschlag
und holt ebenfalls ein alt aussehendes Stück Papier heraus. Und ich würde euch jetzt einmal das Lied vortragen. Ihr kriegt es aber gleich noch, keine Sorge. Leblang war ich ein Barde fein, bis zum letzten Atemzug. Und was man auch sagte, so gab es kein anderes Wesen, was ich im Herzen trug. Als ich sie erblickte im Schatten der Weide, ihr Lächeln sanft erstrahlt und voller Güte, wir tanzten und lachten auf der grünen Heide und sie schenkte mir eine ewig blühende Blüte. Wie im Wahn ging ich des Nachts hinaus, nur die Götter erhörten mein Flehen, ihr Antlitz in Silber ich schlug an mein Haus, für alle anderen zu sehen. Und geht es zu Ende, so begrabet mich, doch meine Harfe lasset mir, im tiefsten Loch weit weg vom Sternenlicht, auf das ich in der Ewigkeit noch einmal musiziere. Oh. Banger, das Ding geht viral. Ich geb dir mal den ne? Beides. Ja. Vielen Dank. Auf Shipshop. Und das sind die Hinweise, die wir bekommen haben. Und ich würde euch jetzt bitten, diese drei Gegenstände zu suchen und zu finden. In der Wohnung? Ein paar Hinweise habe ich. Nein, sie sind nicht hier drin. Ich habe sie nicht schon gefunden. Aber ein paar Hinweise habe ich. Dass die blühende Blüte. Es gibt im Norden einen Sumpf. Dort stehen Weiden, die auch uralt sind. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in der Gegend sich etwas befindet. Was das silberne Antlitz angeht, leider ist nicht mehr genau klar, wo genau das Haus von Toretrik stand. Aber irgendwo hier in der Stadt stand es wohl. Also vielleicht fragt man einmal herum. Und das Letzte ist die Harfe. Leider wissen wir nicht genau, wo Toretrik begraben worden ist. Aber wenn sich jemand mit tiefen Löchern auskennt, dann sind es die Minenarbeiter. Und die befinden sich gegenüber in der Miners Exchange. Da könnt ihr nachfragen. Die Dame, die dort der Vorstand ist, ist Halia. Und die wird euch sicherlich gerne weiterhelfen. Seid ihr bereit? Heute Abend ist tatsächlich Vollmond. Also wenn ihr es schafft, bis heute Abend das zusammenzutragen, können wir vielleicht heute Abend dieses Ritual schon vollbringen. Und ihr könnt heute Abend bereits im Bier baden, wenn ihr wollt. Und ich kann mich heute Abend daran erinnern, was passiert ist. Richtig. Mit meinem Leben. Richtig. Das klingt sehr gut. Also? Was sagt ihr? Kennt ihr euch mit tiefen Löchern aus? Ich war schon in einigen tiefen Löchern drin, tatsächlich. Ja? Das ist natürlich jetzt eine Vorlage. Das hören wir beim nächsten Mal. Ja, also wenn ihr einmal wollt, dann. Also wie viel Bier kannst du mir besorgen? So viel ihr wollt. Ihr könnt euch einen Brunnen wünschen, der ewig Bier sprudelt. Ein Bierbrunnen. Oh, ich glaube, das wäre supi. Ja, dann machen wir das. Ich bin dabei. Ich bin der Terkak und ich bin auch dabei. Ihr habt meinen Hammer. Oh ja, ich hab mein Messer. Axe Kieber. Boah, warten wir gerade nur. Gut, dann sucht euch aus, welchen Hinweis ihr zuerst nachgehen wollt. Und ich warte hier. Wenn ihr alles habt, kommt einfach zurück. Und ich werde mich währenddessen um die Vorbereitung des Rituals kümmern. Wollen wir zuerst die blühende Blüte suchen, weil ich kann mit Tieren ja sprechen, ne? Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich Gedächtnisprobleme habe. Ich erinnere mich an kein also, Wort von dem, was sie gesagt nur hat. Nur nochmal für dich als Zusammenfassung. Wir müssen drei krasse Sachen finden. Einmal eine Blüte, ein Antlitz und eine Harfe. Wir holen jetzt eine Blume. Suchen jetzt eine Blume. Und ich bin du heißt Brom. Brun. Also. Der erste Absatz, Vers. Ich glaube, der allererste ist nur eine Einleitung und dann beginnen ja quasi die Verse den Hinweisen. Soweit war ich schon. Als ich sie erblickte im Schatten der Weide, ihr Lächeln sanft erstrahlt mit voller Güte. Ihr tanzten und lachten auf der grünen Heide und sie schenkte mir eine ewig blühende Blüte. Das erste Rätsel ist, wo ist der Reim? Das, ja, also ist doch ein Reim. Das ist richtig. Aber hatte sie nicht gesagt, es gibt einen Weiden? Ja. Ja. Im Norden, im Sumpf, stehen sehr, sehr viele alte Weiden. Und das kann eigentlich der einzige Ort sein. Dann lassen Sie uns doch zu diesen Weiden galoppieren, liebste Freunde. Haben wir ein Pferd? Über Stock und Stein. So weit ist das nicht weg. Dann lass uns laufen. Ab in den Norden, meine Damen. Ab in den Norden. Ab in den Sumpf. Ja, genau. Ab in den ekelhaften Sumpf. Und ja, macht euch auf den Weg Richtung Norden. Und ich rufe einmal ganz kurz die Szene auf. Der von Fisala beschriebene oder die von Fisala beschriebene Gegend ist eine sumpfige Morastlandschaft, also wirklich ekelhaft. Überall stehen gruselige Trauerweiden an brackigen Tümpeln.
Den ersten Blick scheint es aber keinen Hinweis zu geben. Also ihr irrt so ein bisschen durch diesen dunklen, brackigen Sumpf. Es stinkt ekelhaft nach Faulgasen. Überall sind so kleine Tümpel, wo so Blasen aufsteigen. Es ist auch ein bisschen gefährlich. Also wenn ihr vielleicht hier oder da in die falsche Richtung tretet, könnt ihr wahrscheinlich auch in im Schlamm landen. Ich würde mich sehr gerne umschauen. Ja, es gibt Tiere in der Gegend, auf jeden Fall. Was denn für Tiere? Ich würde gerne die Nachforschungsintelligenzvariante. Terkak, könnt ihr mich eventuell hochheben, damit ich mit dem Kopf über im Sumpf bleibe? Ich hebe ihn mit voller Wucht so hoch, dass er so ein bisschen auch shaky ist. Ah, du bist doch ein bisschen in den Baum geraten, ne? Ein bisschen unangenehm. Aber okay. Danke. Du wolltest nachforschen, ja, hast du gesagt. Ja, ich würde mich umschauen. Ich komme hinter dem Rücken so hervor und so. Riecht ein bisschen eklig tatsächlich. Sorry, ich war lange nicht mehr im Wasser. Ja, ich glaube, das bist jetzt diesmal wirklich nicht du. Ein bisschen mehr. Ich würde mich ja mal kurz umschauen. Ja. Dann mal bitte nachforschen. Nachforschen. Plus 3. Oh, 16. Plus 3 ist 19. Halleluja. Oder ich weiß alles über die Gegend. Also du guckst dich so ein bisschen um. Du tastest so einen Baum an. Leckst mal kurz dran. Nee, ist nicht alt genug. Ja. Und gehst weiter und blickst plötzlich so ein bisschen in einen Teil des Waldes, wo die Bäume uralt aussehen. Riesige Trauerweiden. Und du leitest deine Gruppe so ein bisschen auf so eine Lichtung drauf, wo ein riesiger, brackiger See sich befindet. Und in der Mitte des brackigen Sees ist eine kleine Insel. Auf dieser Insel ein riesiger Baum, wirklich gewaltig, eine riesige Weide. Und wenn ihr so ein bisschen oben durch die verdorrten Äste durchguckt, seht ihr etwas leuchten. Das ist eine Blüte? Ein seltsam lilanes Leuchten. Und das Wasser ist düster und dunkel und sieht nicht gerade einladend aus. Ich würde nochmal, sind in nächster Umgebung Tiere? Willst du Tiere anlocken oder so? Ich würde gerne mal so ein Tierchen zu mir locken, weil ich ein bisschen schnacken würde. Dann würfel doch mal auf mit Tieren umgehen, heißt es, glaube ich. Mach mal so ein Brunftschrei. Mit Tieren umgehen, ja. Würfel mal bitte darauf. 11 plus 3. Ja, das ist okay. Tatsächlich hältst du so ein bisschen was von deiner Ration in der Hand und es kommt ein Vogel angeflogen. Eine kleine Sumpfmeise, die sich auf deine Hand setzt und das Essen abpickt. Guck dich ein bisschen verwirrt an. Willst du mit Tieren sprechen, zaubern? Ja. Was willst du dir denn sagen? Ich wollte mal fragen, achso, soll ich es machen? Ja. wir sind neu hier, wir suchen die blühende Blüte. Eine, was? Die blühende Blüte. Es ist irgendwie so. Da oben ist eine, da oben, da fliege ich manchmal vorbei. Wo oben? Da. Und der guckt so in Richtung dieser riesigen Weide, wo du dieses Leuchten siehst. Also das da? Ja, aber Achtung, das Wasser ist gefährlich. Was ist in dem Wasser? Ein Cousin wurde letztens gefressen. Einfach so aus der Luft gewischt. Ein Fisch im Fischwasser? Irgendwas anderes, etwas Großes, etwas mit Zähnen. Einfach aus der Luft gefischt. Stopp, weg war. Was hören die anderen eigentlich? Piep, 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 piep. Ich mache die ganze Zeit piep, piep, piep. Ja. Aber ich bin das ja gewohnt. Ja, ihr kennt das mittlerweile, dass er zwischendurch mal so irgendwie Aussätze hat. Ja, können wir das irgendwie umgehen? Also kommen wir da irgendwie zu dem Baum, ohne dass wir jetzt... Ihr könnt fliegen wie ich. Und er fliegt los. Ja, erzähl mal, was hat er gesagt? So, Piepmatz. Also wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier in der Plörre ist irgendwas drin, was nicht gut für uns ist. Huh. So, er hat uns angeboten, also er hat uns vorgeschlagen, dass wir zum Baum hochfliegen sollen. Aber er hat uns nicht gesagt, wie wir das machen sollen. Hm. Wie groß ist diese Tümpel? Diese Wasserfläche? Mhm. Bis zum See sind es ungefähr so 20 Meter. Ja, bis zu der Insel. Du hast doch eine große Axt dabei. Was hältst du davon, wenn du uns hier einen dieser anderen Bäume mit deiner Axt schlägst und dann legen wir das als Steg über die Wasserfläche? Ohne zu zögern, nehme ich den Kieber raus und gehe zum nächsten Baum und schlag drauf ein, bis der... Würfel bitte auf Stärke. Bitte? Mit Stärke bitte würfeln. Ja. Also wie ein Angriff. 12 plus 3. Ja, also du brauchst ein bisschen mühsam ist es schon, aber irgendwann hast du so eine andere Weide umgefällt und hast... die Möglichkeit, die zum See zu bringen. Traumfeld! Der Baum fällt in den See hinein und bleibt dort ganz gut liegen. Der sieht aber ein bisschen instabil aus. Also, es ist möglich, jetzt auf die andere Seite zu kommen, aber man braucht schon ein bisschen Geschick. Ich würd Folgendes machen. Ich bin absolut skeptisch. Mhm. Ja, gerade weil ich das sehe. Ich hab ja geguckt, so, ja, okay, wir sehen die beide, ist alles krass. Tümmel kommen mir ein bisschen seltsam vor. Ich würde gerne so ein kleines Steinchen nehmen. Mhm. Und den in den Tümpel schmeißen.
nimmst den Stein, wirfst ihn in den Tümpel und da, wo der Stein auftritt, kommen so große Luftblasen. Aber dann ist das Wasser wieder still und ruhig. Okay. Kajakus, woher? Du hast doch hier dieses neue Lied komponiert. Das fand ich mega gut. Kannst du das so auf volle Kanne mal bitte spielen? So laut es geht. Drache, komm raus, du Sau! Du steckst in dem Tümpel fest! Mit meiner Axt geb ich dir den Rest! Steck deinen Kopf jetzt raus, du Sau! Banger, wird viral gehen auf Chipshop. Es wird, ja, ein paar Luftblasen tauchen auf, aber nutzen nichts. Danke dir. Der steht wohl nicht auf Musik. Ja, du bist auch nicht sicher, das Unterwasser klingt jetzt vielleicht anders. Also es ist vielleicht ein Problem, was du vielleicht später mal angehen könntest. Lieder für Unterwasser schreiben ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich habe ja so einen Schlafzauber. Ja. Kann ich den zaubern, ohne dass ich den sehe? Ja, kannst du machen. Du kannst einen Bereich auswählen. Dann wähle ich den Bereich. Da, wo das so groß Gesicht, da wo die Blubberblasen sind, kannst du machen. Ja. Ne? Okay. Ja. Dann streich dir bitte eine Anwendung von deinem Schlafzauber ab. Ich werde das machen. Wie sieht das denn aus, wenn du zauberst? Was machst du denn? Machst du ein Schlaflied oder? Schlaf, Drache, schlaf. Das war's. Sehr kurzes Lied. Ich schlaf dabei ein. Würfelst du so oft, bis ich gescheitert bin? Nein, du kriegst 5d8 sind das. Und dann muss ich gucken, ob das die Lebenspunkte des Wesens, was du da hast, übersteigt. Ich guck mal, ob das der Fall ist. Du siehst, wie plötzlich etwas auftaucht, rücklings. Ein Bauch kommt zuerst hoch von einem länglichen, reptilartigen Tier. 4 Beine nach oben. Und du hörst... Na, das hat und vorne so Wasserblasen aus den Nüstern. Aber du weißt, es hält nicht allzu lange. Also, wer von uns hat hier die größte Geschicklichkeit? Ja, das bin ich tatsächlich. Dann würde ich doch vorschlagen, ei, kleines Mäuschen, kletterst auf den Baum hinauf und holst uns die Blüte. Ich muss das mal rüber. Rüber, rauf und wieder zurück. Ich bin auch sehr geschicklich. Ich werde euch begleiten. Das kannst du machen. Ich mach's sehr gut. Ich würde aber gerne, wenn es geht, dich vorlassen. Na, no? Du machst es vor und dann gucke ich mir die Situation mal an. Kein Problem. Gut, Bron, entschuldige bitte. Kein Problem. Geht vor auf den Stamm des gefällten Baumes und wirf mir bitte einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Rettungswurf? Oh, oh, oh. Ja. 15, also 14 okay, plus 1. Das geht. Ja, du musst dich so ein bisschen auf dem Baum halten. Der wankt so ein bisschen von links nach rechts. Aber du kannst dich drauf halten und balancierst rüber. Ihr anderen seht aber an einer anderen Stelle, weiter weg im See, ebenfalls Blubberblasen aufsteigen, die jetzt so ein bisschen näher kommen. Seht ihr, ist gar nicht so schwer. Na, ich habe da tatsächlich meine Zweifel dran. Kommt her, das ist kein Problem. Ich kann nicht gut klettern. Ich wollte euch nur zeigen, dass man über den Baum laufen kann. Du hast keinen Schlaf mehr. Doch, ich hab 4 insgesamt, ne? Genau, du hast 4 statt 1 Zauber. Also 3 habe ich jetzt noch. Ja, du hast jetzt noch 3, genau. Ich sag dir mal kurz, wie lange die andauern. 1 Minute nur, das ist nicht lang. Okay, du solltest dich ein bisschen beeilen. Vielleicht machst du das alleine, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall beeilst du dich. Ja gut, dann machen wir nochmal so. Ja. Ich seh das Ganze so. Ja, das ist ein bisschen knapp. Ich sehe ja schon, da kommen schon die ersten Blubberblasen hoch. Ich würde mich jetzt mal wirklich beeilen wollen, tatsächlich. Du rennst los? Ich kann ja sehr, sehr weit springen. Ich würde gerne die erste Hälfte. Nee, die zweite Hälfte. Okay, die zweite Hälfte würde ich gerne springen wollen. Okay, dann würfel bitte du mal auf Geschicklichkeit. Und du hast einen Vorteil, weil du geübt bist in Geschicklichkeitsrettungswürfen. Ja. 10. Und nochmal. Und dann plus Geschicklichkeit. 8. 10 ist besser. Also ich nehme die 10 plus 3. 13. Du springst die letzte halbe Meter und merkst, oh nein, 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 nein. Landest im Wasser, überall dreckiges Brackwasser ist um dich herum und kommt in deine Lungen. Und plötzlich seht ihr anderen diese Blubberblasen sehr schnell näher kommen. Kann ich versuchen, ihn rauszuziehen? Kannst du machen, ja. Okay, würfel mal bitte auf Geschichte. Geschicklichkeit oder Stärke? Bitte Hilfe tatsächlich. 11 plus 3 auf Stärke. Ja, es dauert. Es dauert sehr, sehr lange, ihn herauszuziehen. Komm her, ich geb dir meine Hand. Was macht ihr beide währenddessen? Hier, ich hab was. Und zwar habe ich die badische Inspiration. Ja. Ich möchte die badische Inspiration ausführen. Auf wen denn von den beiden?
Inspiriere mich, ich also, würfel nur Scheiße. Ja, macht wahrscheinlich Sinn. Ich bekomme ja einen Bonus auf Rettungswurf. Also, bei ihm anders, mhm. Wer braucht das? Wahrscheinlich bei Jochen am meisten Sinn machen. Ja, ja, bitte. Dann krieg Jochen mit. Okay. Das bedeutet, jetzt mach nochmal einen Geschicklichkeitsrettungswurf, also Geschicklichkeit, und du kriegst noch einen sechsseitigen Würfel dazu. Oh, krass. Darf ich beide werfen? Ja. Gleichzeitig? Geil. 4 und 7 plus 3. Du hast einen Vorteil, das heißt, du hast einen 20er, darfst du nochmal würfeln. Oh, geil. 12. 12 plus 4 plus 3. Mhm. Ja, 19. Sehr gut. Fühlst dich sehr inspiriert, weil von der Seite dich dein guter Freund anfeuert. Und du kommst aus dem Wasser gerade noch so, als hinter dir ein mit Zähnen besetztes Maul aus dem Wasser schnappt. Eines Krokodils, was ihr bisher noch nicht gemerkt habt. Und als es dich verfehlt, gerade so um Haaresbreite, sinkt es wieder ganz langsam in die dunklen Flüsse. Das ist ein Sumpfdrache, sehr gefährlich. Das ist ja knapp. Ne? Aber danke euch nochmal. Was macht euch währenddessen? Ja. Namen Terkak, was machst du währenddessen in der ganzen Nummer? Also ich habe jetzt erstmal die ganze Zeit Kajakus Kopf gestreichelt. Okay, kein Problem. Okay. Schaffst du? Mhm. Schaffst du. und ich würde jetzt einen Wurfspeer erstmal zücken. Mhm. Okay. Für den Fall, dass sowas nochmal passiert. Mhm. Und würde schon mal anlegen. Okay. Und sobald wir nochmal was sehen, schmeiß ich direkt los. Okay, kein Problem. Das kannst du machen. Du bereitest dich vor, du bist dort wie ein Speerwerfer und wartest nur ab. So sehen Speerwerfer by the way aus. Ja. So machen die das. Ich bin Profi. Bron und Jochen, ihr seid drüben auf der anderen Seite und vor euch ist dieser riesige Baum. Überall sind so kleine Astlöcher. Das Ding sieht uralt aus, ist aber auch schon ganz schön hinüber. Und oben auf einem, von einer Verzweigung in den Ästen, seht ihr eine hell lila leuchtende Blüte. Mein lieber Braun, kannst du mal kurz an den Baum lecken? Mal wissen, das ist kein Problem. Normalerweise schmecke ich nur Stein, aber warum okay, nicht? Probier mal. 5. Ja, also du würdest sagen, der ist alt. Also schmeckt ein bisschen nach, keine Ahnung, so zwischen 100 und 1000 Jahre. Irgendwie sowas. Okay. 200 wie viel Stärke hast du? Ich kann dir hochhelfen. Kein Problem. Ja. Mach ihn eine Räuberleiter. Machen wir so eine richtig hohe Räuberleiter tatsächlich. Ich bin ein super Kleiner. Also richtig hohe Räuberleiter, aber ein bisschen schwierig. Ich würde gerne auf seinen Kopf direkt steigen. Das ist sehr gut. Ja, ich steige auf meinen Kopf. So, ich steige auf seinen Kopf. Ja. Na, und versuche von da an, ich bin nämlich wirklich, ich kann sehr schnell und sehr gut klettern. Richtig, tatsächlich. Ich habe sogar was richtig Gutes tatsächlich. Wie hoch ist der Baum ungefähr? Der Baum ist ungefähr 20 Meter hoch. Er ist ein richtig hoher Baum. Aber die Blüte ist so bei 15 Meter hoch. Okay, okay. Nicht ganz oben. Okay. Du hast tatsächlich irgendeinen Bonus auf Klettern, ne? Ja, ich kann schneller klettern. Ah ja, okay, das ist perfekt. Und ich kann einen Meter höher springen. Pass auf, wir machen das so katapultmäßig. Du nimmst Anlauf und ich werfe dich hoch. Ja. Das andere Krokodil dreht sich übrigens mittlerweile wieder um, guckt so ein bisschen verschlafen, guckt dann dich an und versinkt wieder im Wasser. Und du machst so. Scheint ein bisschen verwirrt zu sein, ob das gerade ein Einschlafen ist. Ja, so ist das. Ja, ich würde Anlauf nehmen. Ja. Bro. Kannst du mir mal bitte so ein bisschen Hilfestellung geben? Nehmen wir Anlauf. Ich renne auf dich zu. Ja, let's go. Und dann schickst du mich ein bisschen hoch. Was wollten wir tun? Das ist Akrobatik. Ja. Und du kriegst einen Vorteil, das heißt, du darfst zweimal würfeln, das bessere Ergebnis nehmen. Ich sehe dann, wenn du verkackst, dann wird das schmerzhaft für Braun. Das war ja 20 Meter, ne? Ich versuche einen Ast zu erreichen, okay, der möglichst dick aussieht. Kein Problem. Hm? Ja? Und ich angelegt. So. Oh, 8! Nee. 13. 13 ist gut. Du hast Vorteil. Mhm. Du hast, darfst du nochmal würfeln. Ich darf nochmal würfeln? Ja. Ja? 11. 13 plus deine Geschicklichkeit ist 17 wahrscheinlich, ne? Ja. Es reicht vollkommen aus. Du lässt dich von Bron nach oben katapultieren. Ihr habt das schon 1000 Mal gemacht, kennt ihr schon. Ich mache eine Pirouette. Du machst eine Pirouette, drehst dich einmal und stehst mit einem Bein auf dem ersten Ast und orientierst dich aus und bist oben. Danke dir. Kein Problem, ich helfe dir nochmal. Und ich caste Nebelschritt und teleportiere mich 9 Meter nach oben. Und reich die Hand runter und wirf die nächste Ast. Du siehst plötzlich, wie es plopp macht und Bron verschwindet und plötzlich über dir auf. Ich reiche dir die Hand, komm hoch. Okay, aber warte mal, aber er ist auf dem Ast. Er ist plötzlich über dir. Okay. Ja. Nee, warte, ist er direkt über mir und macht den? Ich bin ein ganzes Stück über den, 9 Meter halt. Okay. Ich bin praktisch auf der Hälfte des Weges. Ihr schafft es auf jeden Fall, euch gemeinsam dort hochzuklettern, bevor wir das zu diffizil machen. Und tatsächlich ist da oben so ein kleines Moosbett, kann man sagen, wo eine einzelne Blüte, die sehr, sehr hell leuchtet, aus dem Moos erwächst. Okay.
Ja, ich bin halt in der. Würde Nachforschung erzählen, das ist Naturkunde, ne? Es wäre Natur, ja. Mein lieber Bron, kannst du mal kann dran lecken? An der Blüte. Ich sitze mal auf dem Ast unter dir, ich komme nicht so weit hoch wie du. Ich bin bei 9 Meter Höhe, ich bin Checkpoint. Du bist das Checkpoint, alles klar. Ja, dann würde ich trotzdem das genauer angucken wollen, tatsächlich. Dann dürfen wir auf Natur, bitte. Ich traue mich nicht, aber ich bin halt extrem scheiße. Willst du dran lecken? Nein. Schade. Darf ich mal ganz kurz? Ja, natürlich. Aber wenn die unten ist, können wir es probieren. 20! Alter. Ich gucke mir das Ding an und das Ding, was du siehst, das ist, hast du noch nie gesehen. Ja. Das muss absolut einzigartig sein. Das sieht auch aus, als würde es normalerweise nicht irgendwo wachsen, was du kennst. Sieht eindeutig magisch aus. Ja. Also das Ding ist Jackpot. Absoluter Volltreffer. Das muss die Blüte sein, die ihr sucht. Leute, ich hab sie. Die sieht richtig gut aus. Wie im Lied, können wir beinahe sagen. Na? Steck sie ein. Dann bekommst du die ewige Blüte. Ich bin ja der Item Main. Look at that. Schön. So. Ich auch nochmal gleich für alle Leute einblenden. Das ist die ewige Blüte. Die ist aus dem schönen Biest. So, dann runterklettern auch Würfel? Nee, muss nicht. Okay. Ihr kommt ohne weiteres, kommt ihr beides runter. Problem ist nur, jetzt ist halt noch, dieser Baum ist noch da, aber das schlafende Krokodil ist wieder untergetaucht und ihr seht wieder Blubberblasen in der Nähe von dem Fleck, wo ihr gerade unten steht. Kannst du nicht nochmal dein Lied trällern? Das Krokodil, das kann nicht viel. Das ist Aquafil. Willst du nochmal Schlaf, Carsten? Aber es sind viele Krokodile, zwei oder? Stück sind. Nee, ich habe tatsächlich eine Idee. Ja. Eine sehr gute Idee. Du spielst das Lied und das erinnert mich so ein bisschen an Bron. Na, Bron? Ich kann auch nicht viel. Und ich mache Folgendes. Mein Lieber, hast du noch diesen du hast doch hier diese krasse Narbe. Na, mit diesem Blitz da drin. Ja. Ich würde sagen, du gehst zum Wasser und machst den Schockzauber in das Wasser rein. Wollen wir das mal testen? Das ist sehr klug. Ja, probieren wir mal. Ich würde gerne den gesamten See elektrisieren wollen. Nur damit du es weißt, der Blitz ist nicht so stark. Aber wir können es gerne versuchen. Was ist stark? Ich würde es gerne probieren. Ja, wir können es gerne versuchen. Ja, dann spiel du doch nicht, mein Zauberer. Ich kann nicht. Mann. Ich bin ja klug. Ich halte so einen Finger rein. Aha, und caste bitte einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Ich möchte aber vorher noch Schockgriff casten. Okay, wir können beides machen. Perfekt. Ja. Geschicklichkeitsrettungswurf. Ja. Okay, perfekt. 4 plus 1 macht 5. Oh plötzlich jetzt deinen Finger in das Wasser stecken willst. Siehst du diese Hand, die ist mir sehr wichtig. Kommt so ein riesiger Krokodil-Kopf, du kannst dich angreifen, keine Sorge, der sich an deine Hand greift, in deine Hand greift und du lässt in dem Moment deinen Schockzauber los. Machen wir Schaden? Ja, natürlich. Es sind 1d8 wieder. 4. Immerhin elektrisierst du dieses Krokodil und das zuckt gerade, zuckt so ein bisschen, aber es hat dich jetzt gegriffen. Ich glaube, das war keine gute Idee. Huch, sorry. Schmerz. Huch. Warte, ich guck mal kurz, wie viel Schaden du kriegst. Aber keine Sorgen, sind nur. Wait a minute. 8 Schaden. Oh, das kein war ein Problem. Und ich werfe den Speer. Du wirfst deinen Speer. Dann bitte Geschicklichkeit. Ich hab dich. Oh, doch nicht. jetzt wirft er mich ab. Dein Wurfspeer landet ring in dem Baum. Und das hängt da halt. Hätte eine gute Leiter gegeben. Aber ist der Speer Geschicklichkeit? Nee. Nutzt zum Werfen schon, aber zum Nachkampf nicht. Okay. Was macht Kajakus? Ich schaue mich um, ist hier vielleicht irgendwo, gibt es hier so Tiere? Ja, hier gibt es einige Tiere. Ist ein Krokodil, die reine. Das sind aber zwei Krokodile. Ja, aber das dauert ja nicht lang. Ich habe ja alles. Ich wollte nur. Es sind eher so Vögel und Wassertiere in der Nähe. Also eher so kleinere Wesen. Ein paar Frösche. Kleinere Wesen. Mhm. Okay, naja, dann kann ich wohl nicht anders, als ein weiteres Mal meinen Schlafzauber zu wirken. Da nur zum, wenn du auf beide treffen willst, es kann sein, dass du nur einen kriegst von den beiden. Aber, also, einer ist ja wohl, nagt ja wohl an meinem Freund rum. Das ist korrekt, ja. Du versuchst beide zu erwischen und... Mit Priorisierung auf den Nagel. Alles klar, das kriegen wir hin. Ja. Dann streich dir bitte eine Anwendung ab. Wir gucken mal, wie viel du würfelst. 4, 9... Das ist jetzt ein bisschen 15, schwächer. Ich hab den ja auch geschafft. 17. Ja, aber für einen reicht's auf jeden Fall. Ja, das Mundwerk des Krokodils entspannt sich ein bisschen um deinen Arm. Und es taucht so ein bisschen halb ab, aber das andere Krokodil ist noch da. Ich zieh trotzdem den Arm so schnell. Ja, du ziehst deinen Arm raus, kein Problem.
Wir sollten versuchen, nicht das Gleiche nochmal zu machen. Ja, ein bisschen Bock hätte ich schon. Geht's dir gut, Brun? Ja, ich glaube, wir sollten versuchen, zurückzukommen auf die andere Seite. Ich könnte versuchen, meine Hand ins Wasser zu halten und dann eventuell Schock zu casten. Das klingt, klingt schlau, ja. Ich weiß nicht, wo dein Fehler in dem Plan ist. Mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Könnten wir nicht einfach probieren, über den Baumstamm zurückzukommen? Ja, ich versuch, und wie viele Krokodile sind denn da? Ihr seht zwei bisher. Wir sehen zwei bisher. Und das also, eine ist schon ziemlich müde. Das eine ist gerade geschleppt und, gerade. Und ja. Gedamaged. Ja. Mein lieber Freund, Terkak. Ja. Wir kommen, wir tänzeln an die andere Seite des Sees, weit weg von dem Baumstamm und schmeißen da ein paar wilde Sachen rein, sodass das zweite Krokodil abgelenkt ist und in der Zeit können unsere beiden geschickten Freunde über den Baumstamm. Das ist deine sehr gute Idee. Ich würde den Speer mitnehmen. Ja, nimmst du. Kein Problem. Ich renn okay, mein Speer. Speer und zieh den da raus. Ein paar Steinchen vielleicht. Ja. Ich würde mich mal umgucken, ob es irgendwelche Sachen gibt, die ich einsammeln kann. Und ja, da sind Gebüsche, da sind Steine, da sind Bäume, also Äste und so, alles, das ist jede Menge. Ich reiß ein ganzes Gebüsch raus. Okay, du reißt ein ganzes Gebüsch raus, schöner Wacholderbusch, der da rumstand. Und dann schmeiß ich es rein. Schmeißt den an der rechten Seite so ein bisschen abseits ins Wasser. Und tatsächlich, der Alligator scheint so ein bisschen in die Richtung zu schwimmen. Und das ist für euch Krokodil. Alligator ist dasselbe. In der Fantasy-Welt ist alles geschützt. Der Wasserdrache. Sumpfdrache. Und ihr könnt versuchen, rüberzukommen auf die andere Seite. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Ich lauf vor. Ich hab's letztes Mal geschafft, ich werd's auch dieses Mal wieder schaffen. Dann kommst du tatsächlich auf die andere Seite. Einfach so. Ach so, ohne Kippen. Diesmal hast du es geschafft. Warum? Ja, ich nehme auch den Speer. Der andere, also das Krokodil ist wirklich sehr gut abgelenkt. Ihr schafft es ohne Probleme auf die andere Seite. Und habt alles, was ihr wollt. Na, das war doch ein Kinderspiel. Kein Problem. Wohin geht's dir gut? Ja, die Hand hängt so halb dran. Stück, aber alles gut. Warte, ich gebe Ihnen den Speer zurück. Mhm. Danke. Kein Ding. Wir haben ja schon viel Zeit miteinander verbracht, aber ich habe es vielleicht vergessen. Kann jemand von euch heilen? Ich kann sehr gut heilen, doch will ich mich beeilen. Wir können eine Rast einlegen. Ne? Was? Wir können eine Rast einlegen. Du fehlst gerade vom Ast. Vielleicht brauchst du eine Rast, du Spast. Oh, ja, ja, bitte. Oh. Ich würfel mal ganz kurz, ob ich mich beleidigt fühle. Ja. Nee. Aber hast du eh wieder falsch. Das klingt nach einer sehr guten Idee, aber ich würde nicht hier rasten. Ich glaube, wir sollten diese grüne Kugel der Frau bringen. Hä? Grün. Ihr macht euch auf den Rückweg. Wir machen gleich eine kurze Rast. Hier da draußen könnt ihr auch eine kurze Rast machen. Wir machen gleich weiter. Dann geht's weiter mit Pen and Paper. An dieser Stelle natürlich nochmal vielen Dank an unsere Partner AMD und Wizards of the Coast, Dungeons and Dragons. Und ja, nach einer kurzen Pause geht's gleich weiter mit dem Abenteuer. Bis gleich. Geil. Ihr beiden. Richtig, und da sind wir wieder zurück in unserem Pen-and-Paper-Abenteuer. Wir spielen Dungeons & Dragons. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die Kollegen von Wizards of the Coast und AMD, die uns hier unterstützen. Und ihr habt gerade den ersten Teil von drei Gegenständen gefunden, die ihr für ein magisches Ritual braucht, um das Auge von Targul, eine mystische grüne Kugel, zu öffnen. Und ihr habt eine ewige Blüte im Sumpf gefunden und sie erfolgreich nach Hause gebracht. Ihr könnt euch unterwegs ein bisschen ausruhen, wenn ihr wollt. Also jeder von euch, der Lebenspunkte verloren hat, darf jetzt mit seinem Trefferwürfel würfeln. Die stehen bei euch irgendwo ganz hier müssten die, genau. Und das kriegst du dann zurück. Und ihr kriegt durch Nils Fähigkeit, der kann nämlich ein Liedchen dabei trällern, nochmal einen zusätzlichen sechsseitigen Würfel dazu. Dann so einfach ist das, ne? Also nochmal mehr Leben? Ja. Aber kann nicht auch... Nein, du kannst nur dein Maximum erhalten. Ich bin stärker geworden, das ist ein Lied. Ja, wie so ein Zeit. Kannst du bitte spielen, was du spielst? Wie ist das Erholungslied? Ihr fühlt euch gesund und wie neu geboren. Doch leider blutet ihr jetzt aus den Ohren. Wünnbänger! Der geht viral auf TikTok. Klassiker, auf jeden Fall. Jetzt schon in allen Händlern, bei allen Online-Diensten erhältlich. Genau, Barte, du heilst dich noch. Ja. Was wollt ihr jetzt nächstes angehen? Ihr habt noch zwei Sachen auf der Agenda. Was habt ihr denn noch? Nils, willst du es nochmal vortragen, die beiden Verse vielleicht? Ganz gut. Wie im Wahn ging ich des Nachts hinaus, nur die Götter
da hörten mein Flehen. Ihr Antlitz in Silber, ich schlug an mein Haus, für alle anderen zu sehen. Ja, vielen Dank. Danke. Sehr gut. Ja, also wir brauchen silbernes Antlitz und eine Harfe. Also, silbernes Antlitz, welches im nächtlichen Freien zu sehen ist, klingt ja wie der Mond oder die Sterne. Die Frage ist, wie kann man... Da war eine Kuh. Diese war tatsächlich eine Kuh. Das hat jetzt sogar in Fernelinden an das Haus schlagen. Vielleicht gibt es eine Münze, eine silberne Münze, auf der ein Stern abgebildet ist. Ich glaube, du erzählst Blödsinn. Ah ja, möglicherweise. Ich würde mich umgucken wollen, ob irgendjemand in der Nähe ist. Mhm. Aber, also, wie spät ist es denn? Es ist so später Nachmittag, würde ich sagen. So, so 20 Uhr oder so. 20 Uhr schon. Und da gibt es auf jeden Fall ein paar Leute. Und der Schmied kommt tatsächlich gerade über, die Schmiedin kommt direkt über den Dorfplatz gelaufen und läuft an euch vorbei und grüßt euch freundlich. Hallo. Ich würde sie gern fragen wollen, tatsächlich. Mhm. Ob sie dieses silberne Objekt hier gesehen hat. Wir suchen jetzt ja quasi nach dem Haus, tatsächlich, nach dem alten. Also fragst du nach Toritrix, was fragst du? Ich würde fragen, hey du kleine Sau. Wie hast du mich gerade genannt? Hi, wir sind hier unterwegs zurzeit und uns geht es nicht wirklich gut und wir wollten so ein bisschen wissen, wie lange leben sie denn hier tatsächlich? Na, wir sind hier neu und wollten so ein bisschen umschauen. Na, in der Taverne waren wir schon, das war sehr schön, aber was können sie denn hier noch so empfehlen? Guck dich so ein bisschen missmutig an, nachdem du sie Sau genannt hast. Hat so einen Schmiedehammer an der Seite, der so leicht hängt. Aber ist auch ziemlich breit. Aber ich gucke super. Also ich zwinge ihr zu und würde schon, ich bin ja auch sehr charismatisch tatsächlich. Ne? Und würde, also ich stehe ja, was steht da, Statur und so? Wie sieht sie aus? Die ist relativ groß, also deutlich größer als du. Oh ja. Und breite Schultern. Ja. Die ist auf jeden Fall auch typ. Sehr muskulös. Das ist mein Typ. Mhm, kräftig. Dann sind wir mal bitte. Ja, genau. Was hast du denn für mich gesagt? Na, weil du mein Role Model. So. Ich habe, kein Glück. Eine 4. Plus 2. Eine 6. Also eine 6. Sie guckt dich mit so einer Nase gerümpft an. Ich habe kein Interesse an Verehrern wie euch. Ich schubse ihn zur Seite und sag: Tut mir leid, was mein Freund gerade gemacht hat. Kannst du uns bitte helfen? Und er macht so ein richtig auffälliges. Na gut, was wollt ihr denn wissen? Also, wir brauchen noch ein paar Sachen. Wir suchen das silberne Antlitz. Ei. Das silberne Antlitz. Sie überlegt kurz. Also sowas habe ich hier noch nie gesehen, aber vielleicht könnt ihr beim Schrein der Göttin Timora um Glück bitten. Das ist die Glücksgöttin. Der Schrein ist direkt da drüben. Ich pack ihn so unterm Arm. Ich liege noch auf dem Boden. Ich muss das mal so. Ja, ich nehme ihn so. Ich pack ihn so unterm Arm. Kommt, Jungs, wir gehen. Dankeschön. Bitteschön. Und dann würde ich sagen, würde ich quasi darum bitten, dass wir losgehen. Das hast du sehr gut gemacht. Danke, Brot. Der Kack. Oh, ich finde schon eigentlich. Kannst du mich auch Kacki nennen? High five, Kacki. Der so weit unten. Schrank von Timora ist gebaut aus sehr, sehr alt aussehendem Stein. Du würdest ungefähr sagen 500 Jahre. Leck dran. 500 Jahre sind es bestimmt. Natural 20. Das, I kid you not. 536 Jahre. 536 Jahre. Der Stein ist aus der Umgebung, wurde schon mal bearbeitet. Es könnte sein, dass diese, du bist der Meinung, dass dieses Gebäude, das ist wirklich nur so ein kleines Steingebäude, wahrscheinlich gebaut worden ist aus Überresten der Ruinen der alten Stadt Fenelon. Dieser Stein hat so ein prickelndes Geschmack auf der Zunge. 536 Jahre, ich habe so Stein schon mal geschmeckt bei mir zu Hause. Schmeckt immer gleich. So ein bisschen wie Muskatnuss gepaart mit Apfel. Auf jeden Fall ist die Gebäude sehr alt und was auch immer hier steht, wurde aufgebaut aus dem Stein, der vorher war. Ich würde ihn fallen lassen. Mhm. Also auf dem Boden so. Und dann bei ihm quasi so fühlen, aber Fieber hat. Geht's dir gut? Ich leck einfach noch zwei, dreimal dran, weil der schmeckt echt geil. Ja, ist wirklich ein guter Stein. Ja. Guter Jahrgang. Ja. So, ja. Weißt du, ein bisschen draußen. Schick mir den ein für später. Ich würde gerne einmal nach Magie schnüffeln. Das kannst du machen, ja. Eine Lenker, du schnüffelt, was weiß ich. Du hast ja auch den Zauber Magie erkennen. Ja, das meinte ich. Das kannst du machen, das ist Zauber. Kannst du außerdem mal deine Augen erkennen. Ich gucke. Das kann ich nicht. Ich will den Stein angucken.
Dazu musst du aber natürlich einen Level 1 Slot ausgeben. Gib mir das. Scheiße. Du blickst dich um, du siehst plötzlich überall so kleine Schlieren in der Luft. Gerade wenn du die anderen Leute anguckst, gerade ihn, Terkak, siehst du so im Hintergrund so etwas, was aussieht wie ein großer Bär, der sich hinter ihm befindet. Und du guckst auf diesen Schrein, der ist tatsächlich erfüllt von einem hellen Leuchten. Und in diesem Schrein ist es wirklich nur, da passt eine Person rein, da drin steht eine kleine Schale auf einem steinernen Sockel. Und in der Dunkelheit, da ist auch keine natürliche Lichtquelle, merkst du ein leichtes Leuchten in der Ecke. Bewege mich auf diese Ecke zu. Guckst in die Ecke und dort ist, wenn du genau hinguckst, sieht aus, als wäre, würde ein Gesicht aus dem Stein wachsen. Sieht ziemlich angelaufen aus. Das sieht aus, ich könnte ein Gesicht sein. Ich lecke dran. Schmeckt wie Würfel auf Natur, bitte. Ja. Ich will mir. Ja, das ist eine 10 und ich habe aber auch noch irgendwas. Was ist das? Naturforschung? 4. Also 14. Es schmeckt wie angelaufenes Silber. Ja, ich möchte das jetzt haben. Das Ding scheint irgendwie fest mit der Wand verschoben zu sein. Ich würde gerne hingehen und weil wir so wenig sehen, würde ich gerne diese tanzenden Lichter probieren. Okay. Also ein bisschen. Du erschaffst in deiner Handfläche eine Lichtkugel und schmeißt die hinein in dieses Ding und ihr könnt es tatsächlich darin sehen, es ist eine, sieht aus wie eine silberne Maske, die an der Wand hängt. Und in dem Moment seht ihr beiden, Bron und Terkak, in dem Haus daneben geht so eine Gardine auf. Eine Frau, eine ältere Frau, guckt raus, guckt euch so an, macht die Gardine wieder zu und dann merkt ihr, wie die Tür des Hauses aufgeht. Entschuldigen Sie, was möchten Sie? Ich würde mich verstecken. Okay, würfel mal auf Heimlichkeit. Ich glaube, du solltest reden. Herr Machen wir gleich. 20! Ich versteck mich so krass! Und wie? Ich könnte neben ihr stehen einfach, und sie wusste einmal weg. Weg. Ich hab dich einfach vergessen. Existierst nicht mehr für mich. Ja. Ich hab so krass hart reingekrittet in die Versteckung, dass er mich vergessen hat. Ich vergessen. Für 2 Minuten. Ja. Okay. Ja, die Frau ist etwas älter und dich hat sie noch nicht gesehen, weil du bist in dem Schrein drin, aber auch die anderen beiden. Ist etwas älter, sie trägt ein langes, weißes Gewand, sieht aus wie eine Priesterin, würde ich sagen. Und sie kommt auf euch zu. Okay, wir Guten müssen uns was einfallen lassen. Tag, was tun wir? Meine Herrschaften. Okay, das Kann ich schlecht. Ihnen helfen? Ich bin Schwester Garel. Ich bin die Priesterin von Timora. Yo, so eine Schmiedin hat uns hergeschickt. Und die hat gesagt, dass wir hier mal vorbeigucken sollen, weil wir suchen gerade was und vielleicht. Ah ja, ihr wollt Glück erbeten bei der Lady. Lady Luck. Lady Luck. Bron sagt ja. Also sagt Kack, der Kack auch ja. Dann müsst ihr ein Opfer darbringen in dem Schrein und dann wird euch Timora Glück geben für eure weitere Reise. Ich glaube, der Schrein ist gerade besetzt. Oh, sie guckt rein und sieht dich. Hey, Kaius. Guck doch nicht in den Schrein rein. Während er spielt. Ich will hier nämlich allein sein. Oh. Während er spielt, würde ich sie quasi berauben wollen. Wir brauchen ein Opfer. Und ich würde quasi etwas zum Opfern von ihr klauen wollen. Wir opfern einfach sie. Nee, was ist denn Opfern tatsächlich? Wirf mal mit der Fingerfertigkeit. Okay, ich bin nämlich gut da drin. Also bisher, also der erste Begriff, der mir bei Opfern in den Kopf kommt, ist halt irgendwas Lebendiges offen. Wer hat sie einen Hasen in der Tasche? Oh, ohne 14. 14? Plus? Plus Fingerfertigkeit plus 5. Mhm. Du fingerst aus ihrer Tasche ein silbernes Schmuckstück, ein silbernes Medaillon, was, du kennst es tatsächlich, das Emblem von Timora trägt. Das ist auch so ein bisschen deine Göttin, weil Glück ist ja auch so ein bisschen dein Ding. Das ist auch schon ganz gut. Ich mach sofort. Bin ich zu sehen? Du bist einfach nicht da. Ich bin so. Du verschmilzt so stark mit dem Hintergrund. Ich lege es sofort an. Mhm. Was? Krieg ich bessere Stats? Nee. Schade. Wir sind hier nicht bei. Na, weiß ich nicht. So, okay. Mhm. Was machen Sie hier? Wir haben das aber auch nicht mitbekommen. Ich wohne oder? Hier. Alter, ich bin so krass. Ich wohne. Das bezweifle ich. Das hier ist das Haus der Lady Timora. Er ist der große. Ja, und ich bin ihr Ehegatte. Ich war einige Jahrhunderte unterwegs. Wüsste ich aber. Na, das. Was maßen Sie sich an, dass Sie glauben, Sie wüssten über die Gepflogenheiten von uns Göttern Bescheid? Wir müssen darüber reden.
Hast du dich gerade als Gott ausgegeben? 15. Und was hab ich, muss ich dafür nehmen? Überreden hast du irgendwo. Echt? Überzeugen? Überzeugen, ja. Plus 5. Ja, 20. Kritischer Erfolg. Kritischer ist nur, wenn du wirklich eine 20 würfelst. Kritischer aber Erfolg, komm. Sie guckt dich mit großen Augen an. Naja, ein... Seid ihr so etwas wie ein Avatar der Göttin? Ich sehe in euch auf jeden Fall Potenzial. Ja, und er hat was verloren. Was haben Sie denn verloren? Das silberne Antlitz. Und wir müssen es wieder besorgen. Ja, dann will ich Ihnen natürlich helfen. Wie kann ich Ihnen, kann ich Ihnen helfen? Sie sehen doch hier dieses silberne Antlitz, was in diesen Schrein ist. Oh, das. Und meine Gattin, was, Tantora? Taimora. Meine Gattin, die Taimora, hat mich hinab zu den Sterblichen entsandt, um ihr Antlitz aus diesem Schreine zu reißen, auf dass das Glück auf die Menschen herabregnen kann, wie zu alten Zeiten. Ich dachte, du bist Single. Psst, ich habe eine Single für dich. Das klingt einleuchtend, seltsamerweise. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie scheinen sie mir sehr überzeugend zu sein. Sie dürfen sie mir nun darreichen. Sie geht in den Schrein rein, guckt sich dieses Antlitz an. Es scheint irgendwie festzustecken. Ich weiß gar nicht, wie. Ich habe es noch nie gesehen. Ja, das Kiba! Eine Lösung. Ich ziehe nach meiner Axt. Ich bitte Sie mit Vorsicht! Zur Seite! Und ich hole richtig aus und. Also, muss ich aufpassen? Oder? Du kannst mal Stärke würfeln erstmal. Warte, ich helfe dir, bevor du loslegst. Caste ich. Ich zaubere. Attribut verbessern. Und gebe ihm die Stärke eines Bullen. Das heißt, du hast Vorteil auf alle deine Stärke. Das heißt, du musst einmal würfeln und das bessere Ergebnis nehmen. Ich slapp dir so auf den Arm. Ich slapp dir auf den Ass. Ey, plus 3. Okay. Immerhin. Du kannst ja ein bisschen Zeit nehmen immerhin. Du setzt so an dem Ding, an diesem Antlitz. Und rammst wirklich tiefe Kerben in den Stein mit deiner mächtigen Axt. Und irgendwann fällt dieses silberne Säbelmaske zu Boden und geht klimpernd auf den Boden. Ich nehm's auf. Dann bekommst du von mir das silberne Antlitz. Es ist das Gesicht einer Frau, die allerdings nicht menschlich aussieht, sondern ein bisschen elfisch, wenn ihr so wollt. Und auch ein bisschen... Ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr hübsch. Aber es ist ein bisschen angelaufen, das Antlitz. Also es ist schon elfisch. Ah, ja, da ist sie ja. Meine Gattin wird sehr zufrieden sein, wenn ich mit ihrem Antlitz in die Himmelsstube trete. Sie dürfen nun weiterbeten. Mein Name ist Kajakus von Bimsenstein, und wenn Sie mir heute 27 Gebete widmen, dann soll Ihnen Glück beschienen sein. Aber das habe ich doch schon mal gehört. In Niewinter, Sie sind doch einfach nur ein Bade. Ah, Sie sind doch einfach nur ein Wald- und Wiesenbade. Ich halte mir das Antlitz vors Gesicht und Treller vor mich hin. Ich bin eine Elfe! Ich bin eine Elfe! Ich... Gute Frau, nun lassen Sie sich doch nicht von Ihren Augen täuschen, Ihren kleinen menschlichen Augen. Denn ich bin ein Avatar. Gott, der unter den Menschen wandelt, um zu sehen. Ich weiß nicht, ob das physisch quasi geht. Kann man Feenfeuer jemanden in die Augen ballern? Nein. Nee, okay, schade. Ganz Sand nehmen. Nun denn, schreib mir davon. Auf. Ja? Ich habe eine Idee. Was denn? Die Idee ist halt echt gut, mit sie abzulenken. Ich caste... Ja. Ich sag Ninja Vanish und caste Nebelwolke um uns rum. Okay. Es kommt einfach Nebel. Plötzlich um euch herum überall Nebel. Ja, perfekt. Es gibt eine riesige Explosion, sie fängt an zu schreien. Überall ist Nebel, wir wirklich alles voll. Lass uns laufen. Wir müssen laufen. Und ihr entfernt euch. Und ich schub sie nochmal. Es ist wirklich, wirklich komplettes Chaos auf dem gesamten Marktplatz, weil da überall ist Nebel plötzlich ist. Ich kann mal noch einen Song von Carmen Nebel dazu. Okay, mal. Nee, wie geht der? Liebe ist gut, halt deine Schnut, komm ins Bett, Knut. Okay, ihr rennt nach draußen und habt den nächsten Teil für das Ritual sehr gut. Bekommen. Nennen wir es bekommen. Auf gutem Weg. Mit niemandem geschadet. Noch nicht. Sachbeschädigung vielleicht. Na klar. Ja, aber ihr habt das Gefühl, dass die Glücksgöttin es euch vielleicht ein bisschen übel genommen hat. Das war schon sehr glücklich. Ja, ich bin ja... Wir wissen das ja nicht, dass er das hat, ne? Okay. Terka, ich behalte das. Terka, was fehlt uns noch? Könnt ihr euch erinnern, was wir noch... Ja, na klar! Wir brauchen noch die Harfe! Die Harfe. Nee, die Höhlen. Die Harfe. Und geht es zu Ende, so begrabet mich, doch meine Harfe lasset mir im tiefsten Loch weit weg vom Sternenlicht, auf das ich in der Ewigkeit noch einmal musiziere. Hey!
könnt ihr eure Frau nicht einfach fragen, ob sie uns... Sie hat, sich hat keine lassen. Frau, Mann. Ich hab's mir das überlegt. Was ist los? Du kriegst tatsächlich einen Bonus durch das Amulett. Ja. Jochen. Du fühlst dich erfüllt durch Glück. Und eine 19 ist bei dir jetzt auch ein Crit. Oha! Ich bin heute spendabel. Krass. Bei 5,5 ein Crit bekommen? Nein. Was ist eine halbe? Ich was bekomme ich, Mann? Ich hab jetzt. Oh mein Gott. Können wir bitte schnell weitermachen, bevor Nils mich mit seinen Witzen zum Lachen bringt? Das wird ein bisschen länger dauern. Das ist das nächste Teil, was wir finden. Wir müssen auf den Friedhof oder so. Wir müssen zu der Leiche. Der hat die bestimmt ins Grab genommen. Der Toro-Kick oder wie der heißt. Nee, ich glaube, wir sollten nochmal die. Also, alles ist ja voller Nebel. Zumindest ist der Platz. Ne, die Leute sind ein bisschen irritiert. Ja, dass plötzlich jetzt Nebel aufgetaucht ist aus dem Nichts, ist ja schon ungewöhnlich. Das heißt, wir versuchen uns zu kardinisieren, ja. Das würde ich sagen. Finden wir auf dem Weg irgendeine Location, wo wir Leute fragen können? Also, Fisala hat euch ja den Tipp gegeben, zum Miners Exchange zu gehen. Das ist sozusagen die Gilde der Minenarbeiter, wenn ihr so wollt. Dann würde ich sagen, da tingeln wir dahin. Die kennen sich mit tiefen Löchern. Hey, warte mal, erinnert da, wir sollen ja zu dieser Mean Exchange. So ein krasses Wort. Aber den müsstest du ihn jetzt nochmal neu kennenlernen, weil du hast ihn ja vergessen. Mhm. Nee, ich komme so. Du kommst einfach aus dem Nebel geschritten. Ja, ich komme so raus. 19er Würfel, ne? Für Crit. Na, und freue mich. Mein Name ist Bron. Ah, oh. Hallo, Bron. Wie heißt ihr? Hey, ich bin Jochen, tatsächlich. Wie oft muss ich das jetzt machen? Mein Name ist Bron. Ihr geht in die Gilde der Minenleute. Das ist ein kleines Gebäude in der Nähe von Fisalas Haus. Ebenfalls Fachwerk, sieht relativ neu aus. Sind das mehr so Zwerge? Nee, das sind alle möglichen Leute. Und draußen steht groß dran Fendelin Miners Exchange. Und darunter Inhaberin Halia. Und ihr geht herein. Es ist ein großer Laden. Ihr findet auf der linken Seite eine lange, lange Theke, wo eine Dame dahinter steht, die so Abenteuerklamotten anhat, also so ein Lederwams, darunter eine weiße Bluse. Rote Haare, guckt euch an, als ihr hereintretet. Es kommt so eine kleine Glocke, die so klingelt. Es gibt so ein paar Regale hinter dem Tresen, wo so alle möglichen Sachen verkauft werden, die man halt so braucht, als jemand, der in der Mine geht, ne? Lampen, Seile, Spitzhacken und sowas. Und sie ist gerade in Gespräch mit einem altaussehenden Halbling, ja, also ne, ungefähr so halb so groß wie ein Mensch, der gerade irgendwie sie jetzt so einen Sack auf den Tisch gelegt und sie guckt sich den Sack so an und sie guckt nur rüber. Borek, ich hab dir schon 1000 Mal gesagt, du sollst den Schund jetzt nicht zu mir bringen. Ich geb dir einen Scheißsack dafür, das ist kein Gold. Aber ich hab das aus der Mine geholt. Also, natürlich ist das Gold. Guck doch mal, wie das glitzert. Borek, zum letzten Mal, ich hab jetzt hier Kundschaft. Das ist kein Gold. Nimm den Scheiß wieder mit und verpiss dich. Hallo, meine Herrschaften. Herzlich willkommen. Ich bin Halia, Inhaberin dieses kleinen Ladens. Ich sehe, Sie haben sicherlich Interesse daran, in die Minen unter Fendelin herunterzusteigen und nach Schätzen zu suchen. Ich sag Ihnen was. Ich mache Ihnen heute einen guten Preis für alle Ausrüstungsgegenstände. Und wenn Sie dann Ihre Sachen rausgeholt haben, kaufe ich Ihnen auch noch das Gold ab, das Silber, was immer Sie haben. Ist das ein Deal? Gold? Sie sehen mir stark aus. Wie ein richtiger Minenarbeiter. Ja, ich würde gerne hinter ihm bleiben. Ich bin noch nicht zu sehen. Wieso Gold abkaufen? Ich dachte, wir wollen mehr Gold kriegen. Ja, aber das muss ja erst verarbeitet werden, veredelt werden. Und diesen ganzen Prozess nehme ich Ihnen einfach ab. Sie bringen mir einfach das Rohgold, ne? Ich gebe Ihnen einen schönen Preis für, gebe Ihnen da eine richtige Goldmünze für und ich verarbeite das dann weiter. Da müssen Sie sich gar nicht mit dem ganzen Scheiß auseinandersetzen. Also wir sollen die Arbeit für Sie machen, sehe ich das richtig? Ja, aber dafür kriegen Sie natürlich auch bessere Preise. Also nur mal, dass ich das richtig verstehe. Sie verkaufen uns jetzt Minenausrüstung, korrekt, damit wir schürfen gehen. Richtig. Und dann kaufen Sie uns den Ertrag unter Wert ab. Sie sind ein absolut schlauer Mensch, allerdings bis zu Ende. Ich kaufe Ihnen das natürlich für einen guten Preis. Er ist ein halb elf. Aber was ist denn jetzt mit meinem Gold, Borek? Das letzte Mal! Mach dir nichts draus. Das ist kein Gold! Was? Borek? So. Was hast du denn da? Darf ich mal sehen? Er schiebt dir das so rüber. Das ist glänzendes Metall in so dicken Brocken. Ich würde gerne auf Nachforschung wollen, um mir das, anzuschauen. Dann forsch mal nach. Ich komme so hervor, so, sobald ich Gold höre. Ist. Ja. Ich klopfe ihm auf die Schulter und sag, mach 13? Borek. Borek. 13 plus Borek. 3. Nachforschen. Das ist auf jeden Fall kein Gold. Kein Gold. Das ist ziemlich, das sieht wertlos aus. So, das ist ganz schön. Also, Borek, mein Lieber, also, ich kann tatsächlich sehen, ne? Das ist kein Gold. Ja, das würde ich erkennen. Schnauze, du Lump!
Ich weiß doch, was ich rausgeholt habe aus der Mine. Ich gebe das zurück, so. Ich gebe da hinter Ihnen. Darf ich das nochmal sehen? Ja. Aber nicht wegnehmen. Das gehört mir. Selbstverständlich ist das Gold. Und nicht nur irgendein Gold. Wie? Supergold! Alia schüttelt so mit dem Kopf und. Und dafür gebe ich Kram in meinen Münzen und ich habe ja diese Goldmünzen bekommen. Das ist ja unglaublich! Was verlangst du dafür? Reicht eine Goldmünze? Ja! Schieb dir das Zeug hin. Wenn du uns unten in die Mine begleitest, du kennst dich ja sicher sehr gut aus da unten. Wenn du uns begleitest, dann kaufe ich dir glatt den Rest auch noch ab. Oh! Wisst ihr was? Ich kenne ein ganz tiefes Loch. Wo sich die anderen nicht hintrauen. Dort soll nämlich ein Gespenst wohnen. Aber das glaube ich nicht dran. Wenn du uns dahin führst, dann kaufe ich dir auch noch das restliche Gold ab. Alia, guckt euch so an. Ihr solltet das nicht annehmen. Der Typ ist ein bisschen... Alles gut. Er auch. Und wir laufen schon seit Jahren mit ihm rum. Wollt ihr ein bisschen Seil kaufen dafür? Wenn ihr ins tiefe Loch rein wollt, braucht ihr auch Seile und Fackeln. Haben wir doch. Günstig, günstig. Ich habe alles. Gut ausgerüstet, ich sehe schon. Na gut. Ich würde gerne noch mal bei dem Fackeln dabei. Er hat mich ja angemeckert, ne? Ich komme in der Kalle so ein bisschen hervor. Gucken da noch ein bisschen. Mach mal Motiv erkennen. Weil mit dem Schrocken Pen and Paper spielen ist immer so eine Sache. Ja, voll geil. Richtig, alles wissen. Was hast du nochmal gespielt damals, wo wir gespielt haben? Auch das gleiche. Ja, ein Schuf, ne? Nein, so, nee, das stimmt. Plus, muss er auch Wahrnehmung dann? Motiv erkennen. Motiv erkennen, dumm. So, Prinzip ist Zeit, 12. Du, also er hat eine, also du weißt auf jeden Fall, der verbirgt ein bisschen was unter seiner gespielten Unwissenheit, aber der weiß jetzt nicht, ob er lügt oder nicht, es sieht nicht so aus. Also bist dir aber nicht ganz sicher, es ist schwierig zu deuten. Okay. Also ich kaufe ein paar von diesen Seilen und... Ja, natürlich, wie viel hätten Sie denn gerne? Ich habe 50 Feet Seil. Ich habe ein super Seil, absolut unreißbar. Ich wiederhole das kurz, sie geht... Kurz hinter die Theke, kommt sofort wieder. Ah. Hier. Wie lang, wie viel Reis? 50 Feet. Und du? Wie lang ist das? Meter sind das. 15 Meter. Das sind 20 Meter. Und es hat so einen leicht güldenen Schein. Was soll es kosten? Für Sie? 2 Gold. 1 Gold. Na gut. Okay. Bitte. Sie lässt die Goldmünze durch die Finger spielen und plötzlich ist sie weg. Und nicht so... Was brauchen wir noch? Können wir los? Haben Sie was zu essen da oder was zu trinken? Ah, ich habe Rationen dabei und Wasserschlauch. 10 Tage habe ich selber. Oh, ich habe einen schönen selbstgebrannten. Schön selbstgebrannten mitnehmen. Ja. Ich bringe Ihnen schön selbstgebrannten. Sie taucht wieder ab, kocht sofort wieder auf mit so einem großen Tonkrug, wo so 3 Kreuze drauf sind. Gebe ich Ihnen mit, ne? Aber nachher kommen Sie zurück und dann gebe ich Ihnen nochmal was. Und dann müssen Sie dafür bezahlen. Was ist die Kostprobe erst? Warum sind da Kreuze drauf? Ah, das ist gefährlich. Ich benutze das eigentlich, um den Tresen zu reinigen, aber für Sie, Sie können damit auch anders machen. Bitte einen Schluck nehmen. Puh! Das ist ein gutes Gebräu, du. Das ist ein gutes Gebräu. Nein, die schmeckt ja salzig! Ich hab gesagt, das ist ein selbstgebrannter. Passiert jetzt irgendwas mit mir, oder? Schmeckt ganz gut. Schmeckt einfach gut. Ja. Borek, guckt euch an. Können wir dann los? Auf jeden Fall. Ja. Ich mir nach! Hinter ihm. Er geht in die falsche Richtung, dreht sich kurz um. Mir nach! Und geht in die andere Richtung. In Richtung Tür. Und ihr... Ich bleib kurz stehen. Ja? Ich weiß aber nicht, was ich da mache. Ich gehe zurück. Bron bleibt stehen. Bron, mein Lieber. Na, wir haben uns gerade kennengelernt. Kommst du mit? Na, wir gehen jetzt auf ein... wir gehen jetzt in so eine Mine rein. So ein Loch, tatsächlich. Jo. Ren. Ja. Das ist mein Name. Hast du dir gut gemerkt? Ich bin bei dir. Ich komme mit, kein Problem. Hast du noch diesen Nebelwerfer? Natürlich. Perfekt. Lass uns gehen. Soll ich das nochmal machen? Ich habe vergessen, dass du auf White Magic würfeln musst. Na, ja. Ah, ja! Würfel jetzt nochmal auf mal White Magic. Komm. Ich habe so passiert. Oft gezaubert, wir haben es beide vergessen. Mach mal einmal. Okay, mal. Wenn ich eine 1 würfel, passiert was Krasses. Was Gutes oder 5. Was Schlechtes? Okay, passiert nichts. Ich würfel nochmal einfach, weil ich vorhin vergessen habe. 10. Okay, dann jetzt merken wir es uns. Ihr folgt Bronn durch den Wald. Nach circa einer Stunde Marsch. Zwischendurch seid ihr euch nicht mehr ganz sicher, aber wirklich weiß, wo er hingeht. Aber er scheint sehr selbstsicher zu sein. Kommt ihr an einen Bach und ihr folgt diesem kleinen Bach. Und nach kurzer Zeit hört ihr das Plätschern eines Wasserfalls. Und Bronn steigt, Borek meine ich natürlich, nicht Bronn, entschuldige bitte. Borek geht so durchs Gebüsch und bleibt plötzlich stehen. Müsst aufpassen, dass er nicht in die reinläuft. Und bleibt stehen vor einem 2 Meter breiten Loch, in das der kleine Bach hinabstürzt. Und ihr blickt nach unten, es ist stockfinster. Ihr habt natürlich eine Dunkelsicht, ja, ich weiß. Es geht dort sehr tief hinab, ungefähr so 35 Meter.
Und da unten ist der Bach dann, landet in einem kleinen See und verschwindet dann. Und da unten ist eine Höhle und ihr seht auch, wenn ihr in die Höhle runterguckt, einen Gang, der von der Höhle weggeht. Und wenn ihr genau hinhört, hört ihr Twing, 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 twing. Geräusche von jemandem, der Musik macht. Ich würde gerne mich nochmal nach Tieren umschauen. Ja, es gibt Eichhörnchen, Kleintiere. Dann würde ich nochmal versuchen, irgendwie eine Ration, so Nüsse oder sowas hervorzuholen. Mhm. Und nochmal so chip, chip, chip. Mach bitte nochmal auf mit Tieren umgehen. Sechs. Plus? Das ist schon... Achso. Die Tiere sind ein bisschen skeptisch dir gegenüber. Die scheinen sich jetzt nicht so wohl zu fühlen in deiner Umgebung. Scheiße, Digga. Ich würde gern Binsenstein. Wir hören ja Musik. Ja. No? Dann würde ich sagen, hey du, Binsenstein, mein Lieber. Da spielt jemand gar nicht so schlecht. Also, kennst du das Lied da unten? Selbstverständlich. Jeder kennt dieses Lied. Das ist von der Harfe von Trick. Torritrick. Das ist eine Harfe. Was? Das ist tatsächlich eine Harfe, die erklingt. Ja, natürlich ist eine Harfe. Und Borek guckt zu euch hoch. Das ist das Gespenst. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wieso denn vorsichtig? Das ist ein Monster. Haben Sie es denn jemals gesehen? Nein, aber es klingt schlimm. Groß und haarig. Nein. Das. Aber das macht doch niemanden zu einem Monster, nur weil man schlau ist. Und alle gucken auf ihn. Ich bin nicht fett. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich schmeiß mal einen Stein hinab in dieses Loch. Wir zählen die Sekunden und jeder von uns kennt ja die mathematische Formel Gravitationskraft mal Fallzeit und dann wissen wir, wie tief dieses Loch ist. Du hast doch da ein Lied dazu sogar. Wir fallen tief in das Loch hinein. Du brichst dir dein Schlüsselbein, fängst an zu schreien, dann bist du tot. Der Stein ganz segelt unter. Ganz ohne Not im Abendrot. Wird ein Banger. Was? Auf Schickschock. Wie 35 Meter. Auf den Punkt genau. Ah, das ist ja fantastisch. Dann lass uns doch unsere beiden Seile aneinander knoten. So ein Glück, dass ich meines noch erwarte. Das klingt nach einer plötzlich eine tiefe Stimme aus dem düsteren Loch. Wer wagt es, an meine Tür zu treten? Ich zieh mich sofort zurück in der Seite. Ich streiche meinen Bauch und sag, ich hab doch heute schon gefrühstückt. Das klingt eigentlich ein bisschen wie dein Bauch. Ja? Ein bisschen lauter, so ein bisschen. Ja, mehr habe ich dazu nichts. Ich bin's, Kajakus von Bimsenstein. Dich habe ich hier noch nie gehört. Das ist richtig. Geht weg! Lasst mich in Frieden! Ich höre das von ganz unten nach ganz oben. Ja. Und was macht der Typ? Der ist ein bisschen erschreckt und versteckt sich so ein bisschen hinter euch. Okay. Er hat gesagt, das ist gefährlich. Wir würden gerne mal runterkommen. Ist das in Ordnung? Nein! Bleibt dort, wo ihr seid, Sterbliche! Oder ihr werdet meinen Zorn spüren! Heißt du zufällig Torokik? Nein! Was soll diese Frage, Wurm? Sie fragen sich sicherlich, warum wir ihre Harfe wollen. Das liegt daran, dass ich ein Harfe... Ihr wollt meine Harfe? Ja. Ich hab keine Harfe! Weil ich ein Harfelf bin. Das ist der Ding. Ich hab gar keine Harfe! Und jetzt verpisst euch! Ich würde gerne mal checken, ob er hier rumflunkert. Machen wir mal Motiv erkennen. Rumflunkert. 19! Oh, das ist krass. Ja, Schluss! Gedödel hier. Da schwingt ein bisschen Unehrlichkeit mit in dieser dunklen Stimme. Er hat da was zu verbergen. Ist da unten Wasser? Ein bisschen. Nur ein bisschen? Also du bist nicht sicher, wie tief es ist. Da ist ein kleines Loch, ja. Kann ich irgendwie schauen, wie tief es ist? Assassin's Creed. Also wenn du runterspringen willst, du könntest es treffen, es könnte aber gefährlich werden. Er hat Bock auf so eine richtig nice Ass-Bomb. Und ich würde mich gerne an ihm festhalten. Du kannst versuchen. Okay. Kann ich auf Akrobatik würden? Das wäre Akrobatik. Ja, ich würde voll die Arschbombe ins Loch. Wir können ja unsere Seile aneinander knoten. Ich bin schon dabei. Ich bleibe einfach Knoten. Panik an ihm dran. Ja. Aber akrobatisch. Ja. Oh, 11 plus 1. 12? So eine 6. Plus 5 sind 11. Okay. Ihr rauscht runter. Also ihr seht nur die beiden. Und plötzlich... Platsch, landet ihr in einem tiefen Wasserloch. Ja. Oh, ja. Ihr habt euch an der Seite so ein bisschen aufgeschürft. Ihr kriegt beide ein bisschen Schaden, aber nicht viel, keine Sorge. Macht man ja an vier Schaden auch, kriegt, ne? Ja. Aua! Oder? Uff, alles gut. Ich hab's gehört. Und, okay. Und dann stoßt ihr aus der Wasseroberfläche. Der Bach geht anscheinend tiefer unten weiter und ihr seid in dieser Höhle drin und ihr seht einen Gang weiter. Was war das für ein Geräusch? Ist da jemand in das Wasserbecken gesprungen? Hat's geplatscht, als wir reingegangen sind? Ja.
Wie hoch? Ich hab doch gesagt, ihr sollt oben bleiben! Was macht ihr beiden? Wir hatten das Seil an. Ich hab das Seil schon zusammengelegt. Okay. Ja, also ich würde es irgendwo festmachen. Ja. Okay. Du machst es wir klettern in Ruhe runter. Ja. Ihr seht eure beiden Kameraden, die in Ruhe runterklettern. Als ihr ungefähr auf der Hälfte des Seils seid, hört ihr von oben: Haha! Oh, große Bestie! Ich habe dir ein Opfer aus Fleisch und Blut gebracht! Etwas, was deiner würdig ist! Wirst du nun dein Versprechen halten und den alten Borek unsterblich machen? In dem Moment merkt ihr, wie das Seil schlipp, fällt. Und ihr mit ihm. Und ihr landet ebenfalls unten in diesem Wasserbecken. Ihr könnt gerade noch so zur Seite springen. Das ist Verrat. Und das ist Verrat, ja. Und die Stimme, die aus der Tiefe der Höhle kommt. Was? Borek, was hast du getan? Ich hab doch gesagt, ihr sollt oben bleiben, verdammt. Borek! Ja, mein Herr? Komm sofort hier runter! Nein. Spring! Wir versuchen sofort Platz zu machen. Ja, er springt runter. Und dann macht es ein lautes Knack. Oh nein! Oh nein! Ai, und er schwimmt auf der Wasseroberfläche. So. Und sieht nicht so gesund aus. Nicht Börek. Boah, er hat sich überlebt. Ich würde sofort zu seiner Leiche schwimmen wollen. Oh Mann, du bist einfach nur... Ich würde zu deiner Leiche schwimmen wollen und untersuchen wollen, ob da irgendwas drin ist. Wir können ihn vielleicht retten. Du findest Unmengen an irgendwelchen diesen glänzenden Klumpen. Und das Gold. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe meine Gold. Stimmt. Und ich nehme seine Kohle wieder. Ja. Ich würde versuchen, ihn zu retten. Mhm. Und ich würde meinen Schockgriff wie bei CPR benutzen, um ihn zu reanimieren. Im Wasser. Also, ich zieh ihn raus. Okay, ich zieh ihn raus. Ich lege die Kohle weg und du machst ihn. Und dann versuche ich ihm so Stromstöße zu geben. Er zuckt noch leicht, aber das Licht ist aus. Armer Börek. Börek tot. Das ist sehr traurig. Ich befehle euch sofort aus meiner Höhle zu verschwinden, verdammt nochmal. Ich sprinte auf die Stimme zu, einfach rücksichtslos. Sprintet euch jemand auf meine Stimme zu? Okay, du sprintest in die Richtung. Ja. Ja. Aber das war jetzt ein Gang. Oder? Wir haben keine Option. Ne? Du kommst, sag ich dir, du rennst den Gang weiter quasi. Was macht ihr drei? Ja, ich gehe hinterher, aber ich lasse ihnen schon ein bisschen Vorsprung, ne? Ich würde auch hinterhergehen. Ja, nee, ich würde mich hart an ihn klammern tatsächlich. Okay. Warte auf mich! Ihr kommt den Gang entlang und kommt in eine weitere kleinere Höhle, die gemütlich eingerichtet ist. In der Mitte brutzelt so ein Feuer. Es gibt oben auch so einen kleinen Schornstein, wenn ihr so wollt. Der oben, das ist so ein Loch in der Decke der Höhle, wo das Rauch dann rausgeht. Da ist ein Bett aus Tierfellen und Tierüberresten. Es riecht so ein bisschen nach gebratenem Fleisch. Da brät und scheint so eine Ratte oder sowas auf dem Feuer gerade. Da gibt es einen kleinen Tisch, so aus Resten von irgendwelchen Fässern und Kisten. Und in der Ecke steht ein großes Wesen, behaart, bestimmt ein bisschen größer als du, mit grün-gelblicher Haut, die sieht ziemlich ungesund aus, Fellbüschel, die ihm halb ausfallen, eine grauen Mähne im Gesicht und eine Brille auf der Nase. Und steht er? Die Gestalt steht vor euch. Hier sehen wir das Bild auch noch mal kurz. Alter. Guckt euch an, hat irgendwas hinter dem Rücken, ja. Und hält euch ein Schwert in die Richtung. Was macht ihr hier? Das ist Hausfriedensbruch. Raus hier! Ich glaube, das ist der ein Steinbruch. Kein Hausfriedensbruch. Das ist der Steinfriedensbruch. Okay. Was hast du da hinter deinem Rücken? Nichts. Ich versuche so. Also nee, mach du. Ich würde einfach auf ihn zulaufen, aber so, dass ich noch nicht in Reichweite bin. Lass mich hauen! Und dann würde ich ihn so antippen an der Schulter. Komm, zeig her jetzt. Du hast doch einschüchtern, ne? Wo steht das? Bei der Liste der Fähigkeiten. Der Fertigkeiten. Unter einschüchtern. Linken Seite? Ja. Einschüchtern, ja. Ja, nur noch auf einschüchtern. 15 plus 2. Okay, los. Ja. Komm, gib her jetzt. Zeig her! Er zeigt dir eine gut aussehende alte Harfe. Aber das ist mein Ein und Alles. Ihr könnt mir das nicht einfach wegnehmen. Ich nehme ihn nicht weg. Das werdet ihr noch bereuen, ihr Wüstling! Ich streiche ihn kurz am Kopf. Hier ist die Harfe. Danke. Ich streiche ihn kurz am Kopf und sage: Danke, hast du fein gemacht. Ich hab sie, Freunde! Also hier. Aus der Höhle führt tatsächlich auch ein weiterer Gang raus. Ist noch irgendwas in der Nähe? Ich würde noch gucken wollen, ob noch irgendwas Wertvolles ist, weil der Schnee scheint ja ziemlich gut zu gehen, wenn er Bären wird. Würfel noch auf Wahrnehmung. Ja. Ich will noch ein bisschen was mitnehmen, tatsächlich. So. 12. Plus 4. 16. Du findest eine gut aussehende Holzschnitzerei, die noch auf so einem kleinen Tisch steht. Nehme ich ganz heimlich mit, während der so eingeschüchtert war. Das ist ein Reh.
Ein Reh. Oh. Ja. Kleine Rehskulptur auch. Ring. Was wollt ihr beiden? Ich würde mich nochmal in ein Gespräch mit Ihnen, mit ihm vertiefen wollen. Wir haben uns ja noch gar nicht vorgestellt. Obwohl ich ja, ich habe Ihnen ja bereits gesagt, dass ich Kajakus von Bimsenstein bin. Aber Ihren Namen, der ist wohl im Rauschen des Wasserfalls untergegangen. Ich bin Virgil. Virgil? Van Dijk? Nee. Entschuldigung. Und Sie wohnen hier? Ja, und ich bitte euch, dass ihr das niemandem sagt. Warum? Ich bin gerne alleine. Du bist einfach nur zu arm, um dir ein Haus zu kaufen. Kannst das stimmt sagen? Überhaupt nicht. Hast du Geld? Ich bin reicher als jeder andere Grottenschrat in ganz Fendelin. Ich würde ihn einfach mal abtasten. Finger weg! Finger weg! Komplett. Ich glaube, du solltest. Du bist arm wie eine Kirchenmaus. Für ein. Also. Das will ich jetzt vielleicht nicht. Das ist ganz schön gemein. Wir überrumpeln den einfach komplett. Das ist ganz schön gemein von Ihnen. Sie stolpern hier rein, klauen mir mein Ein und Alles, meine Harfe. Und jetzt beleidigen Sie mich auch noch und sagen, ich bin arm. Ich tätsche das habe ich wirklich noch nie erlebt. Ich tätsche ihn nochmal am Kopf. Hast du fein gemacht? Ich wohne hier seit 50 Jahren. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Aber ich würde noch von der Seite so rüberkommen und fragen: so, wo hast du die eigentlich her, Bruder? Hab ich gefunden. Wo? Die ist irgendwann hochgeschwommen, unten in den Wasserfall. Ah, okay. Und ich verstecke mich wieder. Mein Name ist Brot. Willkommen in meinem Heim. Wir entschädigen Sie. Das ist gut. Wie heißt Sie? Wollen Sie mich entschädigen? Virgil. Mit einem Lied. Er holt so ein Blatt Papier raus und so eine Federkiel. Also, Sie haben meine Harfe. Das kostet, sie ist antik. Das kostet auf jeden Fall ordentlich. Jetzt wissen natürlich auch andere Leute schon, sich hier. Ich hole eine Fackel aus dem Rucksack und zünde sie an. Was wollen Sie damit? Mach mal weiter. Ja. Übergibt euch eine Rechnung in Höhe von 235 Goldmünzen. So. Warte. Ich halte sie schon so über die Fackel. Ich will das sehen, tatsächlich. Ich caste Nebelwolke. Ninja Vanish! Warum kommt das der Nebel her? Ich rufe, lauft! Ich nehme meine Faust oder meine Hand und mache die Fackel damit aus, steck sie wieder weg und lasse das Papier einfach liegen. Und dann laufen und wir laufen. Ja, in diesen Gang, der da noch war. Ihr lauft den Gang entlang. Gehst du vor? Ich gehe vor, ich bin in der Richtung. Du trittst aus dem Nebel und plötzlich siehst du, wie vor dir aus dem Nichts ein riesiger Baumstamm unten aus der Decke der Höhle herunterklappt und voll in dein Gesichtsfeld sich bewegt. Wirf mal bitte eine Geschicklichkeitsprobe. Ach du Schande. Aber du bist im Vorteil, weil du ja geschickt bist. 8. Plus Geschicklichkeit. 17. Oh, das reicht ja. Plus 1. Du machst einen ganz geschickten Move, indem du einfach dich zurücklehnst und der Baumstamm schwingt über dich herüber und du musst auch mal Geschicklichkeitsrechnen. Ich darf auch noch. Du bist hängst ja an ihm dran. Mit Vorteil? Nee. Ohne. Oh, shit. Kann ich so einen Überbaum nach hinten machen? Ja. Oh mein Gott, ich werde so leiden. Eine 6. Los. Was darf ich nehmen? Geschicklichkeit. 3, 7, 9. 3, 7, 9. Dieser Baumstamm trifft dich voll im Gesicht und du kriegst 4 Schaden. Autsch. Und du landest rücklings auf dem Boden und dann pendelt der so ein bisschen aus. Jochen, pass doch auf, Mann! Ich hab doch gesagt, da kommt was. Schaumfeld oder so. Bruder, ist das mega, wie er dir was sagt, Mann? Ich tätsche ihn auf den Kopf und sag, hast du fein gemacht? Württemberger. Württemberger. Ja, und damit rechnet man nicht. Du hast einen Baum im Gesicht. Das tut weh. Oh nee. Oh nee. Wie ist es denn halt? Bitte dein Maul. Fünfbänger geht viral auf TikTok. Lass uns weiterlaufen. Wir sollten nicht stehen bleiben. Ja. Ihr habt alle Sachen für das Ritual und könnt euch zurückbegeben nach Fendelin und könnt gleich noch eine kurze Rast machen. Und wir machen ebenfalls noch eine ganz kurze Rast, bevor wir dann zum großen Finale kommen von unserem Pen & Paper. Weiterhin könnt ihr natürlich unsere Social-Media-Hashtags nach oben pushen auf Twitter. Hashtag GameVasion, Hashtag GameVasion PNP. Wir freuen uns über alle Beteiligung. Und wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder da. Bis gleich. Ich bin Brun. Da sind wir wieder zurück bei Pen & Paper. Ihr merkt, es ist dunkel geworden, es ist Nacht geworden mittlerweile in Fendelin. Ihr habt alle Teile für das große Ritual zusammengesammelt. Gerade im letzten Mal noch die Harfe und das silberne Antlitz. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt alles, was ihr braucht. Wir haben Freundschaft. Und ihr meldet euch wieder zurück bei Fisala, Flinkfinger. Und sie geht mit euch um Mitternacht bei Vollmond
gen Süden aus dem Dorf hinaus auf eine lange, große Weide. Und in der Mitte dieser Weide seht ihr auf einem kleinen Hügel einen riesigen Stein aus dem Boden ragen. Sieht alt aus, kann es gleich dran wecken, ist noch nicht da. Und ja, sie tapst so ein bisschen vor euch weg. Ihr habt die Sachen dabei. Guckt euch an und winkt euch so ein bisschen ran. Da vorne ist es. Es ist nicht mehr weit. Und Mitternacht müsste auch gleich sein. Also haben wir alles vorbereitet. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie so schnell sind. Also Respekt, wirklich Respekt. Geht schon mal vor euch. Unterhalte mich kurz mit meiner Freundin. Ich würde euch so ein bisschen ranholen. Sie geht vor. Kommt euch das auch nicht etwas komisch vor, dass wir hier um Mitternacht mit Gegenständen... Und wo ist dieser komische grüne Ball, den wir hatten? Der ist hier. Das ist verdammt komisch, wenn ihr mich fragt. Was glaubst du denn, was... Wieso weißt du das passiert? Überhaupt? Du weißt doch gar nichts. Ich fühle dich dumm aus. Mein Gedächtnis ist nicht das Beste, aber ich kann eins und eins zusammenzählen. Dürfte ich mich mal daran versuchen, auf dieser Harfe was zu spielen? Aber natürlich darfst du das versuchen. Darf ich mir kurz die... Selbst reden. Aber natürlich. Jetzt kommt es schon. Du musst aber auch so halten wie eine Harfe, ne? La 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 la. Ihr seid ein bisschen verwirrt, weil das klingt gut. Du schaffst es tatsächlich, eine zusammenhängende Melodie aus der Harfe herauszukitzeln. Ich glaube, hiermit kann jeder richtig gut knattern. Das wird ein Banger, der geht viral. Chip Shop. Ja, das war ganz bezaubernd und lieblich. Ja. In dir stecken verborgene Talente. Kommt ihr? Gehen wir nicht weiter darauf ein, dass ich mir Gedanken mache. Lasst uns einfach... Ich habe ein gutes Gefühl tatsächlich bei ihr, muss ich sagen. Denk dran. Wir wünschen Kohlen, ihr. Aber ganz kurz, vielleicht eine Sekunde innehalten. Brun! Das kann ich für euch tun. Kannst du deine Skepsis untermauern mit mehr als einem... Es ist mitten in der Nacht. Es ist Mitternacht. Wir haben einen großen Stein. Alles ist sehr alt und wir arbeiten mit irgendwelchen Artefakten, von denen wir nicht wissen, warum wir sie genau brauchen. Okay. Klingt für mich nach Hexe. Entschuldigung? Ja? Sind Sie eine Hexe? Nein. Gut, damit wäre das geregelt. Lass uns weitermachen. Ich würde die Harfe wieder wegstellen. Okay. Ihr geht weiter auf den Menhir zu. Ein Menhir ist ein alleinstehender, von Menschen- oder Zwergenhand aufgestellter Stein, der dort steht. Du kannst ihn gerne anlecken, wenn du möchtest. Du bitte auch. Ich brauche nicht mehr Natur. Was sagen. Ich brauche einfach nicht mehr. Ist schön. 19 plus Natur minus 1. Der ist alt. Der ist so alt, der ist älter als 500 Jahre, würdest du sogar sagen. Viel älter. Dieser Stein ist sehr alt. Er schmeckt nach die feuchte Aroma von Moos und ein bisschen Pilze. Asbest. Ah. Sehr, nur lange nicht mehr gewartet. Sehr alt, sehr alt. Hast du dich gemeldet? Nee. Flinkfinger. Flutschfinger? Flinkfinger. Bevor wir jetzt dieses Ritual starten, können wir da einmal kurz eine Ablaufbesprechung machen? Also, was genau wird passieren? Und ist das eventuell gefährlich? Step one. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es gefährlich ist, ehrlich gesagt. Also, wir stellen die Kugel in die Mitte, platzieren darum herum die Blüte und das Antlitz und dann spielen wir das Lied von Tore-Trick und dann wird die Kugel sich öffnen. Und daraus kommt dann der Schatz? Die vier Wünsche. Ich glaube, ja. Ah. Und der Schatz sind die vier Wünsche? Ja. Jeder von ihnen bekommt einen Wunsch. Und was ist mit ihnen? Ich bin hier, um das Ganze aufzuzeichnen. Sie holt ein altes Buch. Ja. Ich bin Historikerin. Ich möchte diese Geschehnisse für die Nachwelt bewahren. Also was faul. Kann man da auf Faulheit schmeißen? Du kannst ein Motiv erkennen, Mann. Auf einmal glauben wir ihr nicht mehr. Okay. 10. wir haben es ja schon einmal gemacht. Nee, ist okay. Plus 3. 13? Ja. Du glaubst ihr eigentlich. Die sieht jetzt nicht so aus, als würde die euch tatsächlich anlügen. Mhm. Die scheint sehr vertrauenswürdig. Mhm. Du weißt halt nicht, ob sie... Also sie sagt dir auch die Wahrheit. Sie sagt in dem Sinne, sie weiß nicht genau, was passiert. Und meine Freunde, seid ihr Abenteurer? Ja.
Verstehe die Frage nicht. Wäre es nicht ein trauriges Abenteuer, wenn man kurz vor dem Ende einfach sagen würde, das ist mir zu abenteuerlich, ich gehe jetzt nach Haus? Ich habe wohl gesprochen. Also lasst uns doch dieses Abenteuer zu einem Ende führen. Und wenn es ein dramatisches ist, dann schreibt sie es ja wenigstens auf. Ich bin bereit. Ich habe eine Frage. Kriegen nur wir einen Wunsch oder kriegst du auch einen Wunsch? Jeder von ihnen bekommt dann einen Wunsch. Es sollen ja vier Wünsche sein. Ich dachte, ich wäre der Vergessliche. Das hat sie schon gesagt. Aber was kriegst du? Wie gesagt, sie zeichnet das aus. Ich kriege die Buchrechte und die Filmrechte. Ich glaube dir nicht. Aber wir können gerne. Aber die Liedrechte bleiben bei mir. Die Liedrechte können Sie gerne. Sie können den Soundtrack dann zu dem Film machen. Das mache ich. Gut. Aber auf Chipshop ist das so, man kann den Sound dann wieder verwenden. Aber das ist eine andere Sache. Lasst uns beginnen. Sie stellt vor dem Menhir die Kugel auf, das Auge von Thagul. Bittet euch, die Blüte und das silberne Antlitz daneben zu legen. Würde es Sinn machen? Oder ist es quasi mit drin, wenn ich das Reh statt der Blüte nehme? Oder fällt das zu hart? Das fällt wirklich auf. Die Blüte ist wirklich sehr eindeutig. Okay, die leuchtet ja auch. Okay, genau. Wer möchte die Harfe spielen? Der Barde? Nun, es wäre mir eine Ehre. Ich gebe dir die Harfe. Du kriegst die Harfe und sie fühlt sich warm an. Sie fühlt sich warm an. Wundervoll. Und wundervoll. Liegt wundervoll in der Hand. Und du hörst in deiner, du fühlst in deiner, in deinem ganzen Körper Inspiration, als würdest du durch, als hätte deine Muse dich gerade geküsst, gepackt und geküsst. Mhm. Es ist wirklich eine gute Geschichte. Und ich wurde geküsst von der Muse. Bitte dich. Ich öffne ihre Bluse. Ich sehe eine Pampelmuse. Tust du nicht. Der erste Schritt ist nach Okay, du schmetterst in die Saiten und spielst das Lied von Tore Trick. Eine quasi mühelos erklingt eine traurige Ballade. Eine traurige? Ja, es ist ein trauriges Lied. Und plötzlich stürmen zwei Zwerge auf den Platz zu. Nackt. Ihr seht, wie das silberne Antlitz und die Blüte in Flammen aufgehen, in grünen Flammen. Und die beiden Zwerge stürmen auf euch zu. Was soll das? Beendet das sofort! Seid ihr des Wahnes? Und die Harfe spielt einfach weiter. Du kannst sie nicht stoppen. Sie spielt einfach weiter. Ich kann sie nicht stoppen. Nebelbombe. Ninja Vanish. Ich hab's doch gesagt, hier ist was faul. Er macht die Nebelbombe und ich versteck mich sofort. Okay, Heimlichkeit bitte. Du machst die Nebelbombe. Und ich mach den diesmal. Diesmal denken wir an die beiden. Kannst du eine Fackel anzünden, dann können wir die verbrennen, sonst die Harfe. Klar. Nicht? Ich habe eine 10. 10 plus 5. Okay, 15. Du holst eine Fackel raus? Ich hol eine Fackel raus und zünde an und mach sofort auf. Okay, die brennt nicht. Brennt nicht! Sie brennt nicht! Und ihr seht, wie ihr habt plötzlich ein lautes Knacken und ein Klirren im Nebel. Es ist komplett dunkel. Oh, das war keine gute Idee. Und plötzlich seht ihr ein grünes Leuchten aus der Richtung, da wo die Kugel war, aufsteigen in die Luft. Aus dieser grünen Licht erscheint plötzlich eine Frau, eine wunderhübsche Frau mit grünlicher Haut. Ihre Haut ist überzogen von Blättern und Ranken. Auch in ihrem Haar befinden sich Blätter und Ranken. Sie hat ein gütiges Gesicht. Hinten an ihrem Rücken erstrecken sich Flügel, Feenflügel. Und sie guckt zu euch herunter und blickt euch durch den Nebel an. Hm. Oh, die ist ja wirklich schön. Und sie guckt auf dich, wie du die Harfe noch in der Hand hältst. Aha, du Opfer. Tore Trick. Bist du das? Ich wäre gern der große Meister, aber mein Name ist Kajakus von Bimsenstein. Du. Ja. Sie guckt zu den Zwergen. Zu dir. Mein Name ist Bron. Ja. Mich verraten. Mich eingesperrt. In dieses Gefängnis. Nee. Ich werde euch dafür zahlen lassen. Nein. Und in dem Moment seht ihr, wie ihre Haut plötzlich blass wird. Ihr Gesicht wird plötzlich wahnsinnig. Schwarze Ranken und Dornen stoßen aus ihren Klamotten hervor. Ihre Flügel werden brüchig und trocken. Und ein wahnsinniger Blick scheint sich plötzlich auf ihrem Gesicht zu sammeln. Sie fliegt hoch auf den Menhir und ihr merkt plötzlich, wie die Erde unter euch bebt. Und wie links und rechts von euch überall auf dem gesamten Platz kleine Wurzeln aus dem Boden schlagen und sofort euch angreifen. Bitte einmal Initiative würfeln. Oh shit. 17. Okay, was? Oh, 9 Würfel. 4. Mit was muss man das? Geschickt. Oh, 20. Nee, warte mal. Was? Initiative oder? Plus 3 ist richtig. Genau. Ja. 20, ne? Ja. Okay, was hast du? 7. Also ich hab 4 plus 3. Ah, okay. Alles klar.
Wo steht meine Initiative? Achso, da, ja. Genau. Plus 14 plus 1. Also 15, okay. Ich habe auch 15. Ah ja, auch 15, alles klar. Gucken mal, was die anderen Leute machen. Ihr habt übrigens im ganzen Nebel Fisala aus den Augen verloren. Ja. Das war ja klar. Das war ja klar, dass das wieder passiert. And she's gone. And she's gone. Ich habe so gut wie all meine Zauber aufgebraucht. Das ist scheiße. Wollte ich nur gesagt haben. Das war eine gute Idee. Dann beginnen wir mit Kajakus. Neben dir kommt plötzlich eine Wurzel aus dem Boden und versucht, das zu greifen. Was tust du? Ich schüttel die Hand und stelle mich vor. Sie ist doch nicht. Nein, ich will natürlich, ist ja völlig klar. Ich guck mal eben, was ich für Zauber kann, bevor ich mich entscheide. Das ist in Ordnung, weil ich kenne, natürlich, ich kenn, was ich alles so habe. Da unten sind ein Zauber auf der Zeit. Ja, ja. Also ich Flächenschaden kann ich machen. Lachanfall, heilendes Wort, Magie entdecken. Was ist, Achso, Klingenbann bin ich ja resistent gegen Angriffe, aber das heißt, würde das auch bedeuten, dass die mich da nicht festhalten kann? Das nicht, aber sie macht weniger Schaden an dir. Gibt es für mich die Möglichkeit, nur dass ich die Situation begreife, dass ich weglaufen kann? Du kannst jetzt quasi als Aktion sagen, du möchtest gerne ausweichen, dann machst du diese Runde nichts anderes und konzentrierst dich aufs Ausweichen, dann hat das Ding Nachteil beim Angriff. Und ist das nur eine Pflanze oder kommen die überall? Gerade ist es nur eine, aber ihr seht überall auf dem gesamten Areal im Nebel immer wieder so Dinge aus dem Boden ploppen. Wie lange hält sie denn die Nebelwand? Okay. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Eine Minute war es noch, ne? Ein bisschen länger, eine Minute oder ich glaube sogar 10, aber ich bin mir nicht sicher. Ich guck gleich mal. Guck nach, gerne. Okay, pass auf. Dann, ich habe ja noch, hab ich, nee, hast du die Fackel, ne? Oder hast du sie mir gegeben? Er hat die Fackel, du hast die Harfe. Ja, okay, nee, dann, versuche ich, kann ich sie mit dem Dolch durchschneiden? Die, Pflanze? Ja, kannst du versuchen. Ja, dann mach ich das. Alles klar, dann mach einen Angriff, bitte. Warte mal. Erstmal, ja. Also plus Geschicklichkeit. Oh, 19. Oh, das trifft auf jeden Fall. Dann darfst du Schaden machen. Was, ein D4? Das ist dann wieder der Pyramidenmann hier, ne? Du kannst auch was? Deinen Rapier nehmen, ne? Du musst nicht deinen Dolch nehmen. Ja, der mehr Schaden macht. Genau, der macht mehr Schaden. Ein D8? Was ist das? Welcher ist der 8er? Das ist dieser doppelte Pyramide. Ja, genau. Ja. Perfekt. Eine 1. Das ist aber nicht gut, ne? Plus, wie viel? Plus 2. Du schneidest die Pflanze an und dicker, flüssiger, dunkler Pflanzensaft kommt aus ihr heraus, aber sie steht noch. Sie steht noch? Also sie ist vor dir halt, sie kommt noch weiter raus. Sie ist schon arg beschädigt. Sie ist schon beschädigt. Sie hat eigentlich keinen Bock mehr. Sie hat schon ein bisschen Bock. Willst du versuchen wegzulaufen? Du kannst versuchen wegzulaufen, dann greift sie dich aber an. Okay, aber habe ich noch irgendeine Option, jetzt meine zweites, zum Beispiel jetzt auf Ausweichen zu gehen? Oder nee, das geht jetzt nicht mehr. Nee, ich kann nur noch weglaufen. Ja, du kannst nur noch weglaufen. Und wenn ich nicht weglaufe, greift sie mich nicht an. Doch, sie greift dich auch an. Aber es ist quasi so, wenn du dich aus ihrem Einflussbereich, aus dem Nahkampf wegbewegst, kriegt sie einen kostenlosen Angriff. Ach so, ja, das will ich ja nicht. Nee, dann kann ich ja nichts mehr machen. Dann musst du da stehen bleiben. Okay. Die Dinger kommen wirklich überall um mich herum aus dem Boden und greifen euch jeweils an. Sehen die nicht? Weil ich hab ja. Ja, okay, die suchen ein bisschen nach dir. Sie gucken so ein bisschen. Das erste Ding greift Nils an. Entschuldigung, Kajakus, du hast 13 Rüstungsklasse, naja. Trifft nicht, also du springst zur Seite, als das Ding nach dir greift und nach dir schnappt. Terkak, dich greift auch ein Ding an. Du hast 15, alles klar. Trifft dich auch nicht. Auch du kannst einen dieser kleinen Wurzeln, die aus dem Boden schlagen, die dornigen Wurzeln, entkommen. Bron. Ich habe 14. Auch bei dir. Du springst hoch, instinktiv, und weichst deiner Pflanze aus. Und wir machen weiter mit Terkak. Ich habe ja noch die Fackel. Ja. Kann ich versuchen, die anzuzünden? Ja. Mach ich. Gut, dann machen wir deinen Angriff mit Stärke. Du schlägst quasi nach ihr. 8 plus 3. Warte, ich guck mal kurz, ob das reicht. Wieso kann er sie nicht anzünden? Das Ding kann ja ausweichen. Du hast noch dein. Erstmal hast du deine Kriegswut, ne? Dein Kampfwut. Ja. Und du kannst auch immer noch beim ersten Angriff kannst du einen rücksichtslosen Angriff machen. Das heißt, könntest du nochmal würfeln, aber das könnte sein, dass die dich dann besser angreifen kann. Aber vielleicht triffst du auch. Dann würde ich auf jeden Fall meinen Kampfrausch mal zünden. Okay, langsam. Ja, perfekt. Ich habe nochmal Zeit hier langsam, würde ich sagen. Und würde dann aber nochmal den zweiten Angriff. Ja, mach das gerne. 10. Das trifft diesmal. Plus 3. Machst Schaden und dadurch, dass es eine Fackel ist, machst du doppelten Schaden. Würfel einfach mal ein W6. 2.
Plus 2 sind 4, doppelt ist 8. Du zündest das Ding an, das Ding wackelt so ein bisschen durch die Gegend und du hast ein lautes Fiepen in deinem Ohr und dann fällst du zu Boden. Aber du merkst, unter deinen Füßen sind noch viel mehr dieser Dinger. Ich habe Feuer gemacht! Ihr seht ein kleines Licht im Nebel auftauchen. Sehr gut. Das löst das Problem nicht, aber sehr gut. Man, ever my heart. Rund. Sehe ich die fliegende Dame noch? Ja, sie ist leuchtend und fliegt über dem Menhir. Okay, dann würde ich rufen. Mein Name ist Bron. Ich habe euch nichts getan, aber es tut mir sehr leid, dass ich euch jetzt etwas tun muss. Und ich nehme meine Handaxt und versuche sie nach ihr zu werfen. Dann würfeln wir bitte. Das ist Stärkebonus 13 plus 3, 16. Mhm. Du triffst sie, mach Schaden. Das sind 6 plus 3, 9 Damage. Du triffst sie auf jeden Fall und sie dreht sich sofort zu dir um und wird richtig wütend. Das wirst du bereuen, Zwerg! Es tut mir leid und ich nutze meine Zaubereipunkte, ja, um einen Zauber schneller zu wirken und ihn als Bonusaktion einsetzen zu können. Ja. Und ich würde noch hinterher meinen letzten Spellcasten Chaos-Pfeil. Mhm. Ich würde auch zusätzlich dazu, das ist Sorcerer, der kann, also ne, Zauber können sehr viel in einem Zug machen, einmal. Ich würde mir selber einen Vorteil darauf geben, mit der Woge der wilden Magie. Ja. Das heißt, ich muss diesen W20 würfeln, bei einer 1 passiert dummes Zeug. Bitte, dummes Zeug. Vorteil, wenn man die Regeln kennt. Schade, passiert dummes Zeug. Aber ich greife an mit meinem Chaos-Pfeil. Mit einer, immer noch Kakapupu, 12. Trifft nicht. Ja! Ein Chaospfeil zischt durch den Nebel und durch den Nacht. All das und ein Ende. Daneben. Aber ich habe einen Zauber gecastet. Ja, würfel nochmal. Ich würfel nochmal. Leider wieder keine Ahnung. Schade. Du kannst auch mal eine 1 würfeln, Mann. Ja, würde ich gerne, aber es passiert nicht. Meine Güte. Schade. Wir machen weiter mit Jochen. 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 So, ich bin ich noch unsichtbar? Du bist quasi unsichtbar. Neben dir kommen zwei dieser Wurzeln aus dem Boden und versuchen dich zu suchen, dich schlagen. Wild durch dich. Ich kann die anderen nicht sehen. Die sind irgendwo im Nebel. Du siehst ein Licht. Das könnte eine Fackel sein. So, und ich habe wahrscheinlich gesehen, wie eine Axt durch die Kante geflogen ist. Mhm. Na, da, weil ich ja übelst klug bin, weiß ich jetzt quasi, wo du tatsächlich stehst. Er macht immer noch Lärm. Er kann nicht aufhören. Machst du Lärm? Ja, stimmt, die Harfe klingt immer noch, ja. Harfe, er klingt ja auch, aber er spielt sie nicht, ne? Er konnte sich ja quasi behaupten. Das tatsächlich heißt, hört sie jetzt auf, die Harfe. Das heißt, predictable, er ist. Hier bin ich. Ich höre ihn. Okay, du kannst durch dein Elfengehör hören, wo alle anderen sind. Na, ich würfel schlecht, aber die Base-Werte sind gut. Scheiß Power-Gamer. Na, und ihn sehe ich tatsächlich als Fackel. Ich würde versuchen, möglichst nah ranzukommen. An wen? An die Olle. Hm? Die fliegt halt über diesen Stein. Das ist die fliegt relativ hoch. Ja. Ja, das ist okay. Ich versuche, unter ihr zu kommen. Okay, ich schwebe ja. Versuche, unter ihr zu kommen. Wenn ich einen Spell mache, verliere ich instant meine Unsichtbarkeit? Ja. Oh, das ist krass. Du bist eigentlich nicht unsichtbar. Ich bin krass versteckt. Ja, du bist versteckt. So, ich würde schon versuchen, das Feenfeuer tatsächlich auf sie zu bringen. Kein Problem. Damit, du musst dafür, glaube ich, nicht mehr würfeln. Und dann, ihr seht plötzlich, wie durch den Nebel eine Gestalt erscheint, nämlich die Gestalt dieser Dame, die umringt ist von bunten Lichtern und jetzt sehr, sehr klar durch den Nebel zu sehen ist. So, und dann, ich hab ja auch ein paar Aktionen tatsächlich, ne? Ich kann sehr viel machen. Wie viele tanzende Lichter kann ich denn so grob produzieren? Jetzt keinen mehr, weil tatsächlich dein Feenfeuer ist eine Aktion. Ah, okay. Du könntest aber jetzt noch als Bonusaktion mit einer Waffe angreifen. Okay, ist das hinterhältig? Weil sie ist ja immer noch auf das ist hinterhältig. Du bist ja auch noch, du bist noch. Ja, dann würde ich sie versuchen, aus dem Leben zu kritten. Dann wirf bitte einen Wurf durch. So. Halt, welchen wirfst du? Welchen der beiden Wurf? Ja oder GG? Ich werfe ja erstmal ja, natürlich. Gut. Kann ich mit GG? Ordnung muss sein. Ja. Ja. GG. 10. Plus 3. Du hast einen Vorteil, sagst du mal würfeln. Okay. Komm schon. 1. 8. Ah. Dein Dolch fliegt an dir vorbei. Oh mein Gott, der Mist. Ja, ist weg. Shit. Und jetzt hast du tatsächlich keine Aktion mehr. Du kannst dich nicht wegbewegen, aber jetzt sehen dich auch diese Dinge. Die sehen sich die Fettdinger. Ja. Okay. Also dann, ja. Ich bleibe aber unter ihr und sehe krasse Sachen tatsächlich. Sie scheint irgendwas zu zaubern, auf jeden Fall. Sie channelt. Ja. Keine Ahnung. Also unter ihr. Ich bin direkt unter ihr. Ich möchte auch gerne zaubern. Ja. Und zwar, ich habe ja diese Dolchwolke. Ja. Mhm. Du stehst ja direkt unter ihr. Das heißt, du kriegst nicht. Also jeder Dolch, der in sie fährt,
der schützt dich. Also du kannst ja nichts abkriegen dann, ne? Naja, das nicht, aber sie kriegt Schaden, ja. Aber haben sie so eine Dolchbarriere dann quasi um mich drumherum? Nee, also das ist im Endeffekt so, du kannst einen Bereich abstecken. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, sie ist der Mittelpunkt dieses Bereiches. Ja. Und um sie herum fliegen dann Dolche und treffen sie. Ja. Aber er ist dann nicht geschützt von anderen Angriffen, sondern sie kriegt nur Schaden jetzt. Ja, ich möchte das bitte so tun. Gut, dann kannst du das gerne machen. Du musst nichts dazu würfeln. Das finde ich gut. Wenn ich alles täusche. Du musst nur einen Level 2 Slot abstreichen, bitte. Und dann darfst warte, du. Warte, hattest du nicht den Feuer Nachteil? Nee, alles gut. Du hast einen Vorteil. Du hast einen Vorteil, genau. Du darfst 4W4 würfeln. Schon einmal. Das sind die kleinen Pyramiden, genau. Viermal. 2. 2. 4. 3. 7. 2. 9 Schaden. Ihr seht plötzlich, wie um sie herum aus dem Nichts so durchsichtig blau leuchtende Dolche entstehen, die in einem riesigen Gewusel immer durch sie durchfahren und sie kriegt überall so kleine Schnitte. Scheint ihr jetzt nicht viel auszumachen. What? Aber du machst ihr Schaden und es kriegt jetzt jede Runde den gleich immer wieder Schaden. Durch meine Dolche? Ja. Ach, das ist ja mega nice. Das ist Zauber-OP, ja. Dauerdolche. Aber das Ding ist, du musst dich konzentrieren dafür, um das aufrechtzuerhalten. Und es ist dann schwieriger, andere Sachen zu machen. Aber du kannst das mal aufrechterhalten. Die Zweige schlagen wieder nach euch. Erstmal nach Jochen. 2 Stück kommen an dir, kommen raus. Du musst nichts würfeln, ich würfel für dich. Okay. Sag mir nur deine Rüstungsklasse, bitte. 14. 14, okay. Der erste trifft dich und der zweite trifft nicht. Und du kriegst, lass mich kurz gucken, wie viel Schaden du kriegst. Wir haben uns ja von sich nicht gerastet. 3 Schaden. Haben wir gerastet? Okay. Ja, wir hatten einmal gerastet, ja. Du kriegst 3 Schaden. Und die versuchen dich festzuhalten. Eine der Ranken schlängt sich um dein Bein. Ja. Jetzt mal bitte einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Also 2-mal würfeln, du bist ja im Vorteil. 3? Nochmal. 8 plus. Nein, es reicht nicht. Eine der Wurzeln umschlingt deinen. Aber es ist 5. Es reicht immer noch nicht? Nee, es reicht nicht. Oh, krass. Umschlingt deinen Knöchel. Fuck! Dann eins greift Terkak an. Terkak, unter dir kommt noch so ein Ding aus dem Boden. Etwas Größeres diesmal. Mhm. Versucht dich wieder anzugreifen. Mit einer 1. Trifft nicht. Haut er sich nicht selber aufs Maul? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Terkak! Ja. Ja. Du hast... Du hast das Gleiche? Ja. 14. Achso, ich dachte, du machst Schaden. Aktion. Ja. 5 Schaden. Okay. Und bei dir auch. Ja, mach doch. Mir doch egal. Du bist nicht getroffen. Weiß ich. jetzt machen wir weiter mit Brunnen. Der Terkak, entschuldige. Terkak. Ja, Terkak. Ja. Ich muss mich sehr konzentrieren. Ja, das ist gut. Um die Dolche. Nicht zu verlieren. Nicht zu verlieren. Würdenbanger. Auf Chipshop. Vielleicht könntest du zu mir kommen. Und mir beim Kampf gegen die Ranken helfen. Nee. Okay. Bis bald. Ja. Was machst du, Terkak? Ich hab jetzt die Fackel noch. Ja. Oder ist die noch? Ja. Weil ich habe das Gefühl, mit Feuer läuft's. Ja. Sind, scheint empfindlich zu sein, diese Wurzeln. Ich habe jetzt eine ja weggeballert. Ja. Habe ich noch eine am Start? Ja, da sind noch jede Menge. Es kommt immer mehr aus dem Boden. Wie weit ist denn die Frau von mir entfernt? Die ist in Wurfreichweite, sag ich mal so. Kann ich den Boden anzünden und alles? Das wird nicht möglich sein. Nee, dafür ist die Fackel nicht stark. Die ist in Wurfreichweite. Ja. Ja, dann lass mich doch mal hier Stipp jetzt in die Hand. Kannst du die Fackel werfen, wenn du willst. Oh. Now we're talking. Gut, dann würde ich. Ich habe ja genug. Dann würde ich mal. Kann ich mehrere Fackeln werfen oder nur eine? Nur eine. Ja, dann. Also, jetzt noch eine wichtige Frage. Mhm. Wie lange ist eine Minute in so einem Kampf? 10 Runden. 10 Runden? Ja. Boah, das ist krass. Habe ich übel lange Kampfrausch. Ja, du hast den Kampfrausch, der ist Hammer. Das ist krass. Ist ja übel. Der hält einfach immer. Ja. Weil es ist eine Minute. Ja. Und ich kann ihn dreimal machen. Also 30. So, dann würde ich meine Fackel nach ihr werfen. Geschicklichkeit bitte. So, ist das jetzt ein. Ist kein Rettungswurf, ne? Nee. Aber wie lange hält das Feen-Ding? Du kriegst eine Bandage drauf, also das normal würfeln gleich. 10 plus 1. Das reicht nicht, das normal würfeln. Da habe ich das Feenlicht. So, 16. Ja, das trifft. So. Würfel mal 1 wie 6. 3. Plus 5, das Doppelte sind 10. Du schleuderst die Fackel in ihre Richtung. Ihr seht einen hellen Lichtpunkt durch den Nebel fliegen und sie genau in der Brust treffen. Sie schreit auf und scheint auf jeden Fall verwundet zu sein, ja, aber ist weiterhin richtig angepisst. Toll, und ihr merkt jetzt, wie unter euch der Boden anfängt zu beben. Ihr dürft bitte alle mal einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Ich habe da übrigens einen Vorteil, weil ich hier fahren gehe. Lass du 2-mal würfeln und den besseren nehmen. 19 plus 5. Boah, Alter, 16 plus 5. 20. Okay, das reicht. 19 plus 1. Okay, ich habe eine 4.
Das ist nicht so gut. Ehre, Marsch. Oh, okay. Der Boden unter dir tut sich ein bisschen auf und du fällst so ein Stück nach unten. Würfel mal bitte einen W20. Ich habe aber noch Geschicklichkeit. Nicht, also das ist dann 4 plus. Ja, reicht trotzdem nicht. Ja, ja, nur so, dass du die Stränge doch ein bisschen abbildest. Das ist okay. Ja. Ich bin doch gar nicht so streng. Okay. Endkampf. Los. Was soll ich das würfeln? W20 muss halt genau sterben, ne? Ja. 3? Hey, das war der falsche Würfel. Das war ein kleiner. Muss ich eher eine hohe oder eine niedrige? Einen hohen, bitte. Jetzt geht es mich darum, um deine Konzentration. Mit welchem soll ich? Mit dem W20, das ist der hier. Das war gerade ein W. Sie bitte. Ja, natürlich. Eine 14. Das reicht, okay. Du erhältst die Konzentration aufrecht. Selbstverständlich. Gerade war Terkak dran, jetzt ist Brunner. Brun. Ich habe nur noch diese eine Axt. Hm? Ich küsse sie. Schocke sie. Schmeckt sehr gut. Er ist ungefähr 30 Jahre alt. 30. Die begleitet mich mein ganzes Leben. Und ich werfe diese Axt, die keinen Namen hat, weil brauche sie nicht, auf sie. Und ich werfe Würfel. 17 oder Boah. Besserer Wurf. 9, 17 plus 17, 3, 20. Trifft, mach schon. Sehr gut, wir machen 6 plus 3, 9. Oh, 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 okay, alles klar. Sieht schon arg mitgenommen aus, aber sie fliegt noch. Jochen. Ja, mein Lieber. Ich bin festgehalten. Du bist festgehalten, ja. Muss ich mich davon erst befreien? Du kannst versuchen, dich davon zu befreien. Würfel mal Geschicklichkeit, bitte. Wir gucken mal, ob du dich automatisch befreist. 10 plus 5. Das reicht. Rettungswurf. Doch, ja, das reicht. Sehr gut. Du springst aus der Pflanze heraus und kannst ganz normal agieren. So, ich gucke mich erstmal um. Also, ihm geht's gut, er ist runtergefallen. Ein Stückchen, nur so ein 2 Meter. Mir geht's gut. Passt gerade. Er hat seine Fackel geworfen, er hat noch genug Fackeln. Liebe viele. Die Dolches zacken extrem hart. Ich hole eine Fackel aus meinem Inventar. Und wirfst die Fackel? Ich bin ja direkt unter ihr. Ja. Nein, ich bin aber nicht in. So. Nee, du bist nicht in Stichreichweite. Ah, ich werfe die Fackel nach ihr. Ich bin komplett Mäntel. Na, ich halte schon die Kette fest. Bring doch mal was! Schluss Geschicklichkeit. So. 2! Du kriegst einen Vorteil bei. Fegfeuer! Ja. So, bring das was. 10! Schluss! Geschicklichkeit. 3! Das reicht 13. Nicht. Ein Lichtpunkt Segel in ihr verwandelt. Keine Sorge, ich hab noch 10 Herkus. Ja. Du darfst erstmal wieder Schaden auswürfeln für sie, denn deine Dolche fliegen noch umher. Absolut. 4x ein wie 4, die kleine. Das ist der hier, ne? Genau. 4! Boah. 4! 8! 2! 10! Oh, 11 Schaden, das ist trotzdem gut. Also sie hat überall mittlerweile Schnitte. Überall tropft dunkler Pflanzensaft aus ihr herauf. Und sie ist wirklich extrem wütend. Ihre Augen leuchten und sie schreit einfach nur noch. Was willst du machen? Kannst noch weiter agieren jetzt nochmal. Darf ich nochmal sowas machen? Kannst du mich nerven? Nee, das geht nicht, aber du kannst anderen Leuten zum Beispiel helfen. Du hast noch deine badische Inspiration zum Beispiel. Okay, also das ist gut. Aber kann ich... Also darf ich jetzt zum Beispiel noch... die Angriffe von diesen Wurzeln, die zaubert sie ja. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gehässiger Spott mache auf sie, dann wären ihre Angriffe weniger wirksam. Könntest du versuchen, ja. Hm? Möchte ich das bitte machen? Gehässiger Spott. Gut, gehässiger Spott ist ja dein Standardding sozusagen. Würfel erstmal sie muss erstmal einen Rettungswurf machen. Ja, dagegen. Das kann sie ja gerne mal probieren. Ha. Schafft sie. Nee. Doch. Was? Wie beleidigst du sie? 13. Ich beleidige sie natürlich. Aber wie? Genau, du musst sie beleidigen. Hey, Brigitte, du hast doch viele Schnitte. Rinnen kannst du nicht gegen mich. Rinnen kannst du sie lässt das vollkommen kalt, lässt sich davon gar nicht, wirklich gar nicht irritieren. Bettenbänger! Und Zweige schlagen nach dir. Zwei Stück. Das, zwei Zweige. Der erste trifft. Was? Nein! Und der zweite trifft nicht. Ja, wusste ich doch. Kriegst keinen Schaden. 5 Schaden. 5? Ja. Und auch nach Jochen wird geschlagen. Oh, schon wieder. Scheiße, aber ich bin der Dodge-Con-König. 14 trifft, oder? Wie viel hast du in der Rüstungsklasse? Ich habe genau 14. Dann trifft das und du bekommst 4 Schaden. Ei. Terkak, auch nach dir schlagen 2 Wurzeln. 16 trifft wahrscheinlich. Eine 19 trifft auch. Du kriegst 8 Schaden. Oh. Ey, mal ganz kurz, mein Zauber hat jetzt nicht gewirkt, hat nicht funktioniert, nee. Ah. Sie ist da gegen Widerstanden sozusagen. Mhm. Und Bron wird auch angegriffen. Erste trifft, das zweite trifft auch. Mhm. Das heißt, du bekommst 4 und nochmal 4 Schaden gesagt. Toll, toll, schön. Ja. Spaßig. Terkak. Eine Frage. Ja, das ist eine Frage. Meine Axt hat ja so einen Holzgriff. Ja. Wenn ich die jetzt anzünde und dann werfe. Kannst versuchen. Was passiert dann? Dann brennt. Ist das ein Buff? Nee, ja. Ich würde sagen ja, aber es ist schwerer, die zu werfen.
Der Griff. Aber ich habe ja hier Kampfrausch. Ja, was trotzdem schwer. Was, wie viel muss ich denn schaffen? Also du musst eine 15 oder höher würfeln mit einem Wurf, nicht mit zwei, mit einem. Nee, dann machen wir es nicht. Ja. Aber dann würde ich noch mal eine Fackel rausziehen. Ja. Und würde. Ach, du Fackelmann oder was? Ja, ich war mal in einem Film. Axel Schulz. Du warst mal schon höher. Genau. Würfel mal. Mit Geschicklichkeit. 8 plus. Du bist immer Angriffswürfeln im Vorteil, sagst du mal. Genau. Wegen deinem Kampfrausch. 7 plus 1. Da fliegt daneben deine Fackel. Scheiße. Fliegt daneben. Warte kurz. Ich habe eine Frage, was sind das für Angriffe überhaupt, die ich die ganze Zeit kriege? Weil ich habe Resistenz gegen Hieb, Stich und Wuchtschaden. Oh, das ist ein Stichschaden tatsächlich. Dann kriegst du dann die halben Schaden. Ja. Dann kriegst du die halben kriegst du. Aber ich bin ja resistant. Ja, das bedeutet das. Hey, du kriegst so 4 Lebenspunkte zurück. Hm? Ist es nicht nur so, wenn du im Kampfrausch bist? Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen. Ja. Dann sind wir bei Brunnen. Kannst du bitte mal brüllen? Das ist ein guter Bruder. Kampfrausch! Ja, finde ich gut. Brunnen. Ich habe nichts mehr zum Werfen. Sie ist hoch in der Luft, ich bin sehr klein. Mhm. Ja. Ich kann dir ein paar Fackeln. Komm zu mir. Ich, stimmt, Fackeln. Du hast noch Zauberpunkte, ne? Du kannst auch Zauberplatz erschaffen. Alle werfen nur. Weißt du, was wir noch nicht benutzt haben? Nee. Fackeln. Nee? Ich habe noch einen Zauberpunkt und ich brauche 2 für einen Zauberspruch. Das ist, ich habe sehr häufig diese Nebelwolke eingesetzt, ja, was ich vielleicht nicht hätte machen müssen. Passiert. Ich würde auch eine Fackel werfen, glaube ich. Okay. Ich würde einfach die Taktik auch 3 nehmen und jonglieren. Ja. Und dabei eine werfen, so. Ja, genau. Ja, kannst du mal. Nee, ich würde einfach eine versuchen zu werfen. Dann Geschicklichkeit bitte. Wie viele Fackeln habe ich eigentlich? Ich habe 10. Jeder hat 10, glaube ich. Jeder hat 10 Fackeln? 3. Ja, du triffst nicht. Geil. Ich küsse die Fackel, während sie an ist. Ist ein heiß und ich küsse deine Fackel. Ich habe gar keine Fackel. Jochen. Ich bin dran. Jetzt machen wir was. So, Junge. Pass auf. Ich bin doch übergeschickt. Mhm. Na, ich bin super, super, super talentiert. Ich nehme also eine Fackel. Aber. Ah, okay. Hole. Das willst du nicht an, das geklaute Reh. Na, das Holzreh. Mach es da dran, damit es noch mehr brennt. Und dadurch natürlich eine größere Hitbox hat. Wir verstehen nicht, wie Fackeln funktionieren. Ja, so. Ist klar. Und dann probiere ich es tatsächlich nochmal. Diesmal zweihändig. Geschicklichkeit bitte. Das kann nicht wahr sein. Bitte. Das Reh geht doch ein Bonus, komm. 14 plus 3. Zweimal. Trifft. Darfst auch zweimal. Du darfst auch nochmal würfeln. Welcher ist jetzt besser? 20 tatsächlich. Das sind 19 Würfel. 19 ist Crit, ne? Ja. 11. Ja. Okay, aber du triffst. Mach Schaden. Einen 6-seitigen Würfel bitte. Ja, den nehme ich. Das ist das Reh weggeschmissen. Das Reh hat bestimmt magische Kräfte entfesselt. Ja, beim Treffer. 1. verdoppelt wird das eine 2. Auf jeden Fall reicht das schon. Du triffst sie mit der Fackel. Ja. Und sie schreit auf. Plötzlich seht ihr einen hellen Lichtblitz, der von dem Menhir ausgeht. Achso, ich dachte schon, was reicht. Und ihr seht, wie dieser helle Lichtblitz euch umfängt. Ihr werdet geblendet, müsst die Hand vor die Augen halten. Und plötzlich fallt ihr. Ihr fallt immer weiter. Ihr merkt, wie eure Waffen verschwinden. Du merkst, wie die Haut aus deiner Hand glitt. Und ihr landet auf dem Boden, blickt euch um. Um euch herum ein wunderbarer, wunderschöner Wald, wie er nur im Paradies sein könnte. Und an dieser Stelle ist unser Abenteuer beendet, Leute. Gleich kommt die Es war mir eine große Freude, euch hier gehabt zu haben. Vielen Dank, Maxi Markov. Schön, dass du dabei warst. Ja, ist auch mega geil. Vielen Dank, Kalle. Auch schön, dass du mit dabei warst. Das freut mich. Nils, vielen Dank. Und Bart, vielen, vielen Dank. Ich wünschte, ich hätte mein Gedächtnis wieder erlangt. Aber ich bin gestorben. Weniger Nebelbomben eingesetzt. Ja, auch das wäre gut gewesen. Naja. Vielen, vielen Dank. Wie die Geschichte weitergeht, werdet ihr vielleicht noch erfahren. Das Ganze ist nämlich ein Prequel zu einer anderen Geschichte, die wir im September spielen werden. Da werden wir noch ein bisschen die Hintergründe erleuchten. Aha. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal an unsere Partner von AMD, die uns diese wunderbaren Laptops zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr Bock habt auf einen neuen Laptop, Ausrufezeichen AMD in den Chat. Da kommt ihr auf eine wunderschöne Seite mit Gaming- und Arbeitslaptops, was auch immer ihr braucht. Und natürlich unseren Freunden von Wizards of the Coast, die uns erlaubt haben, die uns jede Menge Sachen zur Verfügung gestellt haben für Dungeons & Dragons, was wir heute gespielt haben. Wenn ihr Bock habt, selbst Dungeons & Dragons zu spielen, Ausrufezeichen D&D in den Chat oder auf den Link rbtv.to/D&D. Da findet ihr nämlich diese wundervolle Box hier, das neue Basisset, was bald erscheinen wird und bald vorbestellbar sein wird. Und da könnt ihr schon mal draufgehen, könnt ihr das schon mal anlesen. Und wenn es rauskommt,
dann rechtzeitig zuschlagen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool und ist der perfekte Einstieg in Dungeons & Dragons. Kann ich nur jedem empfehlen. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, ne, wenn ihr das VOD schaut, dann haut doch mal einen positiven Kommentar in die Kommentare. Ein schönes Däumchen da lassen, ne? Klingel drücken, ihr wisst, wie es läuft. Hat noch jemand letzte Worte? Danke an dich vor allem. Ja, danke an dich. Hast du ja, eine große Freude. Sehr, sehr nice. Aber hey, das hält ja einen anderen Würfel. Beim nächsten Mal kriegst du einen anderen Würfel, Maxim. Vielen Dank, das war die Game Invasion für heute. Morgen geht's weiter und wir wünschen euch eine angenehme Nachtruhe. Gute Nacht. Mal. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Jetzt immer ein Bierchen. Hast du noch einen Abschiedssong? Ding. Auf Wiedersehen.